Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Plankenschnack, denn heute ist Sonntag und wir haben folgende Gäste. Skadoosh. Sind wir alle an der richtigen Stelle? Ach so, ja, ja, Handzeichen. Es geht los. Hi, Entschuldigung. Es ist ein bisschen ungewohnt, Regie zu machen. Nebenbei, ich hoffe, heute passt alles. Man vergisst ja immer so einige Dinge, die man dann irgendwann. Ich musste eben gerade auch schnell noch im Intro was fixen, was ich auch erst später mitbekommen habe. Naja, ist schon lange her, dass ich mal gestreamt habe, versteht ihr? Ich kenne mich da einfach nicht mehr aus. Nun. Ja, Slabby ist Slabby, nicht Sally, das sollte passen. Also sieht alles gut aus. Ja, 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 heute passt alles. Irgendwie, Sally sieht heute so männlich aus, so haarig im Gesicht. Dankeschön. Nee, du bist ja gar nicht gemeint, das ist ja mehr mein hier, der Herr neben mir. Passt hier auch viele. Nun, wie geht's euch, Freunde der Sonne? Ab, nee, wartet. Nee. Wer bist du eigentlich, netter Herr, dort unten in der Ecke? Damit die Leute überhaupt, bevor wir irgendwas anfangen, mit deinem Gesicht was anfangen können. Was ist denn deine Funktion? Darüber rätseln Experten seit langem. Nein, ich bin der Flo. Und ich bin PR-Manager bei THQ Nordic und bei Handy Games. Ergo mache ich PR. Dieses ominöse Wort, was immer genau, das dann auch bedeutet. Richtig. Kann ich ja gleich gerne was zu erzählen. Sobald ihr mich lasst, fange ich den ganzen Abend an zu plappern. Gut, ich gehe mal kurz auf Klo. Wir sehen uns in einer halben Stunde, wa? Sehr gut. Er geht jetzt wirklich auf Klo. Wieso? Nein, ich wollte nicht. Ich fahre mal schnell. Respekt. Ja, der wäscht sich seine Hände nicht. Ich wasche mir meine Hände nicht? Ja. Hey. Keine Leaks bitte, okay? Keine Leaks. Jetzt nur nicht die Erdnüsse anfingern, bitte. Chat sagt, der Gast ist etwas leise. Kannst du noch ein bisschen lauter machen? Natürlich. Selbstverständlich. Muss lauter sprechen. Ich habe vorhin, ist mir ein bisschen das Ohr weggeflogen, aber ich glaube, ich habe es dann ein wenig sehr arg runtergeregelt. Aber das machen wir sehr gerne. So sollte passen. Gut, ich teste mal so, lieber Chat, bin ich besser zu verstehen? Ja. Ohne, dass ich brülle? Viel besser. Florian, wir haben hier sowas wie ein Brauch quasi oder so diese erste Frage, um warm zu werden und dass der Chat so ein bisschen auch mit uns warm wird. Was hast du denn die letzten zwei Wochen getrieben? Letzten zwei Wochen habe ich viel gezockt. War ja schön, endlich mal Weihnachtsurlaub und gearbeitet habe ich auch, aber trotzdem war noch Weihnachtsurlaub quasi und ja. Rauf und runter, tatsächlich spiele ich immer World of Warships, dieses Counter-Strike für ganz alte Männer. Und ansonsten habe ich den Witcher, wer ist das gleich, das Thronebreaker, ich habe das Untertitel jetzt vergessen, Gwent, genau. Das Ding habe ich durchgezockt, hat mir sehr gut gefallen und ja. Ansonsten in vieles reingeschnuppert. Man erkennt das ja, man kauft auf Steam irgendwas, spielt das eine halbe Stunde an und sagt, nö, lass ich jetzt mal. Forza Horizon bretter ich mit dem Kumpel immer rum. Und wir haben einmal ganz kurz Path of Exile ausprobiert auf unserer ewigen, langen Suche nach einem geilen Koop-Spiel, die sich seit Jahren jetzt schon hinzieht und wir nicht so ganz überzeugt sind. Gestern Abend haben wir mit Northgard angefangen, wenn das einer kennt. Mhm. Und wir haben die alte Truppe wieder versammelt, die mit Augenklappe und Papagei auf der Schulter sind bei Sea of Thieves mal wieder rumgeschippert. Du spielst also ziemlich viel, oder? Ich spiele sau viel. Das ist arbeitest du auch noch? Leben. Bitte? Arbeitest du auch noch? Das darf dein Chef nicht sagen. Ach so, oh, Entschuldigung. Verzeihung, falsche Frage. Ja, natürlich, ja. Ganz klar. Du hast sehr viel Freizeit, oder? Nee, scheiße, die Frage ist auch nicht besser. Die fülle ich mit Zocken in der Tat, ja. Ein paar Spiele bei uns natürlich eingezockt, selber logischerweise. Und wir haben auch eins auf dem iPad rausgebracht, was ich jetzt sehr viel gespielt habe. Immer abends im Bett noch ein bisschen auf dem iPad oder wenn man unterwegs ist, geht das ja ganz gut. Dann brauche ich auch mal sowas. This is the Police, um mal Eigenwerbung zu machen. Haha, Ding, danke, so Chef ist auch zufrieden. Jetzt habe ich das untergebracht. Warte mal, ich muss schnell mal gucken, ob es das bei GOG gibt. Den ersten Teil oder den zweiten? Weil da gab es doch jetzt sogar schon eine Fortsetzung. Es gab eine Fortsetzung, richtig. Aber wir haben es jetzt gerade fürs iPad halt neu rausgebracht und da habe ich endlich mal die Chance, halt mal gescheit zu spielen, weil sie es damals gesigned haben. Habe ich schon, das ist ein Spiel für iPad, das ist ja super. Ja, ich meine, ich spiele sehr ausgewählt, sage ich mal, wenn ich Mobile Games spiele
und kann null verstehen, wie irgendjemand es schafft, auf dem Handy tatsächlich Fortnite zu spielen, ja. Weil ich bin ja schon froh, wenn ich sehe, dass der irgendwas bewegt auf so einem 7-Zoll-Display. Auf dem iPad kann ich es mir fast noch vorstellen, aber auch da bin ich nicht in der Lage, das nachzuvollziehen. Also wenn jetzt irgendwelche Fortnite-Mobile-Pros anwesend sind, dann erklärt mir bitte, wie. Nein, ich habe ja nur den Diablo Immortal Fanclub der Herzen, die treffen sich dann so mit den AM-Blackout-Menschen. Und spielen dann irgendwie auf ihren Handys irgendwelche Spiele, die ich lieber auf dem PC gehabt hätte. Ja, belastend. Ich bin froh, dass wir keinen so einen Shitstorm bisher hatten. Das ist wunderbar. Bringen halt einfach, nachdem wir das PC-Spiel hatten, bringen wir lange Zeit danach das Ding auch auf Mobile. Da hat sich bisher eigentlich noch keiner so richtig beschwert. Ja, also. Warum auch? Das finde ich auch okay. Doch. Weil mehrere Plattformen anbieten, das kann ich nicht falsch. Aber ja, dass jetzt der Trend bei Blizzard anscheinend eben, beziehungsweise bei, was ist das andere, Fox, dahingehend halt nur Mobile-Games rauszubringen und die ursprünglichen Core-Gamer eben auf Konsole und PC halt zu vernachlässigen, finde ich halt nicht ganz so geil. Ich glaube, das nehmen wir nur ein bisschen anders wahr, dass Blizzard nur Sachen für Mobile macht, weil Blizzard so langsam ist. Für die haben ja quasi erst, für die vorgestern gefühlt, haben die ja erst Overwatch rausgebracht, ja. Wo wir denken, das ist aber 6 Jahre her, da war die also bekloppt, ja. Und das StarCraft ist wahrscheinlich auch gerade erst für diese, so, StarCraft ist jetzt auch abgeschlossen als Projekt, nach Patch, was auch immer. Und sie sind ja auch quasi direkt wieder vor der nächsten WoW-Erweiterung. Also für die ist wahrscheinlich PC Full House und gefühlt haben die wahrscheinlich Mobile total vernachlässigt all die Jahre in ihrer eigenen Wahrnehmung. Denn außer Hearthstone gibt es da, glaube ich, nichts sonst. Und naja. Ist euch schon mal aufgefallen, also ich meine, wir hatten ja schon mal 1, 2 PR-Menschen hier, ne? Aber die schießen halt sehr lose aus der Hüfte, oder? Finde ich gut. Wir sollten öfters PR-Menschen mal einladen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, ich find's süß. Aber gut, lass uns schnell die Frage nochmal abrunden, bevor wir wirklich schon reinspringen. Slabby, wie waren deine 2 Wochen, Mange? Sehr gut. Ja? Ich habe sehr viel gestreamt. Was? Ich wollte mal kurz das Meme begraben in den letzten 2 Wochen. Ich hatte sehr viel Glück mit meinem Dienstplan und musste nur, glaube ich, 3-mal arbeiten in den letzten 2 Wochen und hatte dann noch Glück und musste die Nächte nicht raus, also konnte ich schön fast jeden Tag streamen und habe sie genutzt, um endlich Breath of the Wild im Master-Modus anzufangen und mehr oder weniger auch abzuschließen jetzt mit DLCs und allem drum und dran. Alle Schreine gemacht. DLCs? Bitte? Fandest du die DLCs? Sehr gut. Also der DLC-Boss tatsächlich ist der tatsächlich beste Boss so seit langer, langer Zeit in Zelda-Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich von der Masse gehört habe, dass die halt eben nicht so toll waren und eher so, ne, mit diesen quasi Challenge-Rooms eher so ein bisschen gimmicky wären. Mir hat Spaß gemacht. Ich habe es aber im Master-Modus gemacht, das heißt, es war halt eine Schwierigkeitsstufe höher. So, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man halt keine Gegner hat, die sich selber heilen und man muss aufpassen, dass man schnell genug halt alles downlegt und so. Ich habe natürlich geschimpft, weil vieles war schwierig, aber an sich, groß und ganz, ich habe jetzt gestern 11 Stunden gestreamt, habe halt von Anfang an bis zum Ende das Story-DLC durchgebracht. Ganz spaßig. Da hast du ja an einem Tag fast mehr gestreamt, als ich in der ganzen Woche. Mensch, Slabby, Junge. Wir drehen das Meme um jetzt. Oh. Ey. Nicht schlecht, Herr Speck. Finde ich gut. Vielleicht bist du ja dann auch mal irgendwann Partner. Slabby, ich würde mich wirklich sehr freuen, endlich Partner zu werden. Das wäre mir ein innerliches Anliegen, nachdem ja jetzt die Grenzen ein bisschen angehoben wurden. Oh. Slabby, das wäre ein Traum. Das wäre echt. Also du hast tatsächlich zwar viel gestreamt, was ja schon mal erwähnenswert ist, aber tatsächlich in Anführungsstrichen nur Zelda. Ja, nur Zelda. Für mich habe ich dann noch ein bisschen, als ich gearbeitet habe, wenn ich Bereitschaft habe, muss ich ja nicht immer nur arbeiten, da habe ich mal für 2-3 Stunden Dark Souls 3 angemacht und mir schon mal das Ziel gesetzt, dieses Spiel dieses Jahr endlich auf Platin zu bringen, weil ich es auf der PlayStation noch gar nicht gespielt habe. Aber an sich, zum größten Teil, habe ich wirklich Zelda gespielt. Ich habe auch wirklich von Anfang an bis jetzt, glaube ich, 120 Stunden Zelda, also auf dem einen Save, hingelegt. Ja, ich fand es auch mega. War ein tolles Spiel. Aber ich bin mal gespannt, wenn das nächste Zelda rauskommt, ob sie das ähnlich machen wie Breath of the Wild oder ob sie wieder komplett was anderes machen, weil sie ändern ja doch immer sehr oft die Stile. Ja, was ja auch gut ist.
Markus? Ja, Zelda durfte ich leider quasi noch gar nicht anpacken. Wir haben die Switch gekauft zum Release, inklusive Zelda. Dann kam das Paket an, meine Frau sagte, ist das Switch mit Zelda? Ich so, ja, tschüss. Und dann hat sie das irgendwie 100, weiß nicht wie viele Stunden gespielt. Ja. Ich durfte einmal kurz eine komisches Rätsel lösen, wo irgendwie einen brennenden Pfeil durch so Ringe schießen muss, damit ein Tor aufgeht oder was. Und danach durfte ich das Ding wieder nicht mehr anpacken. Und seitdem sehe ich die Switch relativ selten. Ja. Von daher, vielleicht komme ich eines Tages auch mal zu Zelda. Ich meine auch, die steht im Wohnzimmer unter dem Fernseher. Ich gucke nicht so oft Fernseher. Entschuldigung. Ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch ganz viele Spiele für die Switch, die wie Pokémon oder so sind, die ich auch noch nicht einmal spielen konnte oder gespielt habe. Ja, hey, aber immerhin hast du Xenoblade Chronicles 2 gespielt. Ja, das habe ich. Manchmal sage ich dann so, jetzt brauche ich die Switch für die nächsten 2 Wochen und dann ja. Geht's auch. Denn da darfst du auch mal, ja. Dann darf ich auch mal. Ah, ja. Ja. Und du, Sled? Also erstmal Chat sagt, Ton ist jetzt gut bei Flo. Also das sollte passen. Das erstmal als Feedback aus dem Chat. Ich habe tatsächlich das gespielt, was wir besprochen haben im Spoiler Alert. Ich habe Onimusha Warlords gespielt. Komplett durch. Fand ich sehr, sehr geil. Also ich würde mir wünschen, dass Capcom jetzt auch noch Teil 2 und 3 halt rausbringt. War cool. Ich ärgere mich, dass ich es damals irgendwie, als es rausgekommen ist, anno 2001 verpasst habe. Ist halt wirklich Resident Evil-Style statt mit Knarren, mit Schwertern und Dämonen, aber genauso aufgebaut. Also du erkennst sehr viel Resident Evil halt da drin und hat mir halt sehr gut gefallen. Von daher, das habe ich in 2,5 Streams halt durchgezockt. Ist halt recht kurz. Ja, damals waren die Games halt anscheinend länger. Hatte man so zumindest das Gefühl, aber man wusste es anscheinend wohl nicht besser. Und von daher, es war relativ easy. Es gab halt nur easy und normal. Ich habe es eben auf normal durchgespielt, wobei ich da schon Angst hatte, dass es eigentlich zu schwer ist, weil die Spiele früher auf normal halt ja schon schwerer waren. Naja, aber es hat halt extrem gut gepasst. Die Steuerung haben sie ein bisschen angepasst, dass du halt eben besser steuern kannst, wie jetzt zum Beispiel in Resident Evil 1 das HD-Remake, was sie gemacht hatten. So haben sie auch die Steuerung für Onimusha angepasst. Aber von daher für 19 Euro, was halt gekostet hat, völlig in Ordnung. Dann habe ich reingeschaut in Tales of Vesperia, die Definite Edition, die rausgekommen ist, der JRPG. Fand ich super cute. Also von daher, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe reingeschaut in Foil Alloy, das Metroidvania mit diesem Roboter-Fisch-Ding. Ja, ist ein sehr klassisches Metroidvania, hat mir auch sehr gefallen. Wobei, da komme ich irgendwo an die Grenzen meines Skill-Caps, dass es irgendwann doch sehr viele Skill-Jumps mit Jumpen, Dodgen angreifen wird, was nicht so ganz mein Steckenpferd ist. Davon ab ist es ein cooles Game. Und ich habe mich selbst im Outro beziehungsweise in den Credits halt gefunden als Spieletester. Habe ich auch ein bisschen stolz gemacht. Ja, das waren so die Spiele, die ich in den letzten Wochen halt gespielt habe, quasi das, was eben rausgekommen ist. Und Subnautica ja so ein bisschen nebenbei noch, aber da halt immer nur so ein bisschen Zeug einsammeln, ein bisschen U-Boot verbessern, dass man noch ein bisschen tiefer tauchen kann. Da komme ich jetzt bis 900 Meter, kann ich jetzt. Das heißt, da werde ich dann jetzt mal bis 900 Meter erkunden und gucken, wie es dann also weitergeht. 900 Meter? Spielst du überhaupt? Warte mal, hast du nicht im Dezember damit angefangen? Ja, ich spiele es ja immer nur so zwischendurch, wenn halt so die anderen Spiele halt ein bisschen vorbei sind, wenn halt eben nur ein paar Stunden Zeit ist, dann machst du das Ding mal 2-3 Stunden an, dann kannst du ja immer wieder weiterspielen. Und wie gesagt, jetzt habe ich halt die Upgrades für die Motte halt reingepackt, habe den Krebs gebaut und komme, wie gesagt, so auf die 900 Meter und jetzt kann ich da so ein bisschen mal rumgucken, was da noch so ist in dem Tiefen, um vielleicht dann noch weiterzukommen. Also ich habe das jetzt durch. Hast du abgestaubt oder was? Hat es im Epic Store gestaubt? Nee, tatsächlich für die PS4, weil ich hatte es schon auf Steam, weil ich es im Early Access gespielt hatte. Ich wollte es jetzt aber nochmal für die Konsole spielen, weil ich bin so ein kleiner Trophy-Hunter und sammle halt gerne Trophies. Deswegen habe ich gesagt, will ich es mal auf PS4 spielen. Und insgeheim vielleicht sogar noch die Hoffnung, ich habe ein PSVR-Headset, dass ich das Ding irgendwann nochmal VR-Support bekomme, wie jetzt halt auf Steam halt für die Vive oder Rift. Ja, ich hoffe, dass die mal irgendwann noch die PlayStation-Brille unterstützen. Das wäre ziemlich geil. Aber ich weiß nicht, ob es performance-technisch halt geht, weil es stottert halt eben schon ein bisschen auf der Konsole. Ist nicht super schlimm, aber es ist halt eben auch nicht sehr, sehr flüssig. Und während VR, sag ich mal, mit Ruckeln ist ja dann wegen Motion Sickness halt ein Ding. Brauchst ja relativ gute Performance und FPS, dass du halt keine Motion Sickness bekommst. VR frisst halt auch nochmal, ne? Ja. So, macht's auch nicht besser. Also ich habe jetzt die letzten 2 Wochen Subnautica abgeschlossen. Ich habe es wieder zu Ende gespielt, mittlerweile schon zum 2. Mal. Okay. Und ich habe Feudal Alloy gespielt. Aha. Feudal Alloy war wirklich sehr gut. Also ich meine, über Subnautica müssen wir, glaube ich, nicht reden. Subnautica ist wirklich ein unglaublich tolles Spiel.
Ich merke aber, je häufiger man spielt, dass dort so ein, zwei Dinge drin sind, die etwas unschön sind, sage ich mal. So wie Platz zum Beispiel. Aber ich habe gehört, dass man auf dem PC kann man das modden. Oder zum Beispiel auch der Zyklop. Du weißt, dass es noch was anderes gibt, Markus. Darf ich darüber reden? Ja, ich habe den schon gebaut. Ah, okay. Ich finde den Zyklopen zum Beispiel sehr anstrengend, muss ich sagen. Also ich bin damit auch nicht gerne auf Reisen, weil der dicke Pott und ständig piepen und man sieht nichts. Also ich habe nachher wirklich auf sehr tief, musste ich immer vorm Chat, seht ihr irgendwas? Und dann drückst du die rechte Maustaste für die Scheinwerfer und du siehst halt einfach nur, Fische werden hell, alles andere ist dunkel. Und du sitzt halt immer vorm Bildschirm und Chat immer, dreh doch mal die Gamma hoch. Ich sage, ich sehe auch nichts. Das ist real. Ich finde das ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber ich habe halt gehört, dass es da jetzt Mods für gibt, scheinbar. Und dann kann man sich vielleicht irgendwie so Scheinwerfer dran bauen. Das wäre ganz nett, auf jeden Fall. Ja, das mit der Dunkelheit hatte ja zum Beispiel auch Ashen gemacht, dass halt schwarz wirklich schwarz ist. Ursprünglich wollte es ja Dark Souls 2 machen, dass du die Fackel halt brauchst. Ja, aber das trägt halt, glaube ich, zur Immersion halt bei, weil da unten ist halt einfach kacke dunkel. Ne? Ich meine, da kommt ja kein Licht hin. Ja, eben. Wenn du aber mit einem riesigen U-Boot da runterfährst, wo Flutlichter dran sind, möchte man noch gerne irgendwie vielleicht ein bisschen was sehen. Ja, klar. Also, aber es ist trotzdem unglaublich toll. Also ich liebe dieses Spiel sehr. Ich werde es bestimmt auch nochmal gemoddet durchspielen, denke ich. Und mich da mal reinfuchsen, was es da alles gibt. Du hast es natürlich auf dem PC gespielt, ne? Ja, genau. Ich habe es auf dem PC gespielt. Wie sieht es denn bei dir mal mit VR aus? Du, ganz ehrlich, ich habe immer noch das... Ich warte eigentlich, bis ich eine habe, die wireless ist, weil ich bin irgendwie an dem Punkt angekommen, wo mein Kabel einfach nicht mehr hoch zur Decke reicht. Und ich leider immer noch... Also ich habe noch was zum Ausprobieren, um das zu verlängern. Mich nervt das einfach, schon allein, wenn ich das Kabel in VR hier unterm Arm habe, so direkt in dem Verbindungsstück von der Brust zum Arm und das hier ständig irgendwie so rumzurrt, das macht mich wahnsinnig. Und dann spiele ich das einfach nicht gerne. Ich habe in meiner alten Wohnung zum Beispiel, habe ich das Kabel immer von oben gehabt. Also das konnte ich dann runterziehen und dann hatte ich aber nirgendwo ein Kabel und das hat mich nicht gestört. Ich würde es echt gerne spielen, aber so nicht. Letztens habe ich das mal ausprobiert und dann habe ich halt um mein Bein war das zweimal geschlungen. Und dann habe ich so gesagt, nee, das fetzt nicht. Und ich warte halt immer noch irgendwie auf einen Wireless-Adapter für die Oculus, aber leider passiert da irgendwie nichts. Nicht so wirklich. Die Vive gibt es mittlerweile Wireless, ja, und das ist echt ein Träumchen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal für 1.000 Euro mehr eine andere kaufen, nur dass ich das Wireless habe. So. 2.000, glaube ich, oder? 2.000, nee, ich glaube, das Kit... Die Vive Pro, mit allem drum und dran. Also das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann mich auch täuschen. Ich habe da jetzt auch nicht weiter nachgeschaut. Ich sehe da nur immer diese horrenden... Vor allem die nächste Frage ist, wie lange ist denn dann die Akkulaufzeit, wenn das Ding wireless ist? Muss ja irgendwo ein Akku drin sein. Ja. Also ich weiß nicht genau, ich glaube auf der Gamescom konnten wir das spielen. Das war möglich. Und da, ich weiß gar nicht, wie lange die da laufen. Aber das ist halt so ein ganz anderes Spielgefühl, weil du frei bist. Du hast keinen Widerstand, nichts an deinem Körper und du kannst dich frei bewegen. Und da ich das halt... Ich habe ein ähnliches Argument im Moment, weswegen ich sage, ich will erstmal umbauen. Ich habe ja die PlayStation-Brille und der Chat fragt mich, warum ich damit nicht spiele. Ich habe im Moment kein mobiles Mikro. Das Problem ist, ich sitze vor diesem Mikro und spiele damit mal VR. Das funktioniert halt null. Du siehst das Mikro ja in der VR-Welt nicht und bist dann auf das Mikro am Rumknöppeln. Ja. Das heißt, ich muss erstmal eine Lösung für ein Mikro halt finden. Sei es jetzt Funkstrecke oder irgendwie Moderator-Mikro, dass du dich halt eben ein bisschen bewegen kannst, weil das ist halt Mumpitz. Ja. Na, das hab ich bei mir, das geht. Das ist nicht so schlimm. Mal gucken. Rucksack mit Echo-Packs, ja, wahrscheinlich. Aber dann bist du ja wahrscheinlich mit den Echo-Packs, wenn du die auch wieder verkabelst, hast du ja auch nichts gewonnen. Dann hast du quasi die Powerbanks, die irgendwo ein Kabel haben. Ja. Also, ja, Wireless ist gut und schön, aber die Frage ist eben, kannst du damit halt einen 4-5-Stunden-Stream halt machen oder ist das Ding nach 2 Stunden leer? Ja, gut, ich sag mal so, alles, was du am PC machen kannst, das ist noch cool so. Das ist, glaube ich, kein Problem. Und die Induktionsschuhe und die Kochplatte, die ich auch ziemlich geil. Oh ja. Das ist auch nicht schlecht. Wenn du auf warme Füße, ist das super. Ja, dann habe ich noch Feudal Alloy gespielt. Das ist auch wirklich ein unglaublich tolles Spiel. Ich muss leider gestehen, ich glaube, es ist nichts für mich, weil das doch etwas... Oh, es ist schon sehr schwer. Also die Bosse sind... Also es ist halt so Jump and... Kann man Jump and Run sagen? Ja, ne? Und ich finde das... Also
mir hat das auch letztens jemand im Chat geschrieben, da fehlt dir einfach so ein bisschen die Übung für. Mhm. Ist halt ein Holly-Game, machst du nichts. Genau, es ist so ein Holly-Spiel, ja. Ich finde das wirklich so toll, das Spiel, ne? Aber ich komme da nicht rein. Also ich komme nicht rein, dass ich sage so, okay, ich beiß mich da jetzt wirklich durch, so. Aber es ist gut. Und ja, ich habe es halt eben gemerkt bei den Punkten, ich weiß nicht, ob das auch schon für dich ist, wo du merkst, dass du halt, hattest du schon den Dash, dass du so nach vorne dashen kannst? Ja, genau. Genau, dass du halt dashen musst, so Stacheln ausweichen, Plattformen, die dann nach einer Sekunde einbrechen auf die nächste Plattform. Und das fängt dann an, Leute fragen mich halt immer, warum wirst du nicht salty bei Souls? Ja, das stört mich nicht, weil ich gegen Boss kämpfe. Aber bei sowas werde ich irgendwann sauer, weil ich es einfach nicht kann. Das muss ich aufhören. Komischerweise, das kriege ich mittlerweile sehr gut hin, aber ich habe halt Probleme bei den Bossen. Weil da musst du dann alles vereinen und dann fliegt überall was rum und dann hast du noch dein Dampf und dein Öl und dann hast du kein Öl und dann wusste ich nicht, wie man... Das war ja das Witzigste. Ich wusste nicht, wie man zurück zum Shop kommt. Und dann musste ich Bosse halt ohne Pots machen. Und irgendwann sagt halt jemand, habe ich gefragt, ey, Chat, sag mal, wisst ihr, ob man sich irgendwie teleporten kann oder so? Und dann hat das einer rausgefunden. Und dann habe ich mir 27 Pots geholt und dann habe ich den Boss erstmal First Try gemacht. Und dann war es wieder cool so an dem Punkt, ne? Aber ich kann das mir gar nicht sagen. Bei manchen Spielen oder bei manchen Spieltypen fällt es mir wirklich schwer reinzukommen, wo ich, glaube ich, Backseat Gaming sehr begrüßen würde. Und das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo ich Backseat Gaming sehr begrüßen würde. Damit es einfach für mich, wie soll ich sagen, angenehmer wird? Ja. Weil man verzichtet oder man hat doch schon sehr viele Spiele und das merke ich auch mittlerweile, wo ich persönlich alleine, ich weiß nicht warum, aber mein Hirn kriegt das gar nicht verarbeitet, die Mechanik irgendwie zu lernen oder ich habe es überlesen oder irgendwie sowas. Und dann ist halt die ganze Spiel-Experience, die du da hast, ist eigentlich für den Hintern. Aber das Schöne ist, dafür haben wir doch Chat. Also im Endeffekt, ich mache es mittlerweile auch, wie du sagst, mache auch einfach den Chat, wenn mir irgendwas zu blöde ist. Wie bei manchen Spielen, Souls-like oder so, da habe ich halt noch den Ehrgeiz, aber bei anderen Spielen fragt doch einfach den Chat. Aber das ist doch... Jetzt da rumrätsel und ragen. Man hat auch irgendwie so ein bisschen den Stolz. Ach, den habe ich schon runtergeschluckt. Ja, also ich habe den noch. Ich habe den noch. Also zumindest sage ich mir so, nee, ich frage jetzt nicht. Und dann so nach 4 Stunden, wenn du merkst, Chat ist schon eingeschlafen, keiner guckt mir den Stream. Chat, kann mir vielleicht einer helfen? Ich weiß jetzt wirklich nicht weiter. Und dann so Chat, hä, was? Was hast du gesagt? Ich habe dir gar nicht mehr zugeguckt die letzten 4 Stunden. Wovon redest du? Ja, also, das müsste man mal ändern. Ungefähr Preis liegt für die Klamotte bei 1,4 und 6 Stunden Akkuzeit mit dem Wireless Moped, mit die Wireless Wife. Oh, ich dieses Jahr nicht mehr. Ich muss mir erstmal ein Herd kaufen. Ja, 1,4 für alles, Reduktion, ne? Ist das Problem mit dem Akkulaufzeit gelöst. Ja. Chat hat mir heute, das war auch eine schöne Thema. Wir haben uns heute mal über Herde unterhalten, weil bei mir ist ja eine Herdplatte kaputt, weil dort eine Raclette-Platte draufgefallen ist. Und meine Platte reißt so ein bisschen ein und ich kann eine Kochplatte nicht mehr benutzen. Und mittlerweile spaltet sich das ein bisschen weiter ab und geht schon auf die nächste Platte. Und dann saß ich heute da, Chat, sag mal, wie ist denn das so mit dem Herd? Könnt ihr da mal irgendwie so preislich so ein was sagen? Weil ich habe damit ja noch keine Erfahrung gemacht jetzt. Man wird ja immer später erst, wenn man das wirklich braucht, damit konfrontiert. Und dann sitze ich heute davor, scroll so die Preise durch und habe mir so gedacht, gut. Entschuldigung, aber jetzt nicht. Die Dinger kosten ja so viel Kohle, das ist ja der Wahnsinn. Uff. Vor wann, was du haben möchtest. Eben. Na, ich habe jetzt mal geguckt nach einem vernünftigen, der Iran. Kam halt, was? Iran oder schon richtig? Induktion. Ach so, ja gut, der ja, Feine, das, ja. Das war, hallo. Ich nimm doch gleich Gas, ganz im Ernst. Ja, das nee, Gas, Induktion Gas ist nicht cool. Komplett dafür auch die Töpfe, das kommt ja noch on top. Ja, das Witzige ist ja, der schätzt so, hol mal deine Töpfe, guck mal, ob die da sind. Ich die Töpfe geholt, habe raufgeguckt, sind Induktion und auch die Pfanne. Heutzutage ist alles Induktion mittlerweile. Ich glaube, es werden gar keine Non-Induktionssachen mehr gemacht. Also wir haben noch tatsächlich ganz klassisches Teran ohne Induktion. Das heißt, wenn wir jetzt umstellen, müsste ich so ein Herd-Moped plus die passenden Töpfe dafür kaufen. Und das ist dann halt natürlich nicht billig. Nee, das habe ich glücklicherweise alles schon hier. Aber ich glaube, ich werde mir dieses Jahr einen neuen Herd holen. Und zwar Zun. Doch eine einzelne Kochplatte für Induktion. Kannst du ja auch kaufen. Nee, ich habe... Im Discounter oder so, ne? Heiß macht die auch. Gibt es bestimmt auch mit USB. Ich hab nicht mal einen ordentlichen Herd, Mann. Wenn ich Aufbackbrötchen machen will, dauert das 30 Minuten. Und ich wehre mich immer so vehement, den zu kaufen.
Ich hatte auch so ein Jahr keine Spülmaschine. Dauert halt ein bisschen. Das ist hart. Also, jetzt ja. Kannst du dir fast noch vorstellen, da kannst du ja mit zur Not außen essen und so was noch, ne? Oder bei Freunden durchschnurren, aber wenn du mit so einem Wäschekorb Geschirr ankommst, also Entschuldigung, kann ich mal kurz bei dir waschen, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also. Ist halt ein bisschen doof, wenn man dreimal die Woche in seinem Stream kocht. Ach so. Mm. Ja, dann, ja, das stimmt. Ja, ja. Du lässt die Zuschauer wirklich auf einen kaputten Herd jetzt starren, ja? Ja klar, da ist auch ein Dings drauf unten drunter, ein Gaffertape, damit das zugeklebt ist, damit die Katzen noch nicht rein können. Dann ist doch alles in Ordnung. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja wirklich so ein Mensch, und das sage ich dir auch im Stream immer, ist mir doch scheißegal, wie das aussieht. Ich meine jetzt wirklich immer unter uns, das funktioniert ja. Ne? Und warum sollst du dir jetzt für so viel Kohle einen neuen kaufen, wenn es doch erstmal noch geht? Und ob das da nur abgeklebt ist oder nicht, ich bin auch nur ein Mensch. So. Ich bin ein Wesen, wie alle anderen auch. Dann muss ich doch jetzt nicht für 1000 Euro ein Herd kaufen. Nee. Ja, solange wie ich halt Licht hatte. Ich hatte halt eine uralte, 20 Jahre alte Schreibtischlampe mit DIN A4-Papier abgeklebt als Softbox. Hat auch funktioniert, bis jetzt beim Umzug leider kaputt gegangen ist. Ja, eben. Und jetzt hast du eine Britney Spears Ringleuchte. Ja, jetzt ist das Last Beauty Pad. Ich habe mein erstes Ringlicht. Schminktipps kommen? Jetzt kann der Erfolg kommen. Schminktipps kommen auch? Ja, na klar. Augenbrauen zupfen, alles. Weil haarig bisher. Geht. Ist voll. Ja. Ist noch voll. Da hast du was zu zupfen. Und dann hatte ich noch zwei sehr schöne Tage mit Filmern und Mocker. Mocker kam gestern sehr spontan. Also ich habe gestern im Stream ganz viel IRL gemacht, und dann kam spontan Mocker vorbei und hat gesagt, komm, lass uns mal was spielen. Und dann haben wir zusammen Pummelparty gespielt. Das ist sowas wie Mario Party für den PC. Super witzig. Und dann kam Filmern irgendwann noch dazu, und wir haben dann Monopoly gespielt. Was soll ich sagen? Ihr sitzt jetzt offiziell mit Monopoly Champion 2019 zusammen im Stream. Ich habe die beiden eiskalt fertig gemacht, und die waren dann sehr, sehr sauer. Also wir haben gestern unglaublich viel gelacht. Ich habe Bauchschmerzen gehabt vor Lachen. Also wirklich schlimm. Abends habe ich irgendwie... Kennt ihr das, wenn ihr super viel redet und eure Stimmbänder übelst angestrengt sind? Das war gestern hoch zwei durch das ganze Lachen noch dazu. Und weil das so gut war, haben wir uns heute wieder zusammengesetzt und haben dann Deep Rock Galactic gespielt, was übrigens ein sehr schönes Koop-Spiel ist, Florian, falls du das kennst. Das kenne ich netter, natürlich. Ja. Das habe ich mit besagtem Kumpel auch angespielt, das fand er nicht so gut, aber er taugt das sehr. Die gehören ja jetzt über ein paar Umwege auch zur Firma mit dazu. Das ist ein sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Und dann haben wir, oh Gott, dann ging's los. Mokka wollte unbedingt Warcraft 3 spielen. Das heißt, wir haben Tower Defense gespielt und lauter solchen Krimskrams heute. Und das war unglaublich witzig. Also ich würde sagen, das waren, ich weiß gar nicht, die zwei witzigsten Tage dieses Jahr bis jetzt so. Also es hat wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelacht. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber es ist immer schwierig, manchmal mit anderen zusammen zu streamen, weil du überhaupt nicht mehr im Chat bist. Also wirklich gar nicht mehr. Und irgendwann stellst du so fest, oh scheiße, wir streamen ja eigentlich. Upsi. Aber es war toll. Es war unglaublich gut. Das waren meine zwei Wochen, ja. Achso, naja gut, ich war fotografieren, aber das ist ja sehr viel fotografieren. Ja, das waren die zwei Wochen bei mir. Langer Monolog. Jo, lang auf jeden Fall noch. Eine Menge und Spaß. Oh ja, die waren großartig, die zwei Wochen. 2019 hat gut angefangen bis jetzt. Hm. Aber jetzt zu dir, Florian. Es ist Zeit für deine Monologe. Oh je. Und ich möchte jetzt von der Schlüpfung bis heute alles. Das kleinste Detail. Ich hol kurz Luft, das ist kein Problem. Aber lass mich lieber eine Frage stellen und lass uns spezifisch. Wie bist du denn in die Branche gekommen? Also wie sind denn deine Anfänge zu Computerspielen? Computerspielen oder in die Branche? Liegen 25 Jahre dazwischen. Ja, okay, du hast recht. Ich habe auch beim Fragestellen habe ich das gemerkt. Ja, Fang vorne an, bis du angekommen bist. Ich sehe keinen Kalender, der ausgewählt wurde, um Termine zu erstellen. Erste Zockgeschichten tatsächlich, Commodore 64. Ganz witzige Geschichte. Mein Patenonkel war damals bei der Staatsanwaltschaft. Okay. Und die haben einen Computer beschlagnahmt. Das muss so 85, 86 gewesen sein. Und in der Behörde in Deutschland, in Bonn, 86, war das eine komische Schreibmaschine. Was macht man damit? Und da haben die halt ein paar Jahre in der Asservatenkammer wohl stehen gehabt. Und dann irgendwann hieß es, der kommt jetzt auf den Müll.
Was ist denn das? Ja, ein Computer. Da kannst du so Spiele mitmachen. Oh ja, ich habe da so ein kleines, ne, Patenkind, bringe ich dir mit. Hat er mir halt in dem C64 dahingestellt mit einer riesen Karton voller raubkopierter Spiele, was ich damals natürlich vollkommen nicht wusste. Also offiziell abgesegnet von der Staatsanwaltschaft quasi den ganzen Sack voll Raubkopien, was wahrscheinlich damals überhaupt noch kein Straftatbestand war, weil es einfach nicht kannte ja keiner. Dazu noch, wenn das jemand kennt, eine Datasette. Das heißt, ich hätte quasi Hörspielkassetten, auf denen Dateien waren. Und die hast du in so ein komisches Gerät, so ein dicker Walkman quasi reingelegt, Play gedrückt und dann konntest du spielen. Das sind meine ersten Spielerfahrungen gewesen, habe mich dann über Amiga zu PC hochgearbeitet. Und in die Branche bin ich dann gerutscht, ich überspringe dann ein paar Jahre, bin ich dann gerutscht, als ich mitten im Studium war und dann irgendwann die PC Games ein Praktikum anbot. Ich dachte, ach komm, willst eh Journalist werden, wenn du mit dem Geschichtsstudium durch bist, also versuch das mal. Hab dann da angefangen zu schreiben und die haben mich dann nicht genommen. Aber die Redaktion im gleichen Verlag, die BAFT, die über MMOs und sowas damals schrieb und da ich schon 2 Semester an World of Warcraft verloren hatte, war ich wohl also MMO-tauglich und hatte mich für alle anderen MMOs außer World of Warcraft, die sich mich noch begeistern. Und so bin ich in die Branche gerutscht. Das war 2007. Das war jetzt aber die Kurzform. Können wir noch mal ganz kurz zurückspulen? Du hast also einen beschlagnahmten Computer gekriegt, ja? Ja. Aha. Also eine große Kiste war raubkopierte Spiele, die andere Kiste war irgendwas mit Steuerdaten, glaube ich, keine Ahnung. Die habe ich dann direkt überspielt mit irgendwelchen Spielen. Waren die zufällig von Uli Hoeneß? Ich glaube, da war außer Horst Seehofer sonst noch niemand im Internet unterwegs. Ha. Naja, der Horst. Glaube ich nicht, also die habe ich mir nicht angeguckt. Ich war, glaube ich, 6 oder 7, als ich das Ding gekriegt habe und habe da halt diese ganzen Spiele da gespielt, wo ja grandiose, geile Games dabei waren damals schon. So Mafia-Games, wenn das noch einer kennt. So ein ganz herrliches Pixel-Spielchen, ja, es ist großartig, wo du halt so eine Gang aufbauen musst und so weiter. Ironisch auch, dass das auf einem Computer von der Staatsanwaltschaft dabei war. Und so James-Bond-Ballerspiele, Barbarian-Games, weiß ich noch, wo du so Katzenweitwurf gemacht hast, ja, irgendwelche Summer Olympics und so weiter, der ganze Kram. Es war herrliche Spiele. Ich habe die Erinnerung an die C64-Spiele sind auch dünn, weil es ja schon ein paar Tage her ist. Aber so kam ich ans Zocken. Ja, und witzigerweise ist mein Vater so auch einen neuen Job gekommen, weil der halt so auf die Interesse an Computer entwickelte und der war beim Studentenwerk damals und dann wurde dann gefragt, hier, wir suchen einen Systemverwalter, hier IT und so, 25 Fragezeichen in der Abteilung. Ja, okay, hat jemand für euch einen Computer? 24 Leute schütteln den Kopf. Mein Vater, ja, wir haben da so ein Ding. Gut, dann bist du jetzt Systemverwalter, herzlichen Glückwunsch. Und ja, so war das damals. Ne? Und da hatten wir schon auf der Amiga aufgerüstet. Da habe ich ja meinen Eltern glaubhaft versichert, dass ich den auch für die Schule brauchen konnte. Was? Weiß bis heute nicht, ob ich auf der Amiga jemals ein Wort geschrieben habe. Ich erinnere mich nur, dass ich dem immer sagen konnte, Amiga, sprich mal. In der ist noch, dass du deinen Text eingegeben hast und hättest dann mit so einem harten Computerstimme englischen Akzent gesprochen. Das fanden meine Eltern damals halt schon toll, sowas, ja. Die Spiele fanden die alle blöd und Quatsch, aber haben mich halt machen lassen. Und dann haben die ja gedacht, ja, der wird da schon Referate schreiben oder sowas. Ne? Und, naja, das hat nicht so ganz funktioniert. Und so habe ich halt die ganze klassische Ära der ganzen Games mitgemacht. Ne? Du, Minister kriegen so in der Regierung bis heute immer noch ihre Jobs, ne? Ich glaube, dafür habe ich ein bisschen zu viel Fachwissen angehäuft. Nee, ich sag ja, da wird auch geguckt. Wer hat einen Computer, dann meldet sich einer und der ist dann für... Digitalminister. Genau. Oh Mann. Ist der jetzt gerade echt... Bundesdigital ist für Verkehrsministerium nach vorne, ne? Ich glaube, Seehofer ist für Digital. Das ist recht, der Seehofer, ja richtig, der Seehofer, stimmt. Das Verkehrsministerium ist irgendwie nur für digitale Infrastruktur zuständig. Sehr kleine Datenautobahn, Autobahn, Verkehr, logisch. Sehr ähnlich. Wahnsinn. Da kennt man sich doch aus. Ja. Ich habe das letztens gerade gehört. Ich war ein wenig schockiert, dass Banken immer noch 56K-Modems benutzen. Ich war wirklich geschockt, als ich weiß leider nicht den Verwendungszweck, aber das hat mir das hatte mir jemand erzählt und ich war so, das kannst du vergessen. Achso, stimmt, wir hatten drüber gesprochen im Stream, ja. Wenn du überlegst, wenn du jemand Kreditkarte irgendwo bezahlst, wie lange das dauert, bis da die Bestätigung kommt. Glaube ich sofort. Hat den Vorteil, wenn sie gehackt werden, haben sie ungefähr einen halben Tag Zeit, um denjenigen zu kriegen. Zu sehen. Also, das stimmt auch wieder, ja. Ja, es hat nur Vorteile, Freunde der Sonne. Es hat nur Vorteile. Ich habe 28,8 Modem angefangen.
Echt? Da war, ja, ja, da war das Typische mit dem Brett, ne, die Einwahlgeräusche und so weiter. Und habe da das erste Spiel, was ich online spielte, was mein Vater unglaublich faszinierend fand, weiß ich noch, war Command & Conquer. Das konntest du halt über online spielen. Da habe ich mit einem Mann aus Hamburg gespielt, haben noch ein bisschen gechattet. Das ist 28 Mal abgestürzt, das Spiel. Wir haben die Partie nie zu Ende gekriegt natürlich, aber da habe ich online gespielt, immerhin. Und dann kam irgendwann die Mutti rauf und hat dann was von der Telefonrechnung geschrieben, die dann sehr hoch war. Also, ups. Ja. Abgefahren. Und als du dann bei BAFT hast du dann dein Praktikum gemacht oder hast du dann richtig deinen Job gekriegt? Genau, ich richtig meinen Job gekriegt, also bei PC Games, Praktikum. Da halt, ne, so testweise irgendwelche Spielchen gemacht und was drüber geschrieben und so weiter. Also eigentlich war die Struktur damals so, dass du sagst, du wirst Volontär. Das ist quasi die Ausbildung zum Redakteur. Ja, und sagen wir mal, die hatten relativ viele Praktikanten eigentlich immer. Die haben dann so die ganzen News-Kram und sowas hauptsächlich gemacht für online, respektive für die Hefte, irgendwelche Tests, wo die Redakteure keinen Bock drauf hatten. War das bezahltes Praktikum? Das war bezahlt damals schon, ja. Das war 2007, sag ich mal, also nicht selbstverständlich. Nee, deswegen, nice. Das war okay. Da kann man nicht meckern. Ja, hat dann für die Wohnung gereicht. Also das war schon okay. Ja. Und sonst bin ich halt dann bei BAFT, bin ich halt reingerutscht wegen dieser MMO-Kenntnisse, sag ich mal. Weil ich eben so viel WoW gespielt hatte und hatte bei PC Games schon den Test von Herr der Ringe online gemacht, weil sonst keiner wollte. Oder respektive die beiden Redakteure nicht so viel Zeit darin verschwenden konnten wie ich. Ja, also da war, also der Robert Horn, der Felix Schütz haben das damals gemacht und da haben wir so ein paar Videoshows zu gemacht und so weiter. Und dann ging es irgendwann um den Test, dann musste ich da aufschreiben, wie viele Stunden man gespielt hatte, und dann sagt irgendwie der Haupttester, der Felix, ja, 40 Stunden gemacht, ne? Der Robert dann so, oh, yeah, 60 Stunden, ja, und ich so, ja, 150 ungefähr. Oh, okay, hast nichts zu tun, ja, geht. Hat ja Spaß gemacht. Und Herr der Ringe hat mich ein paar Jahre begleitet. Bei der BAFT war ich dann immer der Herr der Ringe floh quasi, und hab dann den ganzen anderen Kram gemacht. Und damals, die BAFT war ja, sag mal, alles WoW, und irgend so ein Trottel musste den ganzen anderen Kram machen. Das war ich. Und hab dann auch immer schön gegen WoW gelästert, weil ich war ja geheilt von der Krankheit. Ich habe ja nur 2 Semester komplett WoW wie ein Blöder gespielt. Ja. Würde heute auch sofort als Spielekrankheit durchgehen, bin ich mir sicher. Bin dann nach dem Austauschsemester in Polen zurückgekommen. Meine Freundin hat mich verlassen und dann kam in dem Frühjahr drauf, kam World of Warcraft. Da bin ich da volle Kanne reingestürzt und so richtig schön hier jeden Tag 20 Stunden am Zocken, ja. Universität hat mich nicht mehr gesehen, zum Job nur noch, wenn es so ganz, also Studentenjob, nur noch, wenn es unbedingt sein muss, dass die Kohle reinkommt und ich das Internet bezahlen kann, ja, wenn die Freunde anrief, ey, heute Abend Party, so, ey, ich habe Raid, verpiss dich. und die immer so, er hat was? Scheiße, das klingt voll nach mir. Das war krass, das waren so 7-8 Monate, sag ich mal. Und dann habe ich auf der Arbeit Mädel kennengelernt und die hatte andere Interessen, sagen wir es mal so. Die fand ich dann auch ganz spannend. Und als ich dann irgendwie nach ein paar Wochen mal wieder ein bisschen Freizeit hatte und den Rechner anmachte und bin ich da reinmarschiert und dachte mir so, boah, schön Fahrt. Da habe ich halt gelassen mit World of Warcraft. Ne? Und das war noch lange vor Burning Crusade, also habe ich nur Vanilla mitgemacht. Und ja, in der BAFT-Redaktion natürlich dann ganz viel mitbekommen, ja, was alles so anstand. Und immer schön im Podcast gesessen und Blizzard und WoW kritisiert. Was beim Teil der BAFT-Community ganz gut ankam, beim Großteil nicht so, aber da war ich halt der Nörgelfloh. Das hat dann schon gepasst. Es muss immer einen geben, der nörgelt. War halt auch clever, war halt schön. Du konntest dich um die ganzen anderen schönen Spiele kümmern, immer was Neues, ja. Wenn da mal wieder mal eine riesen Content-Flaute im World of Warcraft war, musst du halt nicht 2 Jahre auf Addon warten, sondern wenn Herr der Ringe gerade langweilig ist, machst du halt Age of Conan, machst du halt Warhammer Online, machst du halt, was ich, Secret World und Aion, wie der ganze Kram damals alles hieß, ne? Und dann bin ich halt durch die alle getingelt, ne? Konnte auch schön auf Reisen dann gehen, die Studios besuchen, die hatten ja noch ein Interesse dran, Journalisten einzuladen, ja. Bei World of Warcraft kommt halt zu BlizzCon und geht's in die Marsch, so ungefähr. Und, ja, das ist, ja, mir hat das getaugt, hat mir viel Spaß gemacht bei BAFT auch all die Jahre. 6 Jahre war ich da. Und dann war halt irgendwann der, sag ich mal, der Moment, wo man halt sagt, ich will mich jetzt mal weiterentwickeln, irgendwas anderes machen. Und da gab es halt wenig Aufstiegsmöglichkeiten bei BAFT. Dann kannst du halt entweder Redakteur bleiben oder lässt es, ne? Und ja, hast du da geguckt, die deine Vorgesetzten, die Chefs damals, die waren halt so, was ich, 3-4 Jahre älter. Dann sagst du halt, warten, bis der in die Rente geht, ist jetzt auch keine Option. Ja. Ne? Und darauf hoffen, dass der vielleicht den Verlag verlässt oder so, willst du eigentlich auch nicht. Und ja, dann habe ich halt meine Sachen gepackt und bin nach Berlin verzogen. Aber war dabei, das? Welches Jahr? 12, glaube ich. Anfang 2012. Genau da mit mir. Also wir haben uns
kurz nochmal gesagt, wir haben uns, also ich bin 2,9 als. Oh, ihr macht die komplette Überleitung kaputt jetzt. Und dann kannst du gleich überleiten. Nee, und, du machst sie jetzt gerade kaputt. Ja, dann überleiten. Wo willst du denn hin? Pass auf jetzt, jetzt kommt die Überleitung. Wow. Ihr habt ja beide scheinbar ganz große Probleme mit WoW gehabt, ja? Nö. Kam zufällig, du hast gerade genau das. Mann, jetzt mach die nicht kaputt, ey! Du Sau! Ja, dann mach deinen Scheiß jetzt. Mann, ey! Die Überschneidung war perfekt. Habt ihr euch so kennengelernt, weil ihr beide dieselbe Sucht hattet? Ah. Genau, ja. In der Selbsthilfegruppe. Tatsächlich. Hallo, ich bin Flo. Siehst du, großartige Überleitung. Ja. Ja, tatsächlich, wegen WoW bin ich damals ja auch von der PC Games halt angeschrieben worden. Das war anno 2009, also 2 Jahre nach dir. Und mir haben sie dann ja danach eben das Volontariat direkt angeboten. Und da habe ich halt den Flo halt kennengelernt. Während ich halt bei der Moor war, saß 2 Raben weiter halt der Florian. Und das, was er halt für die Buff gemacht hat, tatsächlich über andere MMOs zu schreiben, habe ich dann teilweise auch gemacht. Weil vieles an der Entwicklung von WoW hat mir auch nicht gefallen. Ich war halt eben auch immer sehr kritisch und habe mir dann auch lieber nochmal die anderen MMOs angeguckt und habe dann halt eben auch die Tests zu Guild Wars und was da alles zu der Zeit eben rausgekommen ist, Guild Wars 2 war es. Die habe ich dann halt eben auch gespielt und darüber dann eben noch die Artikel gemacht, weil wir eben ja auch noch immer diese kleinen Artikel für die anderen Klamotten im Heft hatten. Und wir haben uns dann auch noch immer ausgetauscht. Du hattest immer noch die WoW-Fragen und ich kam dann mit den anderen Fragen von den anderen Games zu dir. Das war halt noch sehr lustig. Aber ja, wie Flo es sagt, prinzipiell die Aufstiegschancen waren halt eben nicht gegeben. Ja, printen ging es halt nicht mehr so gut und dann guckt man sich um. Und entweder wirst du PR-Mensch oder Streamer oder so. Keine Ahnung, was anderes gibt es da nicht. Wer hat denn jetzt bei wem kopiert? Bei den Artikeln? Wir haben, glaube ich, teilweise voneinander ein bisschen abgeschrieben oder mit Input versorgt. Guides wurden ausgetauscht, da wurde sich ausgetauscht, alles andere eigentlich nicht. Also sprich, ne, die Jungs, die haben ja wirklich Hardcore-WoW gemacht und da die ganzen Raid-Guides da reingeschrieben, auch in epischer Breite auch im Heft gehabt, den Platz, den wir ja gar nicht hatten. Ich habe also sehr, sehr oft durfte ich die Formate der Moa dann runterkürzen, das weiß ich noch, wenn die kamen. Der Lehrer der sagt, ja, hier, du hast 14 Seiten für den Sowieso-Guide. Ich so, ja, die Moa hat da aber 38 zu geschrieben. Ich so, ja, dann nehmen wir halt ein paar Screenshots raus und mache ein bisschen weniger Text. Also du, fang mal an. Da hast du wirklich jeden Bosskampf so aufs Nötigste. Im Endeffekt so, geh zum Boss, hau ihn um, nächster Boss. Ja, du hast auch ein anderes Publikum gehabt. Die Buff-Leute, die, also lass mich so formulieren, die Buff-Leute konnten halt eh spielen, die brauchten keine Guides. Und die wow. Ich sag ja, dissen konnte ich immer schon gut. Nein, die Buff-Spieler waren nicht ganz so anspruchsvoll wie die War-Spieler. Ergo hat das funktioniert. Großartig. Du kannst übrigens komplett deinen Gefühlen freien Lauf lassen. Du kannst hier auf alles schießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ja, gerne, mache ich sowieso. Das finde ich sehr sympathisch. Ich ein Blatt vor den Mund genommen. Als Journalist war ich tatsächlich, das war schön, die PR-Manager haben damals sehr oft die, du hast ja immer einen Entwickler noch dabei, der das Spiel vorstellt, die haben immer gewarnt, hier der rundliche Deutsche da vorne, der stellt böse Fragen, pass auf. Und dann war es auch jedes Mal so, dass immer so eine fiese Frage noch immer von mir kommen musste. Hat auch Spaß gemacht. Und wie bist du jetzt zu deinem aktuellen Job dann gekommen? Also, soll ich ein bisschen ausholen? Ein paar Stationen sind dazwischen schon. Naja, ich sag mal, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du hast Geschichte studiert. Richtig. Dann bist du an einem ganz anderen Zweig rausgekommen, könnte man sagen. So, und aber dann, das, was du jetzt machst, ist ja eigentlich auch, naja, nicht ganz, außer der Text. Es ist anders auf jeden Fall, was man tut. Aber die Branchenkenntnis hilft dir halt sehr, ja. Wenn du als PR-Mensch weißt, was Redakteure so brauchen, was sie interessant finden und so weiter, weil du es halt jahrelang selber gemacht hast und jahrelang die PR-Menschen genervt hast, dass sie doch bitte dip ran schaffen, das hilft schon. Ja, nicht, dass man jetzt das alles automatisch auch kriegen würde und besorgen könnte von der eigenen Firma, aber es hilft auf jeden Fall zu wissen, was die Redakteure brauchen, damit sie halt eine vernünftige Story machen können, ohne viel Aufwand. Die Zeiten, merkt man schon, sind härter geworden, sag ich mal. Wir haben viel Konkurrenzdruck, gerade auch durch Streamer natürlich, die es damals ja quasi noch gar nicht gab. Und das ist schon ein Problem. Ne? Viele Redaktionen, glaube ich, haben es heute noch schwerer. Ich glaube, jetzt, wer es verfolgte, vielleicht gerade diese Kampagne von der Computerbild da auch, wo sie auf ihre Arbeitsbedingungen hingewiesen haben und so weiter, dass seit, glaube ich, 10, 12 Jahren teilweise Leute da sitzen ohne Gehaltserhöhung und so weiter und so fort. Und ich wage mal zu behaupten, dass es ihnen noch ganz gut geht im Vergleich zu diversen anderen Redaktionen in Deutschland. Also von daher, jetzt im Online-Journalismus anfangen,
Ich will jetzt keinen davon abhalten, aber wenn mich einer fragt, ob ich es raten würde, ich denke eher nicht. Das war prinzipiell dann auch der Grund, warum du dann gesagt hast, auf die vielleicht dunkle Seite der PR zu wechseln, weil Journalismus gerade im Gaming-Bereich in Print, wenn es nicht gerade online main ist, relativ schwierig geworden ist. Also tatsächlich gab es so ein privates Ereignis noch, was mich so ein bisschen den letzten Anstoß gegeben hat, sage ich mal, und dazu noch ein sehr geiles Spiel auf der Gamescom, was ich gesehen habe, was mich so dermaßen fasziniert hat. Das ist leider nie erschienen, das nannte sich Project Theralon oder Theralon. Damals der Nachfolger von Frogstar hat das gemacht, die Runes of Magic gemacht haben, das kennt man vielleicht noch. Ja. Ja, und die hatten, die Firma war weg, die hat, glaube ich, der Chef irgendwie verkauft, ich weiß gar nicht genau, wie das gewesen ist. Und der Chef von den alten Frogstar hat eine neue Firma aufgemacht, Infernum hieß die, und die machten eben dieses Project Theralon. Das sah halt großartig aus. Das war quasi von der Optik her so ein bisschen wie He-Man fast schon, aber so Comic-Look, ja, und dann halt ein MMO mit so ganz vielen dynamischen Sachen. Also, das haben die damals versprochen. Keine Ahnung, wenn du ganz oft in den Wald gehst und die Wölfe abschlachtest, um eine Pelze zu klauen, dann gibt es aber keine Wölfe mehr, es gibt dann mehr Rehe und solche Geschichten, ja. Also so, dass die ganze Welt darauf reagiert und dass du als Spieler halt ganz, ganz viele Rohstoffe auch schon holen musst, so ein bisschen, was die heutigen Survival-Spiele machen, dass du ein Häuschen bauen kannst und solche Geschichten. Aber wie gesagt, das ist leider nie erschienen, weil es halt eingestellt wurde, schade. Aber so bin ich halt in Berlin gelandet, habe dann da ein Jahr lang bei Frogstar, bei Infernum gearbeitet, Dragon's Prophet, ein Free-to-Play-MMO, und habe dann so auch mal gelernt, was hinter den Kulissen von so Free-to-Play-Spielen abgeht, was ich also auch relativ spannend finde, muss ich sagen. Und ja, und von da bin ich dann zu einer Firma nach München, nennt sich Eurovideo, nennt sich immer noch so, und die haben Distribution hauptsächlich gemacht. Sprich, die sorgen dafür, dass das Computerspiel als Box im Laden steht. Das ist in Deutschland relativ kompliziert, das denkt man gar nicht. Man muss mit jedem Mediamarkt, mit jedem, was auch immer, einzeln reden. Also du schickst also wirklich einen Agentenvertreter, wie man das nennen möchte, einen Außendienstler, schickst du zum Mediamarkt nach Hamburg und sagst, hier, Spiel XY, nimm Nummer 20, super. Ja, dann erzählt er ihm noch so ein bisschen über das Spiel, warum er denn bitte 20 nehmen soll. Dann sagt er, Mediamarkt einkaufen, nee, ich nehme höchstens 8, du spinnst wohl, und na komm, nimm 12 und so hast du dann irgendwie diese Anzahl von Spielen da stehen. Dann fährst du halt zu den, was ich, 200, 300 Mediamärkten in Deutschland, muss dein Team halt hinfahren und jeden Einzelnen bequatschen, dass der auch ja möglichst viele Spiele da reinstellt. Und ja, da könnten wir jetzt Überleitungen bringen, ich sage es dir, ne, zur Metakritik und zur PR und so weiter, weil das alles mit reinspielt. Wenn du nicht dann so einen Einkauf verstehst, wie heißt das Spiel? Da habe ich noch nie von gehört. Kenne ich nicht. Ist halt schlecht. Wenn du sagst, ah, FIFA. Ja, das kenne ich. Das ist super. Nehmen wir 500 mehr. Komm. Ja, das klappt dann gut, ja. Ist das so? Das ist so, ja. Das ist so. Gab es denn... Mach du. Entschuldigung. Ja, ja, klar. Wenn du eine bekannte Marke hast, die sich gut verkauft hat, der Vorgänger, ist, nimmt der Handel sehr viel davon ab. Ja, problemlos. Wenn die wissen, okay, jetzt hier kommt Red Dead Redemption, das ist wie GTA, sagen die, ah, GTA, dann kriegen die leuchtende Augen, weil sie viel davon verkauft haben, ja. Und jetzt kommst du hier, wir haben dieses super bewertete Spiel, 97% auf Metacritic, ne? Heißt jetzt irgendwie, keine Ahnung, schlag mich tot, hier Feudal Alloy. Und sagen die, ja, kenne ich nicht. Mir wurscht, nie von gehört, gib mal 3. Und sonst daneben stehen halt dann 5 Paletten FIFA, ne? Da ist da halt, sag ich mal, im stationären Handel zumindest, ist es dann schwer zu glänzen. Der immer noch existiert, man glaubt das gar nicht. Ich hätte auch schon vor Jahren gesagt, der macht langsam zu. Aber gerade auf den Konsolen läuft der nach wie vor und der ist auch echt wichtig. Ja, Konsole, die Leute, die Konsoleros sind das doch gewohnt, eine Diskette reinzuschmeißen. Genau. Aber gab es denn zu deiner Zeit, als du da noch gearbeitet hast, gab es da denn schon Metacritic? Ja, ist auf. 2010, glaube ich, gab es da schon sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber das ist schon ein paar Jährchen begleitet uns der Spaß schon, oder? Hast du denn in der Zeit, du bist also auch in diese Läden gedonnert, gehe ich davon aus, ja? Nee, das musste ich zum Glück nicht machen. Ich habe die PR gemacht. Ah, okay. Ja, bei dem Laden auch schon. Also sprich, ich habe dafür gesorgt, dass in dem Fall dann nur Deutschland, dass deutsche Webseiten darüber schreiben, dass deutsche YouTuber das zeigen und so weiter. Wenn du da halt hingehst und sagst, hier, guck mal, der Sleff hat das gespielt, hat, haben 1000 Leute zugeguckt und sagst, wow, 1000 Leute live, krass, wow. Ne, und das ist halt dann schon ganz geil. Da kannst du mit sowas kannst du halt dann sagen, hier von wegen kennt keiner, also die 1000 kennt auf jeden Fall, ja, und die 1000 und die 5000 und so weiter, ne? Und dann hast du noch ein paar Zeitungsartikel, wenn du Glück hast, ja, also richtig klassische Zeitung, gibt's ja auch, dass dich so die Leipziger Volkszeitung anruft und sagt, wir machen in unserer Spielecke auf Seite 27, machen wir so ein kleines Kästchen, was den Mediamarkt-Fritzen in Leipzig dann beeindruckt, ne? Und dann sagt, oh cool, die Leipziger Volkszeitung, wow.
Hast du denn davon mitgekriegt, dass Leute, also ich weiß ja nicht, wie das da läuft jetzt in den besagten Läden, dass die informiert waren über die Spiele und auch der ein oder andere damit was zu tun hat? Oder ist das wirklich so, dass da irgendeiner steht, der auch für Waschmaschinen verantwortlich ist? Sowohl als auch. Also das in der Regel Einkäufer in Fachbereichen. Die meisten sind dann so in diesem Elektronikbereich drin, ja, dass die halt auch Filme einkaufen, DVDs, Filme halt, Musik und so ein Kram. Und die Firma, bei der ich damals war, die machte auch Filme. Das heißt, da hast du eh schon eine Connection, wie es zum Beispiel auch Koch Media jetzt macht, ne, um gleich direkt eine Überleitung zu geben. Und das ist, hilft dann schon, wenn man sich eh kennt und eh gutes Verhältnis hat und so weiter. Es gibt aber mit Sicherheit auch welche, die halt mit dem ganzen Gaming überhaupt nichts anfangen kann. Die dann sagen, ja, der kennt jede Tatort-Folge beim Vornamen. Gibt es Tatort auf DVD? Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht. Bestimmt, glaube ich auch, ja. Und halt bei Gaming sagt der, das ist dieses mit den Spielen das. Ja, ja. Mhm. Das ist halt dann, kann auch vorkommen, aber ja, mittlerweile wissen die ja auch, bringt ihnen Umsatz, es macht was, ne? Ja. Also ist es, was ich interessant finde, dann ist es halt nicht nur in den Köpfen der Menschen, dass halt eine Fortsetzung eher genommen wird, weil es was Bekanntes ist, sondern tatsächlich auch beim Vertrieb oder Verkauf im Mediamarkt, dass die ja, darauf setzen. Natürlich, also 100%. Also du hast aus PR-Sicht hast du schon mal direkt der Bekanntheitsgrad ist da. Ja, wenn ich jetzt das nächste Darksiders ankündige, mache ich eigentlich meine Arbeit sehr viel leichter, als wenn ich sage, hey, wir haben da noch was Neues. Ja, und du hörst ja auch oft von der Presse und sowas, dass viele von denen halt direkt sagen, das ist ja wie. Du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Metroidvania. Ja, und das hat den Namen ja auch nicht so einfach von sich irgendwo erfunden. Ja, und solche Geschichten halt. Das war so ein Souls-like. Ja, und solche Geschichten, das denkt sich die Presse ja in der Regel aus, damit die Leute sofort wissen, ah ja, ist klar. Und dann gehst du natürlich zum Mediamarkt und sagst, hier, das ist wie Dark Souls. Anders. Dann sind die Dark Souls, hat sich gut verkauft, alles klar. Cool. Ne? Und also, du kannst es halt machen. Ne? Ich möchte kurz mal einwerfen, es gibt an die 70 DVDs von Tatort. Oha. Ja. Also um das mal kurz geklärt zu haben, als Random Fact. Muss man immer wissen, ist eine gute Frage für einen Millionär bei 500.000 Euro, würde ich sagen. Uff. Könnte ich mir vorstellen, oder? Der ja auch da sitzt. Wenn ich mal ganz kurz nochmal eine Frage in die Runde stellen kann und auch in den Chat. Wer von euch bezieht denn noch seine Spiele im Laden? Einfach nur ein Plus oder ein Minus, bitte. Und dann auch an euch. Kauft noch jemand im Laden von euch? Slabby. Minus. Ich habe den Chat nicht auf. Nein, du sollst das beantworten. Ja, Minus. Beantwortet. Ja, siehst du mal, 50-50 ist das nicht ganz, ne? Ich würde sagen, es sind mehr Minus als Plus, aber Plusse sind trotzdem dabei. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist 100% Minus. Also wie 70-30 würde ich so prinzipiell jetzt sagen. Also bei mir im Chat schreibt auch noch einer Minus. Harry, dankeschön, dass du bei mir im Chat schreibst. Und also, bei dir, Slav? Prinzipiell, also ich würde sagen, wenn ich 100 Spiele im Jahr kaufe, sind davon vielleicht 4 oder so aus dem Laden. Das sind dann die vielleicht im Angebot sind, wenn ich halt mal da bin und sehe, dass sie da günstig sind. Das heißt, bei gleichem oder billigem Preis kaufe ich sie Retail. Wenn es der gleiche Preis ist, dann kaufe ich digital. Also ist nicht so, dass ich sage, ich möchte die nochmal verkaufen oder so. Das ist mir prinzipiell egal, weil viele kaufen ja oder sagen, ich möchte die nochmal verleihen, wieder veräußern. Das ist mir halt egal. Wir zählen gerade Amazon auch zu Retail, ja? Also nee, Laden. Laden. Für mich ist Amazon das Gleiche, weil ja. Bei Amazon arbeitet auch ein Typ, der die Sachen einkauft. Also in genau. Dem Vergleich wäre das eher. Ich rede von Laden. Richtig Laden reingehen. Also rausgehen, Parkplatz suchen, reingehen, guten Tag sagen. Ja, moinsen, gib mal her die Diskette, tschüss. Ich glaube, es wird wieder höher gehen, weil mir ist aufgefallen, holy PlayStation, PC sowieso nicht. Mein PC hat überhaupt kein CD-Laufwerk mehr. So. CDs, DVDs, Blu-Rays und sowas kaufe ich gar nicht mehr im Laden. Wo ich es aber wieder mache, ist bei der Switch. Weil die Switch-Spiele ja. Wesentlich schneller laden, weil sie nicht installiert werden müssen oder sonst was, sondern du packst sie rein und sie sind sofort halt da und können gespielt werden. Und ich glaube, wenn die nächste Generation von PlayStation und von Xbox und so weiter auch auf SD-Karten umsteigen, was sie hoffentlich tun, weil weiterhin auf dieses Blu-ray-Medium zu setzen, wäre ehrlich gesagt ziemlich dämlich, dann wird sich das, glaube ich, wieder ändern. Weil diese kleinen Teile, diese Flash-Speicher, das macht so viel mehr Sinn, die halt so zu kaufen.
als digital. Ja, und Chat hat eben noch gesagt, zum Teil auch wegen Internet, weil kein Internet vorhanden ist, weil die Spiele halt zu groß sind wahrscheinlich, um sich die hunderte Gigabytes runterzuladen. Klar, ist auch ein Argument, je nachdem, wo du halt wohnst. Wenn du halt eine Bambusleitung hast, wartest eine Woche auf den Download, ist auch kacke. Ja. Das könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, ne? Aha. Also ich meine, ich hatte in Dresden auch eine 16.000er und da hat man damals gesagt, boah, das ist ja voll die fette Scheiße, ne? Ich könnte mir das nicht mehr vorstellen. Ey, hast du manchmal deinen Rechner nachts angelassen? Tägliches Brot, Desi. Also, ich merke das ja wirklich, wenn du auch zu anderen mal zu Besuch gehst und dann machst du mal dein MacBook auf oder wenn nur wenn du ins Hotel gehst. Also ganz ehrlich, da kriege ich schon schwitzige Hände und fange an zu zittern und denke mir so, oh nee, das ist nicht mein Ernst jetzt hier. Was? Gott, 0,7 Upload. Oh, Gott bewahre, wo ist mein LTE? Richtig, das ist die Definition von was Internet ist. Wenn ich mal irgendwann in den Urlaub gefahren bin, irgendwo an die Küste Nordsee, Ostsee, also wirklich ganz am Wasser, fast schon Richtung Dänemark, du rufst vorher an und fragst in der Ferienwohnung, haben sie denn Internet? Weil sonst habe ich das, was du hast. Kein Internet. Ja, wir haben Internet. Internet ist da. Ist da. Kommst du hin, willst deine E-Mails abfragen, nachdem du dich in dieses WLAN eingeloggt hast und wartest erstmal 5 Minuten, bis die E-Mails da sind. Ja, es ist Internet, aber in homöopathischen Dosen, womit du gar nichts machen kannst. Es ist wirklich abgefahren. Ja, es ist Entschleunigung. Es ist wirklich abgefahren, auch wenn man, ich glaube, ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens darüber gesprochen habe, wenn dein Datenvolumen alle ist, dann hast du ja noch Highspeed-Internet, ne? Aber damit kannst du ja nichts machen. Wirklich gar nichts. Du kannst ja nicht mal mehr eine Homepage aufmachen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwann einfach so völlig verwöhnt, Entschuldigung, wenn wir kurz ein bisschen abdriften, aber man ist halt wirklich so unglaublich verwöhnt, dass man wirklich anfängt zu schwitzen und zu zittern, weil nichts mehr geht. Und du sitzt halt da, willst E-Mails empfangen und wenn du so mal 100 kriegst am Tag, dann sitzt du da. Oder nur ein YouTube-Video gucken. Da geht's schon. Ey, wenn ich nur ein einziges Mal diesen Kringel sehe, dann werde ich immer schon wahnsinnig so, nee, komm jetzt! Was ist das hier? Habt ihr das auch? Ich glaube aber, das ist abhängig davon, warum du im Hotel bist. Wenn du beruflich oder, weiß ich nicht, wenn du gerade auf einer Messe bist oder so im Hotel bist, okay, da brauchst du natürlich Internet, um E-Mails zu checken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber wenn du im Urlaub bist, dann bin ich persönlich sehr, sehr froh, wenn ich nicht Internet habe, sondern einfach mal 2 Wochen Bücher lesen kann und nicht genervt werde von dem Handy. Nee. Ja, wahrscheinlich mache ich das genau falsch. Auch das, was wahrscheinlich Dizzy dann macht. Der Übergang zwischen Freizeit, Beruf, selbst und ständig ist irgendwie sehr, sehr fließend. Es gibt halt nicht den Cut, wo ich einfach sage, ich lege jetzt das Handy zur Seite und mache nichts. Wenn halt quasi am Abend noch eine E-Mail reinkommt, beantworte ich die auch. Und ja. Boah, das ist also ganz schlimm. Wenn ich Flughafen, ich merke das immer am Flughafen, kurz bevor du einsteigst, kommt eine E-Mail rein. Dizzy, kannst du dann und dann irgendwo hinkommen? Und ich bin so ein Mensch, mir schreibst du, wenn das wichtig ist, kriegst du darauf in einem halben Tag, wenn nicht sogar in ein paar Stunden, eine Antwort. Und dann steigst du aus und du hast kein Internet und dann guckst du da drauf, oh shit, die E-Mail muss aber noch raus, jetzt aber schnell, erstmal Free Wi-Fi vom Flughafen. Und McDonald's. Oder McDonald's. Scheiße, du kannst die E-Mail nicht versenden, oh, ich krieg die Motten, ey. Also ich könnte das nicht mehr. Ich bin nicht süchtig danach, also ich habe mittlerweile den Konsum eingestellt von sozialen Medien, aber solche Sachen, die würden mir wirklich extrem fehlen und ich merke das wirklich an manchen Stellen, dass das furchtbar ist. Oder auch die Angewohnheit zum Einschlafen Videos zu gucken oder Streams. Wenn das nicht geht, ich kann nicht normal einschlafen wie ein normaler Mensch. Das geht nicht mehr. Aber gut, hey, zurück zur PR-Geschichte. Wir waren gerade im Laden. Kaufst du noch im Laden ein, Florian? Ist tatsächlich im Laden leider sehr wenig, Amazon schon eher, Faulheit und aktuell, wo ich wohne, Ermangelung eines Ladens. Was ich kaufe, wenn, sind, da ich meistens PC sage, also entweder auch Switch-Titel, weil ich das eben praktischer finde auf den SD-Card, oder halt hier so Collector's Editions, wie sie hinter mir stehen, ja, mit so Figürchen mit drin und so weiter. Und bisher habe ich noch keinen gesehen, der sagte, hey, da ist jetzt ein 3D-Drucker-Download-Modell oder sowas drin, ja.
glaube ich sogar, aber machen halt nicht viel. Ich habe halt das ganze Zimmer hier im Endeffekt, das sieht man jetzt nur ein paar. Aus Werbezwecken habe ich unsere dahingestellt. Oh, sag mal, Florian, welche sind denn das überhaupt? Und was ist das für ein tolles Poster da im Hintergrund? Genau, ja, da habe ich ja schon gesagt, Dark Souls und Elex. Nee, aber im anderen Schrank ist auch diese Fallout 76 Kampfhelm da drin. Guild Wars 2 habe ich da stehen, habe ich noch Elder Scrolls, den Drachen sehe ich da gerade. Was von Risen, den Witcher, wo er den Greifen aus, was da ist, erschlägt und so weiter. Also so Figürchen finde ich, wenn sie cool sind, finde ich sie klasse. Ich mag eigentlich auch nur die Figürchen. Hier, wenn da irgendwelche Amulette und Artbooks und so, würde ich persönlich nicht brauchen alles, ja. Da bin ich bei Nause, aber so ein Figürchen finde ich halt klasse. Ja, meine Frau schimpft dann immer und sagt, was soll man mit dem ganzen Schrott? Ja, ich so, das ist kein Schrott und so weiter und das ist voll toll. Und dann, muss ich argumentieren, warum ich mir wieder ein bisschen ein Figürchen gekauft habe. Dann rollt sie mit den Augen und dann ist gut, aber naja. Wo ich es mal verstanden habe, war tatsächlich die Witcher Collector's Edition. Das war eine großartige Geschichte. Meine Frau mag es sehr gerne, mit Sachen zu handeln. Ja, die hat bei Guild Wars und sowas hatte ich damals immer, war sie dann mit Echtgeld schon Handel betrieben und sehr erfolgreich. Auch war sie die bekannteste Guild Wars Händlerin in Deutschland oder sowas. Hat da sehr viel Geld verdient, mehrere tausend Euro, hat sie gesagt. Und dann haben wir diese Witcher Collector's Edition bekommen. Wir konnten tatsächlich das physische Gwent-Kartenspiel, das haben wir für 99 Euro auf eBay vertickt. Nur das Kartenspiel. Dann nochmal dieses Witcher-Amulett für 50 Euro und die gesamte CE kostet halt 150. Das heißt, wir haben die Figur, Artbook, Steelbook und das Spiel gratis quasi bekommen, weil wir den Rest der CE verkaufen konnten. Ja, also und Gwent habe ich dann halt am Computer gespielt. Also, ich bin also nicht der einzige bekloppte Sammler da draußen. Also, du musst verstehen, Nils ist weggegangen, er war neidisch, weil du die Fallout 76 Collector's Edition hast. Die hat er halt leider nicht mehr bekommen. Deswegen war er jetzt ein bisschen traurig. Ja, ich musste... angekündigt? Ich hab sie bestellt. Ja, ich hab sie leider nicht mehr gekriegt. Ich war wirklich sehr traurig. Was da noch steht, ist das von Total War Warhammer, das Buch hier. Ja, vom ersten. Das finde ich auch mal ganz geil, weil die auch mal sehr coole Collector's Editions haben. Die finde ich auch großartig. Eher so, Strategie, Rollenspiel ist so eh mein Hauptbetätigungsfeld mittlerweile. Von daher auch mal ein bisschen Fremdwerbung machen. Um nochmal kurz den Punkt aufzugreifen, ich war letztens im Baumarkt und habe mir einen Helm gekauft und habe den auch in eine Plastiktüte gemacht. Das fühlte sich so ähnlich an wie die Fallout 76 Collector's Edition. Auch, ist auch sowas, das finde ich halt so schön, ja. Ich wollte den Helm. Ja, mache ich die Packung auf, da ist da so ein Polsterchen drin und so komische Figürchen und dieser komische Plastikbeutel, der flog direkt in die Ecke. Und danach bekam ich dann von denen die E-Mail, oh, du kannst deinen komischen Plastikbeutel, ich so, was? Welche Plastikbeutel? Ach ja, das Ding, den kannst du jetzt noch gegen Original-Segeltuch oder so eintauschen. Ich so, ja, ist okay, bei mir passt soweit, ja. Aber ich habe dann auch mitgekriegt, dass es eine große Aufregung darum gab, das wusste ich gar nicht. Oh Gott, mein innerliches Ich bin fast Ja, warum soll ich den Helm in die Tüte tun? Segeltuch, Plastik oder wegen mir aus Diamantstaub ist mir ja wurscht, ja? Aber warum soll ich den da reinpacken? Der steht auf dem Schrank da oben. Weil das Betrug ist, verdammte Scheiße, und du unterstützt das. Das ist Betrug. Ja, ich wollte doch den Helm und das Spiel. Ja, ich weiß, aber die haben mich trotzdem betrogen, Mann. Oh, mein Herz blutet. Oh. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht reden. Das Nein. Ist es nicht, aber... Alles gut. Ist ja dein Geld, musst du ja wissen. Richtig, ja. Ich habe mich nicht betrogen gefühlt. Sagen wir. Ja, ich auch nicht. Hab's ja nicht gekauft. Ja, war das aber so eine richtige DVD sogar in der Packung? Ich bin gar nicht sicher. Ah, ich weiß es nicht mehr. Und Preload und sowas habe ich das ja auch dann nicht mehr im Kopf. Das mag ich halt auch nicht, wenn du eine Packung kaufst und da ist halt wirklich nur so ein Papierding drin, wo ein Key drauf gedruckt ist. Ja, das gibt's auch häufig. Ja, häufig glaube ich nicht, aber es gibt es auf jeden Fall. Es gibt noch nicht häufig, meine ich, aber gibt es. Das fand ich dann, da muss ich sagen, das finde ich da auch ein bisschen so, ja, hätte mir nicht einfach eine E-Mail mit dem Key schicken können, dann so ungefähr. Das ist vor allen Dingen toll für die Leute, die auf dem Dorf wohnen, die dann Richtig. Die traurige Erkenntnis haben. Richtig. Oh, schade, doch umsonst gekauft. Ja, das ist echt hart. Wie bist du denn nun von dieser Film-Game-Vertriebgeschichte weiter in die nächste Station gekommen? War ganz simpel, wir machten den Vertrieb für Nordic Games damals noch und jetzt THQ Nordic. Und ich habe dann quasi für die Produkte, die wir in Deutschland hatten, habe ich dann quasi die PR für die in Deutschland schon mitgemacht.
Ja, weil ich natürlich für die Vertriebsprodukte auch PR gemacht habe. Und irgendwann sagten die halt, sag mal, komm doch nach Wien. Ja, weil also der Laden, wo ich war, der wollte auch kleiner Publisher sein. Waren wir auch, haben ein paar Spiele rausgebracht. Eben das This is the Police, was ich eben erwähnt hatte. Oder die Zwerge zum Beispiel, wer es kennt, von King Art. Und das lief halt so lala, weil das war halt eine Filmfirma, die auch Games machte. Das heißt, die ersten Widerstände, die du überwinden musstest, das waren alle intern. Ja, damals waren die noch so zweigeteiltes Ding, da gehörten die zur Hälfte, glaube ich, nur so semi-offiziellen Film, also nicht semi-offiziellen, sehr offiziellen, traditionellen Filmfirma, 50%, und die anderen 50% der etwas progressiveren Filmfirma. Und die einen sagten so, yeah, Games, Mann, die Zukunft. Und die anderen so, nee, das glauben wir nicht, das na, Computerspiele, na, wir verkaufen noch ein paar DVDs vom Tatort. Ja, und dann war es halt echt schwer, dann da, wenn du sagst, ey, wir brauchen mal, wir wollen ein cooles Spiel machen, haben wir eine Million rumliegen, haha, und dann sagten die, pff, ja, schleich dich, und da gab es halt nichts. Und THQ Nordic ist halt ein waschechter Publisher, für die ist Games das Kerngeschäft. Das heißt, wenn du da zum Grafiker gehst und was über Games sagt, dann erzählt er dir erstmal, was du über Games noch nicht wusstest. Und das Gleiche ist dabei jedem halt im Endeffekt. Da sitzen nur Zocker, Gamer, die alles Mögliche schon gespielt haben oder alles Mögliche spielen. Und die ersten Tage im Büro da fand ich es halt so geil. Ich höre, jeden Mittag habe ich so Geschrei gehört. Ich dachte, was ist das los? Da bin ich immer mal nachgegangen, ja. Dann kam es aus dem kleinen Meetingraum, wo halt dann der Chef, der Geschäftsführer tatsächlich und der Sales-Chef saßen und sich eine wilde Partie FIFA lieferten. Jeden verdammten Mittag wird dann eine Runde FIFA gezockt, damit die ne, ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben, sag ich mal. Und schreien sich halt dabei an, wie man es mit Kumpel so macht. Ne? Du stehst doch mal abseits und sowas. Das ist großartig, ja. Und das ist halt, das war halt ein Flair, was mir in München fehlte leider. Weil da gehst du halt zu den anderen Kollegen und die gucken dich schon so an, so, ach, dieser Gamer-Typ. Ja, und dann erzählst du denen irgendwas und die so, ach ja. Und dann kommt dann so, ja, ihr seid ja eh die ganze Zeit nur auf Messen und macht nichts. Ja, hat mir halt dann nicht getaugt. Mittlerweile haben die sich auch ein bisschen weiterentwickelt, weil jetzt die progressivere Firma jetzt zu sagen hat. Aber trotzdem, also das war für mich dann damals super Gelegenheit, zur THQ zu gehen und da, ja. Da bist du von München quasi alles abgerissen, ab nach Wien. Ja, ach, war das schön preiswert in Wien gewonnen. Münchner wissen, wovon ich rede. Ja, Österreich hat mir unglaublich gut gefallen, persönlich. Also ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, meine Frau hat da leider schlecht beruflich Fuß fassen können, aber ich fand es großartig, in Österreich zu leben, obwohl ich ein depperter Piefke war. Kann ich kurz was fragen? Ja, sicher. Ist München jetzt teurer oder Wien? München ist um lächerliches Vielfaches teurer als okay, Wien, weil danke, Wien danke. Hat eine clevere Stadtregierung im Gegensatz zu allen deutschen Städten. Sollte irgendjemand in der Stadtverwaltung arbeiten und sich mit Mieten und sowas beschäftigen, ihr habt alle versagt. Und zwar maximal, ganz ehrlich, wechselt den Job, ja. Weil also, welche Partei auch immer das bei uns macht, ja, es ist ein Desaster, wie das bei uns die Wohnungsmarktpolitik aussieht. Hier ist das so, dass die Stadt erstmal im Altbau schreibt die Stadt vor, was die Miete kosten darf. Ende. Ja, das Ding ist mehr als 70 Jahre alt, das ist die Maximalmiete, Geschichte aus. Mehr darfst du nicht nehmen als Vermieter, Pech gehabt, ja. Gibt's nicht. Dann sagen die Stadt hat, glaube ich, selber besitzt über 200.000 Gemeindewohnungen, nennt sich der Spaß. Ich glaube, die Stadt Wien ist damit der größte Immobilienbesitzer der Welt. Bin ich ganz sicher, oder ziemlich weit oben zumindest. Und die vermieten sie für ein Appel und ein Ei. Da hast du dann so Sachen wie 100 Quadratmeter, 500 Euro passt. Bitte, wie bitte? Ja, genau, richtig. Und wie ist denn so die Steuerlage in Wien? Bitte? Wie ist so die Steuerlage in Wien? Ganz gut. Ja? Sonst ähnelt sich sehr zu Deutschland. Ich meine, das Leben in Wien ist tatsächlich, das sonstige Leben ist ein bisschen teurer. Mhm. Also so Essen und so ein ganzer Kram, kannst du sagen, 20-30% mehr als im Rest in Deutschland. Rest von Deutschland, sage ich schon, als in Deutschland, meine ich. Du, wenn man nur edles Fleisch isst. Überschaubar. Ja, es gibt natürlich ein paar Neubauwohnungen, die auch relativ teuer sind. Aber dadurch, dass du so viel Konkurrenz im preiswerten Segment hast, die es in München und Co. in den ganzen großen deutschen Städten überhaupt nicht mehr gibt, sind diese Preise halt auch überschaubar, ja, wenn sie halt nicht in bester Lage die total Luxuswohnung ist. Also auch da gibt es, was ich, eine 300 Quadratmeter Wohnung für 10.000 Euro im Monat, ja. Nur ist es da halt eben ein paar und nicht wie in München jede zweite gefühlt. Natürlich, ja, und es gibt aber wahrscheinlich im Gegensatz zu München auch Internet. Oh ja. Also in Wien hatte ich eine 400 Mbit-Leitung für Apple und Ei. Die Handyverträge in Österreich sind auch lächerlich preiswert. Da kriegst du in der Regel ein Gigabyte für einen Euro, was Datenvolumen angeht. Ja, wenn du sagst, ich habe 50 Gigabyte, zahlst du 50 Euro im Handy. Ja, und bei DSL ist natürlich klar, oder was auch immer, ist natürlich dann Flatrate sicher. Das war schon ganz nett. Ja. Also von daher, Österreich, wenn jemand auswandern will,
Ich kann es empfehlen. Brauchst ja nicht auswandern, ist ja EU. Ja, ja, Alter. Was zusammen, würde ich sagen. Ne? Das ist lustig. Ich habe mich, als ich mich abmeldete in Deutschland, tatsächlich dachte, ich ziehe jetzt nach Österreich, sagten die, gut, dann haben sie meinen Pass genommen und haben hinten geschrieben, kein Wohnsitz in Deutschland. So, wollen sie nicht eintragen, wo ich wohne, ist uns egal. Nicht in Deutschland, sie existieren für uns nicht mehr. Alles Gute. Aber es ist doch EU. Pff, uns doch wurscht. Ist ja kein Datenaustausch. Pff. Okay, alles klar. Also in Deutschland war ich nicht mehr existent quasi. Ne? Weg, danke, tschüss. Also hätte ich auch nach Tansania auswandern können. Wäre für die das Gleiche gewesen. Okay. Also da ist schon Auswandern. Also EU scheint ja zu funktionieren. So. Ja, in dem jeweiligen Land passt das. Ne? Aber wenn du wegziehst, wie gesagt, hat mich irgendwann die Polizei mal angerufen, die hatten mich meine Telefonnummer noch und sagt, Herr Emmerich, wir haben für Sie noch eine Geschwindigkeitsübertretung hier. Die würden wir Ihnen gerne zustellen, wir wissen aber nicht, wo Sie wohnen. Ich so, ja, blöd für Sie, ne? Und da habe ich leider hab ich gesagt, komm, schick her die Scheiße, was soll's, aber naja. Wie sieht es denn dann aus mit Steuern und Krankenversicherung? Bist du dann auch, weil du da in Österreich gemeldet bist, komplett da versichert oder läuft das noch über Deutschland? Ja. Nee, ich war also bin komplett in Österreich angestellt, versichert, alles und so weiter. Okay. Wirst du der Krankenkasse zugeteilt, je nachdem, wo du arbeitest. Also ich bin in der Wiener Gebietskrankenkasse, weil meine Arbeitsstelle in Wien ist. Warst da. Da gibt es auch keine Auswahl. Du bist halt dann da. Ende aus. Und ja, das klappt mit Steuern und so weiter. Muss ich ehrlich gesagt, habe ich mich nicht so 100% mit beschäftigt, ist ähnlich wie hier. Ja, im Detail, ich bin da nicht der große Steuercrack, der jeden Pfennig dreimal umdreht. Was sehr schön war, im ersten Jahr bekomme ich einen Brief vom Finanzamt in Österreich und dachte mir so, oh je, was kommt jetzt? Und da steht da wirklich drin, sehr geehrter Emmerich, wir haben uns erlaubt für Sie, wir haben so einen total sperrigen Namen dafür. Jedenfalls macht das Finanzamt in Österreich die Steuererklärung für dich automatisch. Das heißt, okay. Uns ist aufgefallen, Sie kriegen von uns noch fast 3.000 Euro zurück. Dürfen wir die bitte überweisen? So, ja. Passt. Was? Dann kennst du nach zwei Wochen gegen den Bescheid Widerspruch einlegen und sagst, ich will aber eigentlich 4.000 Euro haben. Das geht auch. Also fand ich auch sehr schön, dass wir das machen. Können wir das kurz mal mit einer Schokolade durchfließt und nein, du Erdbeeren einpumpen kannst? Ist Österreich, weil das weiter gerade als wir. In vielen Punkten sind die sozialer als wir. Wir haben ja witzigerweise, meine Frau und ich, so ein Wieso, dieses ZDF-Journal kennt ihr wahrscheinlich auch, abends mal gesehen, da ging es über Rentenvergleich. Und da kam, dass die durchschnittliche Rente in Österreich ist, glaube ich, 30% höher als in Deutschland. Ja, da hatten so wie zwei Leute, die machten quasi die gleiche Tätigkeit, dann sagten sie, das ist der Hans aus dem Ruhrgebiet, der geht dann bald in Rente, hat dann noch irgendwie 1.300 Euro und das ist der Markus aus Österreich, der macht gleich denselben Job und geht dann mit 1.900 Euro in Rente bald. Haben gleich viel gearbeitet und so weiter und so fort. Und dann sagten die beiden so, also der Deutsche und der Österreicher, das war schon ganz unterhaltsam. Ne? Das, ja, sie kriegen also einiges besser hin als wir. Sag mal, Dizzy, Streamerhaus in Österreich, wann? Nee, danke, mit dir möchte ich nicht zusammen wohnen. Ich wohne in einem Streamerhaus in der Schweiz und mein Mitbewohner geht sehr gut, davon profitiere ich natürlich auch. Ich habe mittlerweile sehr viele Bilder an der Wand hängen, also es läuft bei uns. Die heißen Displays. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich bin ja nicht gesponsert von denen. Display. Aber zurück zum Thema, wir sind wirklich sehr weit abgeschweift, Mensch. Du bist dann also bei THQ Nordic gelandet. Ja. In Wien. Genau. Richtig. Sitzen die immer noch in Wien? Ja, sicher. Und du auch? Ich sitze jetzt woanders, da komme ich gleich zu. Ich nenne mich PR-Manager Global genannt, sprich mein Betätigungsfeld wurde von Deutschland auf den Rest der Welt ausgedehnt. Das dann quasi überall die PR mache oder halt mir Agenturen besorge, die das vor Ort machen. Da kommen wir gleich ein bisschen was vielleicht zu, wie funktioniert PR und wie macht man das ein bisschen mehr gerne. Und jetzt bin ich witzigerweise von der Welthauptstadt, sage ich mal, einer der schönsten Städte der Welt, wie es ständig heißt, in irgendwelchen Rankings, arbeite ich jetzt in Giebelstadt und ich wohne in Hartershofen. Das Schöne in Hartershofen ist, ich habe hier nur eine Hausnummer, ich habe noch nicht mal einen Straßennamen, weil das Dorf so klein ist, dass es hier keine Straßennamen gibt. Also das ist jetzt auf der Nummer. Der heißt Hartershofen XX, da wohnst du. Weil der Postbote weiß, ja klar, zweites Haus von links, direkt neben der Scheune. Und viel mehr ist hier auch nicht. Und in Giebelstadt sitzt Handy Games.
So, Handy Games, das klingt, hier die, wo ich das Werbet-T-Shirt von habe. Und Handy Games hat, THQ hat Handy Games gekauft. Ich meine, mein THQ, wenn man ab und zu das mal verfolgt, hat mittlerweile den Nimbus des Pac-Mans der Gaming-Branche, weil wir ständig irgendwelche Marken und Firmen aufkaufen, die nicht bei drei auf den Bäumen sind, ja. Und suchen uns entweder welche, die uns sehr gut gefallen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können, das wäre dann sowas wie Handy Games, zum Beispiel, oder halt eben welche, denen es gerade nicht so gut geht, leider, und die dringend Geld brauchen. Und dann bist du halt da, wenn es denen schlecht geht, ne? Das einen Pech, des anderen Glück. Oder halt bei Firmen, die halt schon längst pleite sind, wie damals ja THQ, die amerikanische Variante, die wir quasi aufgekauft haben, oder zumindest in Teilen, weil manche der schönen IPs sind ja noch woanders unterwegs. Und mal gucken, wann die eines Tages vielleicht wieder zu uns kommen, wer weiß. Und ja, jetzt mache ich halt die PR für Handy-Games auch, aber eben auch noch die für THQ, halt eben nur aus Giebelstadt heraus. Und das ist ganz spannend, weil bei Handygames soll ich halt die PR-Abteilung aufbauen so ein bisschen und die wollen halt jetzt, die heißen zwar Handygames, machen aber nicht nur Mobile-Spiele, war auch noch, aber wollen jetzt eben auch eben PC, Konsole und Switch und etc. pipapo machen und ja, dafür brauchen die jetzt noch jemand, der PR macht. Und das bin jetzt ich. Ja, der Chat hat noch gerätselt, aber einige hatten es beantwortet, also das ist in der Nähe irgendwo von Würzburg, für alle, die richtig, genau wie ich, das ja geografisch nicht irgendwo zuhören richtig, können. Richtig. Stadt, ja, ist schön, ne? In Bavaria Yachtbau gibt's da auch, das ist richtig, ja. Es gibt sogar einen Flughafen in Giebelstadt, man glaubt es nicht. Ja, ist ein richtiger, jetzt nicht unbedingt International Airport, aber ab und zu gleich ist ein Flugzeug dort. Ja, ich bin halt immer von Nürnberg geflogen, Würzburg-Nürnberg ist jetzt ja nicht so weit weg. Nee, eben. Ein Stündchen, ne? Ja. Weil du schnell mit dem Zug in Wien, also geht auch. Weil du gerade das mit den Streamern kurz anklingen lassen hast, wie wichtig ist das für dich mittlerweile mit YouTubern, Streamern, Instagrammern, was auch immer alles noch da ist? Talente, nennen wir sie Talente. Ist das für dich wichtig, mit denen zusammenzuarbeiten mittlerweile? Kann sich gar nicht mehr wegdenken. Das ist also die moderne Firma, ist das, glaube ich, im Medienmix, glasklar mit drin, dass du das bedienst, ja, weil es einfach oft näher an den Leuten dran ist, ja, weil du unglaublich viele Interessenten da hast. Und das muss man einfach machen, ja, weil es, also kann man nicht anders sagen. Ja, die Presse haben wir ja selber eben schon ein bisschen was drüber geredet. Die ist nach wie vor, hat die ihre Berechtigung, ist auch wichtig. Aber mittlerweile hast du halt, ich sage 50-50, ja, also die Streamer und Influencer oder Content Creator oder Talente oder wie auch immer man es denn final nennen soll. Ich sag mal jetzt, Instagram ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt so wichtig wie Twitch und YouTube, ne? Da ist auch mal ganz nett, da arbeitest du mit anderen Leuten auf einem ganz anderen Niveau zusammen. Wir hatten jetzt die letzte Kampagne gemacht, haben halt viele so, ich sag mal, prominente Instagrammer halt eben was dazu gemacht, die aber sonst auch noch irgendwie Stars sind, die halt Musik machen oder Schauspieler sind und sowas halt machen, ja? Die also eigentlich nicht Berufsgamer sind, wie es ja ihr im Endeffekt seid. Bist du da denn auch aktiv auf der Suche? Also ich meine, du jetzt als PR-Mensch, du bist ja, denke ich mal, auch in Kontakt mit Leuten. Könntest du vielleicht mal, weil ich denke mal, dass ja auch einige hier draußen, die das interessiert, könntest du das kurz mal auftun, wie das für dich aussieht? So eine Zusammenarbeit, wie das entsteht? Schreibst du die an oder hast du noch eine andere Marketing-Butze, die das für dich macht? Oder? Also ich mache meistens mache ich das selber, hier zumindest in Deutschland und so weiter, in Europa ab und zu, wenn ich halt zufällig schon Kontakte habe, mache ich selbst. Auf Messen und so lernst du ja relativ viele Leute kennen, weil ich bin ständig auf irgendwelchen Messen unterwegs, also Polen, Frankreich und so weiter. Und wenn halt da ein YouTuber vorbeikommt oder ein Twitch-Streamer und drückt dir als Kärtchen in die Hand, dann brauche ich da keine Agentur mehr für, ja. Ansonsten mit Agenturen so selten wie es geht. Wir haben also in verschiedenen Ländern haben wir fixe PR-Agenturen, mit denen wir arbeiten. Die machen dann auch das dort vor Ort mit. Ja, weil ich habe, also das Wichtigste eigentlich in der PR, sag ich immer, ist das Persönliche, dass du Leute kennst, dass du mit denen eine Beziehung in Anführungszeichen aufgebaut hast, ja. Ohne, finde ich, geht's nicht, das heißt es ja auch Public Relations. Und dann kannst du halt mit den Leuten reden. Ja, wenn du anrufst, guten Tag, mein Name ist sowieso, ich arbeite für Firma XY, wir hätten da ein neues Produkt für sie im Angebot, dann hast du entweder ein Tüt an der Leitung oder ja, ich verbinde sie. Oder sowas, ja. Und wenn du dann sagst, ne, genau, doch, Josh, hier ist der Flo, wir haben da wieder so ein schickes neues Spielchen, das ist noch besser als das letzte, wollen da mal einen Blick drauf werfen. Das hilft da halt schon.
Ja, und ich sag mal, Presse ist für mich, also der erste Schritt, finde ich, meistens geht es über die Presse, dass die es auch ein bisschen bekannter schon mal machen, dass wenn du dann zu den Content Creators gehst, dass die auch schon mal davon gehört haben. Ja, wenn du halt ein Spiel, was noch nicht angekündigt ist, und es ist eben nicht FIFA 20, ja, dass du halt, dass die dann schon mal irgendwas dann gehen auf Google und sagen, ah ja, guck mal hier, da hat dann hier die GameStar oder die IGN oder wie sie alle heißen schon mal drüber geschrieben, dass sie sich schon mal ein bisschen ein Bild davon machen können. Ne? Und meistens ist halt, die Content Creators kommen in der Regel ein bisschen später dann rein, wenn das Spiel auch mal als Video überhaupt vorzeigt weiß, ja. Ich sag mal jetzt, oft hast du es nach wie vor noch, was ich persönlich nicht gut finde, aber man oft machen muss, dass du ein Spiel ankündigst, du hast halt ein Logo, ein paar Artworks und ein paar Screenshots. Und da sage ich mal, könnt ihr euch vorstellen, wäre wahrscheinlich für eure Zuschauer auch eher so, naja, ein bisschen langweilig. Und als erste Ankündigung funktioniert das manchmal. Vielleicht hast du ja noch einen Trailer, aber selbst der, sage ich mal, ist ja für euch eher bedingt spannend, weil dann könnt ihr halt denselben Trailer zeigen, den schon 10.000 andere gezeigt haben, wenn ihr es halt nicht weltexklusiv macht. Und aber wenn ihr halt selber ein Spiel zocken könnt, könnt ihr ja eure ganz eigene eure coole Show drumherum weben. Ja, und das ist ja auch für uns spannend. Also von daher, sage ich mal, ist es unglaublich wichtig, wie sehr man mit den Content Creators zusammenarbeitet, weil die können ein Produkt auch richtig krass aufbauen. Die Presse versucht ja immer noch, sage ich mal, relativ neutral zu bleiben. Die machen zwar auch oft beim Hype-Train dann mit, wenn sie gar nicht widerstehen können, weil es sind ja natürlich auch Zocker, die sich begeistern lassen. Ich kenne es von mir damals, wenn mir das Spiel richtig gut gefallen hat. Aber du versuchst halt auch schon als Presse, das merken wir heute auch immer mehr, dass die immer versuchen noch das Salz in der Suppe zu finden. Ja, dass sie also von vornherein versuchen noch kritisch zu sein, weil sie ja immer nachgesagt bekommen, sie sind gar nicht kritisch. Und da habt ihr als Content-Creator halt oft auch den Vorteil, sag ich mal, ihr spielt das Ding und wenn da was doof ist, könnt ihr sagen, was machen die denn da für einen Scheiß? Und im Livestream kann halt keine PR-Agentur der Welt mehr dazwischen funken und sagen, oh Gott, das könnt ihr doch nicht sagen, ah, Hilfe. Also nicht doch, in den E-Mails, wo steht, bitte kein schlechtes Wort verlieren. Wer schreibt denn sowas noch? Oh und, Gott, einige. Also da, wo Geld fließt, da steht das oft noch mal drin. Das machen wir tatsächlich nicht. Also das klingt jetzt so ein bisschen blöde Eigenwerbung, ja. Aber machen wir nicht. Also wir zahlen zwar auch ab und zu, wollen halt aber auch immer, dass es auf den jeweiligen Content Creator auch passt. Ja, dass es halt denen auch Spaß macht, ja, und dass die das auch rüberbringen. Und wenn du die halt winkst mit Kohle, dass sie Spaß dran haben, das funktioniert eigentlich nicht so gut. Ich habe ja ein wunderbares Beispiel von einer anderen Firma aus Deutschland, die haben da irgendwie einem Typen $5,000, glaube ich, bezahlt, die Stunde, dass er spielt. Und der fand das Spiel dann total scheiße, weil es irgendwie ein Space Game war. Und der erste Satz ist, Space Game finde ich eigentlich scheiße, ich würde jetzt viel lieber Red Dead Redemption oder was spielen, aber ich kriege $5,000, also zeige ich den Mist hier. Ja gut, aber die Frage ist, wer hat jetzt den Job da nicht richtig gemacht? Der Streamer oder vielleicht auch der PR-Mensch, der den falschen Streamer gecastet hat? Natürlich, für das Projekt? Natürlich, richtig. Ne, richtig. Und um dann zu deiner Frage so ein bisschen aufzuschließen, wen sucht man? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Wenn ich jetzt ein rundenbasiertes Strategiespiel habe, dann gehe ich zu ganz anderen Leuten, als wenn ich ein Open-World-3D-Rollenspiel habe zum Beispiel. Ja? Ja, klar. Weil sich halt, du hast da auch die entsprechende Audience sitzen. Also immer wieder, ich muss es an dieser Stelle wieder tun, für einen anderen Streamer Werbung machen, ist der Writing Bull. Ich weiß nicht, ob den zu viel einer von euch kennt. Der macht nämlich genau diese Strategiespiele, ja. Und der ist ein älterer Mensch, graue Haare und so weiter, und hat so eine Radiostimme, weil er vom Radio kommt. Und der erklärt en Detail eine Civilization-Partie oder sowas und da wirklich ganz tief rein. Und das ist genau das, was seine Fans großartig finden, ja. Der hat dann zwar einen Bruchteil von der Reichweite, was ihr so auf den Tisch bringt, ja. Aber trotzdem weißt du, da sitzen dann Leute, die ihm zugucken. Das sind dann halt eben Leute, die gucken auch wegen der Spiele zu. Nicht unbedingt seine Fanboys, sag ich jetzt mal. Ja, und die gucken halt wegen der Spiele, weil sie von ihm Details kriegen. Das sind dann auch solche Leute, die solche Spiele kaufen würden. Ja, also weiß jetzt nicht, ob hier im Chat ganz, ganz viele ständig rundenbasierte Strategiespiele spielen, ja. Kann auch sein. Nils und ich spielen die teilweise echt. Also so XCOM-like ist halt, machen wir ja sehr gerne. Genau, und XCOM gibt es ja halt mittlerweile, geht es ja sehr weit nach unten, was es also XCOM-like durchgeht, ja. Und den besagten Herrn habe ich ja damals kennengelernt, der machte ich für ein Spiel Werbung, das hieß Pandora. Tatsächlich, und das war halt von der deutschen Firma so eins, ein bisschen wie Alpha Centauri, ja, also das Civilization damals, ne, quasi. Und Pandora First Contact hieß es, genau. Und das sage ich mal, das werden jetzt die wenigsten kennen, ist ein schönes Spiel gewesen, aber wenn damit halt bei der GameStar anruft und sagen die, wir haben halt diese Woche noch, keine Ahnung, GTA 5, FIFA 17 und das sieht schlecht aus, sorry, mach's gut. Wir können ja nochmal irgendwann reden, ne? Also ganz banal gesagt, weil die einfach auch danach gehen müssen, was bringt ihnen Reichweite.
Ja klar, die wollen ja ihre Leute, müssen ja auch ein bisschen unterhalten werden. Verstehe ich dann schon. Und dann musst du halt gucken, dass du es da unterbringst, wo auch die Zielgruppen sind. Hm. Also kann man daraus jetzt deuten, also du, ihr will ich jetzt nicht sagen, weil das würde ja für alle gelten. Also du machst dir halt schon Gedanken, wo du halt quasi die Spiele eben auch platzieren kannst und Reichweite ist gar nicht dabei so wichtig. Auch. Ne? Also es gibt, ich krieg Dutzende, wenn nicht Hunderte, das klingt zu blöd, aber wenn wirklich viele Anfragen jeden Tag. Und du hast halt ganz oft auch Anfragen, wo du halt denkst, so ein paar mehr Infos, ein paar mehr Gedanken werden schon ganz schön. Ey, ich bin YouTuber. Ja, schick mir mal einen Key. Dann kommt das dann von xxxrockshawkshadowkiller72@gmail.com. So, dann gibst du das schon mal bei YouTube ein, dann kriegst du den vielleicht sogar. Wenn du Glück hast, kriegst du diesen Namen. Da siehst du einen Channel mit irgendwie 74 Abonnenten, dann sagst du, heißt ja erstmal noch nicht unbedingt was, dann guckst du ja schon mal rein, wie viel gucken denn die Videos. Wenn du dann siehst, okay, ein Video hat, im Schnitt haben die Videos so 4 Aufrufe in einem halben Jahr gesammelt, dann sagst du halt so, puh, das wird jetzt echt eng. Und dann sagst du halt vielleicht noch freundlich ab. Oder bedienst dich mittlerweile so größerer Tools, was ihr bei Keymailer zufällig kennt. Das ist auch recht hilfreich. Weil es scheitert meistens im ersten Schritt ja schon, dass die Leute keine vernünftige Kanalbeschreibung irgendwo angegeben haben und du gar nicht verifizieren kannst, ob sie es sind. Das gilt jetzt für YouTube. Bei Twitch ist es generell nochmal ein bisschen schwerer. Da musst du ja gucken, wie kann der jetzt offiziell, wenn der keine E-Mail-Adresse und nichts verlinkt hat, wir wissen, dass der das überhaupt ist. Also wie oft ich schon von Gronkh angeschrieben wurde, ich weiß es gar nicht. Das müssen Hunderte gewesen sein. Ja? Also so viele Gronkhs, wie es da gibt, das. Hui, und die sind alle bei Gmail, ja, Gronkh, wie auch immer, und die ganzen Pütsmeets und wie sie alle heißen und so weiter, und dann eben die ganzen großen amerikanischen noch, ja, oder russischen Streamer, ist auch ganz begehrt, ja, dann schreiben sie mit ein bisschen Russisch noch drin, und denkst, oh, sieht russisch aus, passt, ja, also, und dass du erstmal dann da sitzt und du kriegst halt diese E-Mails, ja, und wie weißt du überhaupt, dass das der auch ist? Das macht halt schon mal, ist mal der erste Schritt, und da sag ich mal, wenn jemand einen Kanal hat und Keys irgendwie anfragen möchte, dann sollte er am besten irgendwie eine Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass er auch wirklich derjenige ist, der gerade behauptet. Also wenn du halt nur Gmail oder web.de-Adressen hast, das ist das, was ich weiß nicht, ob die beiden anderen das eben auch haben. Die Leute kommen tatsächlich in den Channel, wenn ich halt eben was zur Verfügung gestellt bekomme, wie jetzt von dir Elex oder Darksiders, dann sage ich das am Anfang, bedanke mich halt dafür, dass die Leute eben auch wissen, dass ich das von euch bekommen habe. Und das gehört übrigens in den Titel. Dann, wenn es tatsächlich bezahlt ist. Nee. Wenn es Sponsoring ist. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Hashtag doch. Ad, auch wenn du es kriegst. Nein. Doch. Weil du es nicht gekauft hast aus deinem eigenen Interesse. Wen stimmst du zu, Schlebi? Ich stimme dir zu. Solange du das nicht gekauft hast aus deinem eigenen Beutel und eine Firma das für dich bereitgestellt hat, ist das Hashtag Ad. Und da kannst du gerne mal bei deinen Freunden, wo du schon ein bisschen Geld bezahlt hast, gehe ich von aus, oder mit denen du im regen Kontakt bist, kannst du gerne mal nachfragen. Ja, und die werden dir... Ist anders. Ja, das, ob du das so siehst oder nicht, wenn du nicht nochmal Geld bezahlen möchtest, solltest du oben Hashtag Ad reinschreiben. Ja. Sobald du Sachen nicht von deinem eigenen Geld gekauft hast, egal was, ist das Hashtag Ad. Ist es. Egal. Kannst du vergessen. Und wenn dir einer böse kommen möchte, dann darfst du gerne mit denen nochmal telefonieren. Also ich würde es oben reinschreiben und nicht nur Danke sagen. Nur mal so als nett gemeinter Hinweis. Wie gesagt, was du davon hältst, Markus. Prinzipiell kann man es reinschreiben, wenn man auf der sicheren Seite will. Fehler kann es definitiv nicht sein. Aber ob man es machen muss, ist wieder was anderes. Warte, ich schicke dir hier. Anyways, du hast mich jetzt vom Thema abgebracht. Hier. Hast du eben Leute, die halt tatsächlich eben in den Channel halt kommen und fragen, wie man solche Dinge halt umsonst halt bekommen kann. Und die einzige Intention ist, dass sie es umsonst bekommen wollen. Das heißt, die haben keine Intention, das Spiel zu präsentieren, sondern wollen halt nur was umsonst halt abgreifen. Und dann fragst du, was die denn halt machen. Ja, nix. Ja, wie nix? Ja, hast du einen YouTube-Channel? Was streamst du? Nee, ich will das Spiel umsonst. Das heißt, die Intention ist bei denen halt prinzipiell, selbst wenn vielleicht so ein Kanal da ist, also ja, fangen aus ganz anderen Gründen an, wie ich zum Beispiel damals angefangen habe, eben als Hobby und hab Bock eben aufs Gaming haben, sondern mehr oder minder, ich will dafür irgendwas bekommen. Und das ist halt schon mal, glaube ich, eher die falsche Prämisse, um halt überhaupt mal bemustert zu werden. Ja, das führt selten zum Erfolg. Ne? Ich glaube, in den Anfangszeiten, es gab einen wunderbaren Artikel mal auf Kamasutra, glaube ich, wenn das jemand von euch liest,
Gamma-Sutra wohlgemerkt. Ich wollte gerade sagen, warte mal, das ist doch jetzt was anderes, oder? Ja, wenn das einer von euch liest, ne, das Gamma-Sutra, das ist G wie Gustav, also das Gamma-Sutra wahrscheinlich, wird so ausgesprochen. Und da hatte ein Indie-Entwickler, hat irgendwie komisch gefunden, dass immer Leute die ganzen YouTuber einzelne Spiele haben wollen und keiner spielt es dann. Und er hat dann eben ist er genau auf diese ganzen Fake-Sachen reingefallen, hat dann selber mal angefangen, bei anderen Indie-Studios anzufragen und hat da irgendwie einen Artikel geschrieben, wie ich jedes Spiel auf Steam innerhalb von einer halben Stunde erschnorren kann. Und hat da genau das gemacht, hat überall angeschrieben, hat gesagt, ich bin der und der, ich stream das und ich habe einen kleinen Kanal, bla bla bla. Und zack, bumm, hat er überall die Keys abgegriffen. Hat er irgendwie in einem Tag oder so, hat er irgendwie 100 Keys gekriegt, hat die auch wieder zurückgeschickt, dann hat er gesagt, angeblich, aber das war halt ganz spannend. Und den Artikel habe ich halt vor 5, 6 Jahren schon gelesen und mir gedacht, das ist ja eine blöde Masche. Und seitdem lege ich also Wert darauf, zumindest zu überprüfen, ob das zumindest schon mal ein echter Content Creator ist, ja. Wenn er halt klein ist, immerhin ist dann allerwenigstens, ist er wenigstens echt. Das ist ja schon etwas, ja. Und dann muss man halt gucken, ob es halt Sinn macht, dem einen Key zu schicken. Ja. Na, im Endeffekt, was will ich erreichen? Ich will, dass mein Spiel möglichst vielen Leuten bekannt gemacht wird. Ja, ich brauche die Multiplikatoren, ich will, dass darüber geredet wird und dass Leute sich das anschauen und wenn halt dann leider niemand einen Kanal anguckt oder was ich, seine Mutti, seine Schwester und seine 3 besten Freunde, dann nützt es halt nichts. Weil am Ende des Tages, ne, möchte ich ja auch, dass irgendjemand das Spiel dann loszieht, finde ich geil, ich gehe es kaufen. Das wäre die Idealvorstellung. Habt ihr dann spezielles Kontingent oder kann man sich vorstellen, dass quasi die Keys unendlich wären? Auf Konsolen bist du sehr limitiert. Auf Switch bist du extrem limitiert. Sag ich jetzt mal so. Warum? Weil du kriegst ein Kontingent frei. Du kannst natürlich immer nachkaufen. Also sprich, du kaufst dann vom Hersteller, also entsprechend dem Plattformholder, dein eigenes Spiel. Aber das machen die Konsolen. Die limitieren dich halt massiv, sag ich mal. Da ist die Switch am limitiertesten, wenn es das Wort gibt. Und auf dem PC da auch? Da kannst du Feuer frei machen. Im Endeffekt ja. Also da, wenn du zu Steam gehst und sagst, ich brauche 1,5 Millionen Promo-Keys, dann werden die auch sagen, hast du sie noch alle? Dann kannst du mal den Traffic bezahlen. Aber wenn es irgendwie sich im Rahmen hält, also im Rahmen ist bei denen auch durchaus ein paar tausend Keys, das geht dann halt schon. Ja, und du musst halt, sag ich mal, ein gewisses Vertrauensverhältnis mit den Leuten auch haben, dass die halt dann sagen, wollen auch gar nicht wissen, wen du es jetzt schickst, das ist dann Steam egal. In dem Fall. Aber natürlich, du musst schon angeben, dass es für PR ist und im Endeffekt wahrscheinlich auch nachweisen können, theoretisch zumindest, dass du es dafür benutzt hast. Ja, wenn du irgendwie dann diese Keys irgendwo verticken willst oder sowas auf anderen Plattformen, dann ist Steam natürlich zu Recht auch sauer. Mhm. Okay. Also fassen wir zusammen, Streamer da draußen, falls ihr das hört oder ihr das seht, schreibt eure beschissenen E-Mails auf euer fucking Profil und kauft euch eine beschissene URL. Kauft euch eine eigene URL und tackert die an die E-Mail dran. Also das Problem gibt es ja nicht nur bei Streamern, es gibt es ja auch bei der Presse. Es gibt oft freie Autoren, ja, und gerade aus dem amerikanischen Raum, sag mal, die auch dann tödlich beleidigt sind. Wenn du sagst, Entschuldigung, du schreibst von einer Gmail-Adresse, die kann ich nicht akzeptieren. Was? Aber ich bin der und der. So, ja, kann ich auch behaupten. Und dann musst du ihnen erstmal verständlich machen, warum du jetzt darauf bestehst, dass sie entweder mit einer offiziellen E-Mail von, was ich, @newyorktimes.de oder so dich anschreiben oder halt mit dem Chefredakteur oder sowas einschalten. Dass du sagst, ja, stimmt, der schreibt für mich. Das ist der. Und das also gibt es oft, dass du die Leute dann erstmal verprellst mit. Ja, dann, da musst du halt überlegen. Kriegst du eine E-Mail, ja, Tag, ich bin der Robert, ich schreibe für die New York Times, gib mal einen Key her. Dann sagst du dann der New York Times potenziell, fuck off, ich glaub dir kein Wort. Oder sagst du, ja komm, hier ist der Key. No? Und naja. Wenn denn die New York Times jemals nehmen. Mhm. Also falls einer von der New York Times zuguckt, schreib mich an. Aber nur bitte von der offiziellen @newyorktimes.com oder so. .de, ne? Genau. .de, ja. Genau. Richtig. Neuamsterdam.de oder sowas. Ja. Nun. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen PR eigentlich und Marketing? Schön. Ich hab ja Geschichte studiert, ja. Von daher bin ich da ja eher so reingerutscht in den ganzen Kram. Und wir haben in Österreich, in Wien, sitzen im Hauptquartier zwei junge Damen, die beide Marketing studiert haben. Wenn diese Frage gestellt wird, sage ich immer, PR kriegst du umsonst und Marketing musst du bezahlen. Und dann explodieren die innerlich.
Und dann fängt also eine mindestens halbstündige Diskussion an, was jetzt alles Marketing ist und was PR. Und dann habe ich meistens dann einfach gesagt, das ist mir einfach zu hoch, tut mir leid, für mich bleibt das ganz simpel. Wenn du es gratis kriegst als PR-Mensch, ist es PR, wenn du Marketing musst du bezahlen. Also sprich, wenn ich Bannerwerbung auf der GameStar habe, muss ich bezahlen. Wenn auf YouTube ein Video vorher läuft, bevor ihr das Video sehen dürft, was ihr sehen wollt, musst du bezahlen. Wenn auf Facebook gesponserte Ads rumlaufen, Marketing für mich. Ja. PR ist alles, ich schicke eine E-Mail raus, hier ist ein neuer Trailer, postet ihn doch bitte mal. Und dann wird der gepostet. Ich bekomme Reichweite und muss nichts dafür auf den Tisch legen an Geld. Ja, das ist für mich PR. Macht das noch einer heute? Ja. Meistens sogar. Also du kriegst das meiste, was meine Arbeit zumindest ist, deshalb bin ich auch PR-Manager, ist halt eben ne, versuchen, umsonst Reichweite zu generieren. Echt? Das machen ja, noch klar. Leute? Ja, ohne Ende. Also du hast sonst, was es immer klassisch gibt, dass du halt so Events machst, wo du halt dann Medienvertreter und Influencer oder und Content Creator einlädst und dann Reisekosten und sowas bezahlst. Das finde ich, das ist schon so, da wird es dann langsam ein bisschen schwammig. Ja, weil du zahlst ja irgendwas dafür, musst Location mieten, musst PCs rankarren, ein bisschen Catering und sowas, ne? Und halt eben vielleicht die Reisekosten sogar noch zahlen, so ein Zugticket für die Jungs und Mädels. Aber es ist eben nicht klassische Werbungsbuchung. Ja, wenn ich sage, ich buche eine Kinowerbung, 3 Minuten läuft da mein Trailer vor dem nächsten James-Bond-Film, das ist für mich klassisches Marketing. Ja, oder halt eben Bannerwerbung und was es da mittlerweile alles für 1000 Möglichkeiten gibt, irgendwo Werbung zu schalten. Ansonsten PR, ja, reagiert noch super drauf nach wie vor. Ne? Die Presse braucht ja auch und ihr im Endeffekt ja auch. Ihr braucht ja was ihr zeigen könnt. Ja. Und wenn es da halt nichts gäbe, habt ihr eben gehört, was ihr jetzt so bewertet und so gespielt und gestreamt habt, das klang ja alles fair nach gekauft und nicht nach gesponsert, ne? Von daher. Aber auch, also ich habe mich sehr viel und sehr oft bewusst zum Kauf entschieden. Denn, also mal einfach als Beispiel, hättest du mich jetzt gefragt, ob ich Darksiders gesponsert machen würde, hätte ich dir gesagt, nee, tut mir leid, weil ich noch nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und mir hat es auch zum Release nicht persönlich zugesagt. Und deswegen, ich finde immer, also gerade bei sowas, ich habe übrigens das neue Darksiders noch nicht reingeguckt, weil das kann ja besser geworden sein. Es wurde ja wieder zum Hack and Slay gemacht oder zumindest gepatcht, um da kurz noch was zu sagen. Für mich ist das immer ganz, ganz wichtig, dass man sich äußern darf dazu. Und wenn man, sage ich mal, Sachen zugesteckt kriegt, hat das immer so einen faden Beigeschmack. Weil ich bin gerne mal ein Mensch, der so richtig schön durch die Decke geht, wenn irgendwas richtig kacke ist. Und wie zum Beispiel Jack the Lions von Handy Games. Das war eine... Das Ding heißt doch schon Rage im Untertitel. Hat da noch keiner drüber nachgedacht? Also ich meine, Wesen kannst du selber noch darüber lachen, aber das war wirklich sehr frech. Hätte ich das gesponsert gekriegt, hey, du willst ja, wäre nicht cool gewesen so. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, wenn man doch seine eigene Meinung sagen möchte. Und vielleicht seid ihr da jetzt eine Ausnahme. Sehr oft sagen Leute, ja, das ist kein Problem. Du kannst ruhig was sagen. Und dann triffst du sie auf der Messe. Also das fand ich jetzt aber nicht so cool im Stream, dass du das gesagt hast. Ich sage, ey, Leute. Und deswegen bin ich mir ein Mensch, ich sage, wisst ihr, dann kaufe ich das lieber. Und dann ist das meine eigene Freiheit, das ist mein Geld. Und ich kann darüber einfach reden. Es hat halt manchmal so Fadenbeigeschmack. Wenn man jetzt natürlich irgendwie eine Woche früher oder so das testen kann, ja, da wird es dann immer schon so ein bisschen kritisch. Dann sagt man, na ja, es wäre schon ganz nett. Ich muss widerstehen. Genau. Nee, also ich kann von mir persönlich gar nicht nur sagen, ich habe, glaube ich, in den 5 Jahren, die ich den Spaß jetzt mache, grob habe ich, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich irgendwo angerufen habe und mich beschwert habe. Ja. Weil es halt teilweise Testergebnisse waren und so weiter, wo halt dann die Wertung so dermaßen tief war, dass es eigentlich ein Tritt in die Eier der Entwickler war. Und das finde ich dann eine Frechheit. Ja, wenn man also wirklich Sachen total mies macht. Ich weiß, dass es oft technische Probleme gibt, dass ein Spiel Bugs haben kann und so weiter. Nur wer dann von da aus sagt, ich habe 5 schlimme Bugs, das ganze Spiel ist richtig scheiße. Ja, dann ist aber die Grafik scheiße, der Sound scheiße, das Leveldesign scheiße, die Charaktere scheiße, die Story scheiße. Das finde ich nicht gut. Das ärgert mich persönlich, ja, und das ärgert die Entwickler persönlich. Das stimmt halt auch einfach nicht, ja. Das ist halt, wenn, keine Ahnung, Fußballspieler Dortmund verliert 1-0, dann sagen die ganze Mannschaft, das ist ein Dreckshaufen. Wird ja auch, ne, wie die Bayern jetzt letztens dann gesagt haben, ne, die würde es unantastbar, bla, und der ganze Quatsch. So eine Pressekonferenz werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber
Naja, das finde ich dann nicht gut und dann meckere ich auch. Ja, wenn halt auch sachlich was falsch ist. Wenn sie einfach im Test oder irgendwo was behaupten oder im Stream was behaupten, was einfach nicht stimmt. Wenn sie sagen, das und das ist Mist, die Story ist blöd, weil es nur einen Charakter gibt, dann sage ich, Alter, es gibt 7. Ja, dann ist halt eine Fehlinformation im Endeffekt und dann ist die Kritik meiner Meinung nach auch nicht standhaft. Ja, weil statthaft. Und ja, ansonsten kann ich immer gut verstehen. Ich bin selber Gamer, ich zocke jeden Tag, ganz ehrlich, also wenige Ausnahmen. Und ich ärgere mich ganz genauso, wenn ein Spiel irgendwie nicht rund läuft. Ja. Jagged Alliance hast du eben gesagt, das mir gefällt. muss ich nicht sagen, aber mir gefällt es tatsächlich. Ja. Ich meine, ich hätte auch lieber ein neues Jagged Alliance 3 gehabt, ist klar. Mit dem ganzen Umfang, den man von den alten Dingern noch kennt, auf jeden Fall. Aber dass Rage jetzt ein richtig schlechtes Produkt ist, das würde ich auch zum Beispiel, muss ich direkt verneinen in dem Punkt, weil ich weiß, dass da halt viel dran gearbeitet wurde, was dran gemacht wurde. Das muss nicht jedem gefallen, da bin ich ganz bei dir. Ich fand, eines der schönsten Dinge, was wir kontrovers hatten, war ja das Elex. Da hast du ja wirklich ein Bewertungsspektrum gehabt von 3 bis 9. Und bei Jagged Alliance sieht es halt nicht ganz so gut aus von den Wertungen her, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auch da gibt es Leute, denen es gefallen hat, sei es Presse, sei es Streamer. Und von daher ist halt die Frage, haben die alle Unrecht? Ja, auch auf Steam sind die Bewertungen mittlerweile ausgeglichen, sage ich mal. Das heißt, du musst ja Leute haben, denen es gefällt. Von daher gibt es halt einfach eine Geschmackssache. Ne? Wobei, dann kann ich jetzt nochmal gleich die Überleitung machen. Wie wichtig ist denn für dich, vielleicht sogar eben an Prämien gekoppelt oder für euch als Firma Metacritic oder die Steam-Reviews, dass da halt was Positives ist und die Entwicklung, was ist für euch denn dann noch positiv? Wo fängt die Zahl an? Weil jetzt zumindest, was wir als Streamer mitbekommen, wer das Spiel hat, keine 90er Metacritic, ist scheiße, kaufe ich nicht. Wo ich mir dann denke, what? Das ist sehr produktabhängig. Erstmal, wir haben keinerlei Prämien an Metacritic, machen wir nicht. Du hast immer, wie sagte einer meiner damaligen Chefs so schön, man weiß es ja nie so genau, hat der Redakteur gerade schlechten Text gehabt, keine Ahnung, hat die Frau verlassen, hat einen Autounfall gehabt am Tag davor, ärgert er sich schwarz und deshalb ist das Spiel für ihn noch schlechter, als es in Wahrheit ist und schreibt dir deshalb einen schlechten Wert auf Metacritic drunter. Genau andersrum funktioniert es auch. Hast du da den absoluten Fanboy sitzen, der Spiele von XY einfach immer per se geil findet und jede Kritik einfach sagt, ach komm, das ist ein typisches XY-Spiel, das ist trotzdem geil. Dann hast du da einen sehr hohen Wert auf Metacritic. Einer meiner besten Freunde auf Metacritic, sag ich mal, ist eine griechische Seite mit fast keiner Reichweite, ragequit.gr heißen die, die aber in der Regel unsere Spiele sehr gut bewerten. Ja, warum auch immer. Ich kenne den Mann, die Leute, die dahinter sitzen, nicht, aber die mögen unsere Games. Die sind genauso auf Metacritic, wie es ein IGN oder ein GameStar ist, haben aber einen Bruchteil der Reichweite. Ja, die steckst du mit einem Stream wahrscheinlich locker in die Tasche, Slav. Von daher, aber trotzdem sind die auf Metacritic. Ja, und deshalb sage ich mal, Metacritic ist eine Sache, das ganze System da ist sehr seltsam. Ihr könnt euch immer verschiedene Spiele mal angucken. Jeder kann es ja mal machen, ja. Und du wirst sehen, die haben einfach eine ganz unterschiedliche Anzahl von Reviews. Manche haben 5, du brauchst 4 Reviews, damit du einen Metacritic-Score bekommst. Ein Zelda hat wahrscheinlich 100, 150 Reviews da drauf. Dann ist das schon mal, sag ich mal, statistisch ganz brauchbar. Wenn du aber 5 Reviews hast, hast du 5 Grüne, dann kann dein Spiel einen theoretischen 100er Metacritic erreichen, wenn die alle 10 von 10 gegeben haben. Und ich glaube nicht, dass das viele Spiele verdient haben. Ja? Und das ist halt Metacritic als System ist so, naja, es ist schon mal nett, es ist ein Indikator. Ich meine, es gibt ja auch ein paar andere von diesen ähnlichen Seiten, so OpenCritic zum Beispiel. Und von daher ist es ein erster Indikator. Ich selber gucke meistens eher auf die Userwertungen. Bei den Dingern auch bei Steam, aber auch da muss ich halt sagen, ist es auch schwierig. Ja, zum Beispiel, welches Spiel habe ich letztens verglichen? Eins von unseren war jetzt deutlich besser, ja, als zum Beispiel ein PUBG, ein GTA, ein Monster Hunter World, weil die auf Steam alle nur ausgeglichen sind, weil es irgendwann mal irgendwas gab, was die Community geärgert hat. Und alle haben es dann downgevotet, ja. Da ist dann nicht die Community schuld, sondern ich finde halt das Steam-System, das ist scheiße, geil, mehr gibt's ja nicht. Und wenn dann sich 5000 Leute aufregen, dass auf einmal bei, ich glaube, bei PUBG die Bratpfanne jetzt anders aussieht und das Spiel downvoten, ist halt die Frage, inwiefern ist das dem Spiel gerecht geworden, ja. Es gibt ja wirklich so diese Hate-Storms auf Steam, deshalb haben sie jetzt auch diese Recent-Reviews da eingeführt extra, die jetzt auch nur bedingt was bringen, sag ich mal, wenn du halt keine Ahnung, guck den GTA, hat glaube ich 300.000 Reviews oder sowas. Und das ist jetzt recent, also 3.000 super, aber bei 300.000, die schon da sind, who cares, ja? Das zählt nach 2 Jahren gar nichts mehr. No? Und von daher ist User-Wertung, finde ich, in der Regel wichtiger als die reine Metacritic, aber ist halt eben auch nicht alles. Ne? Deshalb, den Bogen wieder, dafür seid ihr dann so wichtig.
Ja, dann gucke ich mir einfach mal Let's Play an. Gucke ich da mal 4 Stunden Gameplay mehr an, bevor ich es mir hole. Oder 2 Stunden wegen mir. Dann weiß ich doch, dann sehe ich doch selber. So mache ich es ja auch. Na, ich selber auf User-Wertungen, ja, ich gebe zu, wenn ein Spiel rot ist, auf Steam sage ich, da liest du jetzt nochmal durch, was die alle Mist finden. Habe ich so bei einem größeren Spiel gemacht, was ich mir eigentlich holen wollte gerade, was jetzt heute auch rabattiert ist. Und dann habe ich gesagt, komm, ach, holst du hier, komm, jetzt ist es endlich auf einen vernünftigen Preis. Dann gucke ich mir halt die Sachen an und sage, anders als im Vorgänger, anders als im Vorgänger. Damals war das noch so, jetzt ist es so. Ich dachte, oh, das klingt aber blöd. Ne, dann nicht. Ja, und das verstehe ich halt auch. Naja, alles ist irgendwie von Bedeutung für uns. Und wir sind natürlich am glücklichsten, wenn alles positiv ist und vor allem, wenn es bei den Leuten ganz gut ankommt. Ja, nur das finde ich eben sogar als Streamer mittlerweile halt schwierig. Wie du schon sagst, die Spiele werden halt teilweise für was bewertet, was sie nicht sind, also negativ bewertet. Jetzt im Falle Darksiders, ja, ist kein Darksiders, ist Dark Souls. Und sonst wird alles, was Dark Souls ist, positiv bewertet, außer Darksiders. Das wird deswegen negativ bewertet. Und die Leute lesen das irgendwo, sei es jetzt in den Metacritics, die vielleicht da nicht so top hoch sind, oder in den Steam-Reviews, und kommen dann halt schon mit dieser negativen Grundhaltung in den Stream rein und sagen, ja, na, wie ist das, ist scheiße? Und ich sitze da und habe Spaß und spiele ein tolles Spiel und muss denen erstmal erklären, warum ich jetzt gerade Spaß habe, was halt irgendwie, Also ich habe das Spiel halt eben noch nicht selbst gespielt und haben sich aber eben davon halt schon extrem beeinflussen lassen. Deswegen halt die Frage, wie es euch beeinflusst, aber warum es auch die ganze Gaming-Industrie plus halt die Konsumenten der Industrie halt so beeinflussen, als ob es die absoluten halt Indikatoren für den Spielspaß geworden sind. Ich finde auch, es ist halt viel zu viel Bedeutung. Ich würde am liebsten komplett weg von diesem Rating-System in Zahlen, weil, keine Ahnung, ja, dann lieber eher okay. Kaufempfehlung, keine Kaufempfehlung oder macht Spaß, wenn man vielleicht XY mag, irgendwie sowas halt, aber einfache Zahlen finde ich irgendwie ziemlich schwierig. Kann ich kurz was? Ist nur eine Zwischenfrage. Chat, Plus oder Minus? Wer von euch benutzt in jeglicher Form irgendwelche Bewertungen, um die Entscheidung seines Kaufes festzumachen? Plus für ich nutze Bewertungen, Minus für ich benutze keine. Du weiter, Streams Florian. Zugucken? Also Streams und Let's Plays gucken? Ich rede von Bewertung. Okay. Ich gucke sie mir an, um ungefähr abzuschätzen, wie so der Hype sein wird, wenn das Spiel rauskommt. Wenn so eine Woche vorher schon die ersten Reviews rauskommen, zum Beispiel. Um zu gucken. Also tendenziell würde ich sagen, es sind ein paar mehr Minus, vielleicht 60, 40 zu Minus oder 70, 30 zu Minus. Was mir bei Nils einen entscheidet dann. Perfekt. Ich bin aber auch sehr kritisch, ne? Also ich bin wirklich mittlerweile sehr kritisch geworden, was Spiele angeht. Ja, du, aber guck mal, ich habe zum Beispiel eine E-Mail bekommen von hier Jim Sterling, Jim Position. Da wusste ich halt schon, das wird nicht gut. Aber der hat ja trotzdem sein Key bekommen, ja. Und dem sagst du ja, sagst halt nichts dazu. Sagst du, hey Jim, viel Spaß. Mal gucken, was draus wird. Und dann kommt halt 3 Tage später ein Video und der zerreißt dein Spiel halt bis zum es geht nicht mehr, als ob es durch die schlimmste Beleidigung, die jemals gegen seine Familie ausgesprochen worden wäre, gewesen ist, ja, dieses Spiel zu machen. Damit muss man halt dann leben. Und wenn du es halt auch so kritisch machst, du, es gibt auch immer den schönen Satz, es gibt keine schlechte PR. Ja, das stimmt. Zumindest haben die Leute dann drüber gehört. Ja, zumindest können sie dann entweder sagen, das sehe ich aber ganz anders, oder wenn sie es halt gekauft haben, oder halt sagen, ja stimmt, das ist scheiße, das kaufe ich nie wieder. Und dann, keine Ahnung, kannst du auch ein bisschen was machen. Einer hat ja eben schon im Chat geschrieben, dass das Atlas, dieses Piraten-MMO-Dingsbums da noch, ist ja auch tiefrot, glaube ich, auf Steam, ne? Und die Leute hassen es offenbar, aber es verkauft sich wie geschnitten Brot. Ey, der Witz an der Sache ist, ich habe bei dem Spiel zum Beispiel, bin ich mal ganz neutral rangegangen, so neutral, wie es nur ging, und habe gesagt, Leute, ich kaufe mir das jetzt und dann spiele ich das. Das haben sich ungelogen, 3 Stunden lang Menschen angeguckt, also 1500 Leute, wie ich ständig gestorben bin, weil ich mir nichts bauen konnte. I don't know. Es ist ganz kurios, aber Menschen stehen auf so einen Scheiß. Also das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ich nenne das immer gerne Stockholm-Syndrom der Gaming-Industrie. Leute spielen so eine Scheiße gerne und geben dafür ihr Geld aus. Und ich glaube mittlerweile, je beschissener das ist, desto mehr fühlen sich Menschen fast in der Pflicht, das zu kaufen und bewusst zu verteidigen. Und du kannst noch so plausible Argumente bringen. Wie zum Beispiel jetzt auch bei dir, Florian, mit Fallout 76.
Das ist für mich so ein richtiges. Und den Key habe ich übrigens auch gekriegt, möchte ich sagen, von Bethesda. Und ich fühlte mich so, ich fühlte mich wirklich, ohne Scheiß, ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt, das darüber zu reden, weil ich es ja geschenkt gekriegt habe. Und ich habe sehr lange gewartet und habe mir das sehr gut überlegt, ob ich dazu was sage. Und da ist zum Beispiel für mich auch das Beispiel, Spiele können noch so beschissen sein, irgendwer kauft es immer. Und je beschissener sie sind, desto mehr werden sie gekauft. Leider nicht. Dann wäre es einfach, Spiele zu machen, weil beschissene Spiele machst du billig. Also das, man sieht da auch genug Studios, die pleite gehen, Firmen, die pleite gehen, ohne Ende. Von daher wird längst nicht alles gekauft. Es gibt immer so ein paar, die herausstechen, ja, wo man sagt, okay, da ist jetzt wirklich aus scheiße Gold gemacht worden, wenn man ganz so sagen kann. Aber es ist leider, was heißt leider? Zum Glück funktioniert das auch nicht immer. Zum Glück für uns Konsumenten und leider halt für diejenigen, die halt dann darauf gewettet haben, dass sie damit ihr neues Haus bauen können oder so. Also es gibt so viele Beispiele. Sagen wir mal, okay, das war sehr verallgemeine gesprochen. Sagen wir mal so, es gibt viele Beispiele, wo Spiele sehr beschissen sind und die gekauft werden. Ja, aber das liegt dann an anderen Faktoren. Bei Atlas zum Beispiel war es Ark, was vorher schon bis zum Erbrechen gespielt wurde und die Leute einfach nur ein neues Ark wollten. Dass es jetzt so sehr ein neues Ark wird, hat wahrscheinlich niemand mitgerechnet. Aber und bei Fallout 76 war es halt auch Bethesda, die dahinter standen und der Name Fallout und so. Selbst wenn Red Dead Redemption richtig kacke gewesen wären, hätten die Leute es wie die Irren gekauft. Bei FIFA ist es auch immer das Gleiche, weil FIFA einfach der Name ist. Oder bei den ganzen Activision-Titeln hier, wie sie auch alle heißen. Das sind dann gerade, was hörst du da auch für Kritiken? Also wenn du in Call of Duty oder in FIFA, wird sich auch das Maul drüber zerrissen, sag ich mal jetzt ganz ehrlich. Da hassen das die Leute ja und dann dieses verdammte Foot, ja, immer dieses scheiß Abzocke im Nachhinein noch, was soll denn das? Oh, Ronaldo, geil, klick, klick. Also, ja, ich meine, im Chat habe ich gerade was Schönes gelesen. Dass einer sagte, als wichtiger Faktor sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen, dass viele Menschen sich nur dafür entscheiden, eine Review zu schreiben, wenn sie negative Erfahrungen gemacht haben, weil meistens sehr negative Dinge an den Spielen gefunden haben. Ja, das glaube ich ist, dass man sich, glaube ich, sehe ich auch selber so, dass man sich eher bemüßigt fühlt, sag ich mal, was Negatives zu schreiben, wenn einem was Negatives aufgefallen ist, ja. Ich versuche halt, aber mir die Waage zu halten bei meinen Steam-Reviews, die paar, die ich da so schreibe, dass ich auch, wenn man was für, so ein kleinen Ode hereinsticht, ja, ich sag mal, um GTA würde ich nie ein positives Review schreiben, weil die es einfach nicht brauchen, aber wenn ich irgendein Indie-Spiel finde mit 5 Bewertungen, dann mache ich es ab und zu mal schon. Ja, und ich finde, es wird sich halt zu sehr an diesen negativen Dingen halt aufgehalten. Also um jetzt zwei Beispiele zu nennen, okay, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, was Fallout 76 jetzt war oder Atlas oder was weiß ich, oder Sea of Thieves. Aber du hast zum Beispiel Mass Effect Andromeda, was halt nur wegen der Gesichtsanimation völlig zerstört wurde. Oh nein. Und dem Spiel halt fast keine Chance mehr gegeben wurde. Und wie halt jetzt im Fall halt eben auch von Darksiders, wo halt gesagt wurde, ja, ist halt eben nicht Darksiders, hat ein neues Combat-System, ist kacke. Wo ich mir halt denke, okay, das ist jetzt sehr, sehr pauschalisierend gesagt. Well, but Mass Effect Andromeda, Markus, nicht immer nur die Hälfte erzählen. Da war ganz viele Game-Breaking-Bugs drin, Freundchen. Das war zur Release nicht spielbar. Come also the fuck on. Ich hatte davon nichts. Bei den Gesichtsanimationen gehe ich von vorn. Die waren creepy. Aber mein Charakter ist nicht durch die Gegend geglitscht und hat irgendwelche Spastenanimationen gemacht. Naja gut, ich habe auch Brot im Kühlschrank. Das heißt trotzdem nicht, dass es die Welthunger nicht existiert. Also richtig. Also es kann auftreten. Natürlich kann es auftreten, aber es kann auch nicht auftreten. Und eben zu pauschal sagen, das ist halt überall und immer so und ruiniert das komplette Spiel. Das ist natürlich dann auch sehr subjektiv, ob dich halt die Gesichtsanimationen so aus der Immersion raushauen, dass du sagst, du kannst das Spiel nicht spielen oder nicht. Also das heißt, da war halt quasi eher der riesige D-Hype um das Spiel. Aber auch zu Recht. Ich hatte damit Spaß. Du, ja, jetzt nimm 10 Leute, du hattest, und 9 war nicht cool so. Also ich meine, verstehst du, du musst auch mal die Relation verstehen. Also, weißt du, wie ich meine? Ich fand das eigentlich auch ganz nett, das Andromeda. Nicht so gut wie davor, die, aber. Ja. Dann sagen wir einfach, 7 Leute, bei denen ging's nicht. Ja. Und bei 3 war es cool. So. Dann ist doch ganz normal, dass Leute das ansprechen. Ich sag mal, für einen 60-Euro-Titel möchte man das wohl bitte mal erwarten. Und das ist wohl als Gamer eine ganz kleine Erwartung, die man hat. Dass zumindestens
die Leute, mit denen du redest, dass die Fresse funktioniert. Also, ich bitte dich. Das ist eine ganz, ganz kleine Erwartung, die man dort hat. Und ich glaube, dass viele gar keine Probleme haben, dass es Bugs gibt, weil sie wissen, ey, okay, das ist ein 100, 150-Stunden-Spiel, da kann schon mal was schief gehen. Aber sowas? Naja, ich weiß ja nicht. Dafür bezahle ich ungern 60 Euro. Wir kommen vielleicht auf 50-50, weil Hälfte Chat sagt, war gut, Hälfte Chat sagt, war kaputt. Also einigen wir uns vielleicht auf 50-50. Na gut, dann ist es 50-50. Trotzdem ist die Kritik an der Stelle einfach berechtigt. So. Und zum Beispiel auch bei Darksiders, ich bin auch ein Mensch, der gesagt hat, puh, das neue Combat-System gefällt mir persönlich nicht so gut und habe es dann ausgemacht. Und ich habe aber nicht gesagt, dass es ein Kackspiel ist. Und ich habe einfach gesagt, Leute, ich finde einfach, für mich ist Darksiders, die ersten beiden Teile waren Rätseln und Hack and Slay. Das habe ich jetzt nicht. Das gefällt mir nicht. So. Ganz einfach. Bei Mass Effect Andromeda, natürlich muss man das immer noch überdramatisieren. Also ich bin ein Mensch, ich überdramatisiere gerne Dinge, weil dann ist es einfach witziger. Punkt. Ja, und ich glaube, das ist halt zum Beispiel auch der Punkt, dass einige der Zuschauer es nicht verstehen, dass das bei dir, bei Jim Sterling, das Konzept ist, einfach daraus eine Show zu machen, dann auch zu sagen, was Kacke ist. Das ist nicht mein Konzept. Ein bisschen halt was wegstreichen sollten, wenn sie sich eine eigene Meinung bilden und nicht einfach nur sagen, ja guck mal, der hat ja völlig kaputt geredet, das Spiel wollen wir gar nicht mehr weiter angucken. Das ist nicht mein Konzept, Markus. Mein Konzept ist es, meine Meinung zu sagen. Es geht nicht darum, Spiele zu zerreißen. Ich kann dir auch gerne Lobesreden über Anno 1800 kann ich dir führen. Ich kann dir Lobesreden über Darksiders 1, 2 machen. Ich kann dir Lobesreden über noch was für Spiele. Kann ich dir auch stundenlang, kann ich ganz verliebt in die Kamera gucken und sagen, oh Markus, kannst du dich auch erinnern? 2018, als Mutant rausgekommen ist. Mann, das hat doch XCOM voll in den Schatten gestellt. Die Story da drin. Oh, und die Charaktere und die Grafik, die Musik, das war so stimmig und oh, das können wir auch gerne tun. Habe ich kein Problem mit. Und das ist immer so die Differenz. Man sollte halt einfach nicht, bin ich der Meinung, man sollte sich nicht davor sträuben, auch mal was dagegen zu sagen. Man kann nicht alles cool finden. Und ich bin so ein Mensch, mir gucken aber tausende Menschen zu. Und die legen darauf Wert. So. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ich bin ein sehr lauter Mensch. Und ich unterstreiche auch gerne meine Meinung, wenn es kacke ist. Also zum Beispiel bei Darksiders habe ich das ganz in Ruhe gemacht. Wirklich. Habe ich gesagt, ey Leute, bei dem Spiel will ich nicht unfair sein. Ich fand die ersten beiden Spiele toll. Also jetzt gerade, wo Florian da ist, fand ich toll. Das sagt mir nicht zu. Ganz in Ruhe. Wenn ich aber sowas habe wie Atlas oder wie einen Mass Effect Andromeda oder ich habe sowas wie Fallout, ey, da kriege ich Gänsehaut, da fahre ich außer Haut. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo ich sage, wo ich dir immer wieder widersprechen muss, mir ist das sowas von scheißegal, ob dir Fallout 76 Spaß macht. Das ist mir so Wumpe, du hast eine scheiß Verpflichtung. Du unterstützt damit Betrug eines Publishers und dessen solltest du dir bewusst sein. Und da werde ich richtig sauer. Da fahre ich außer Haut. Und das kann mir auch nicht egal sein, weil ich liebe Games. Ich verdiene mit Spielen mein Geld. Ich liebe die. Und wenn mich jemand betrügt an der Stelle, dann könnte ich ausrasten. Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Hier, stellt sich alles auf. Da wäre ich wahnsinnig, werde ich da. Und dann zu sagen, oh ja, Mass Effect Andromeda war gar nicht so schlimm. Fuck my life, das kostet 60 Euro. Das war einfach mal ein fucking Millionentitel und die haben das Einfachste, in Anführungsstrichen, nicht auf die Kette gekriegt. Wie soll ich da ruhig bleiben? Natürlich, ey, ohne Scheiß, tut mir leid, aber da geht's los. Da komme ich richtig in Fahrt. Da könnte ich gleich los. Muss los. Also, weißt du, wie ich meine? Und da sind wir sehr kontrovers. Ich weiß, wie du das meinst. Und du liebst Spiele genauso sehr wie ich. Nur ich muss das irgendwie kanalisieren. Ich mag das nicht, wenn Menschen so eine Scheiße unterstützen. Und schon gar nicht da, wo ich arbeite. Weil in meinem Vorgarten kackt keiner. So. Verstehst du, wie ich meine? Ein super Plädoyer. Ich finde das mal schön. Ich bin auch sehr impulsiv beim Zocken. Schmeiße ich Sachen durch die Gegend, hau auf den Schreibtisch und so weiter, wenn irgendwas nicht gut läuft. Ich habe auch schon durchaus mal ein Spiel angeschrien, weil das Spiel so scheiße war. Nicht, dass das Spiel ist, was mich interessiert hätte, aber ja. Ich verrate jetzt nicht welches.
Aber ja, es gibt also auf jeden Fall, hast du vollkommen recht, das sollte man auch dann ansprechen. Wo ich nicht ganz bei dir bin, ist, wenn du sagst Betrug. Weil das ist immer erstens ein sehr schwerer Vorwurf, weil das wirklich ein Straftat ja auch wäre. Und zweitens passt es halt nicht ganz, ja. Hast du nicht eben gerade gesagt, du hast eine Plastiktüte gekriegt? Ja, und? Siehst du? Das ist Betrug. Betrug ist, puh, also daran jetzt Betrug. Die tauschen also, sie jetzt ich glaube, um. Die Definition von Betrug müsste sein, dass es Absicht wäre. Und jetzt müsste man klären, ob es absichtlich war, dass sie es A draufgeschrieben und B verschickt haben. Also, das ist aber in dem Fall kann ich mir gut vorstellen, dass das Originalteil nicht mehr richtig fertig geworden ist. Dass du entweder allen Leuten eine Collector's Edition kaufen, sagst, pass auf, ihr kriegt jetzt eine Plastiktüte statt eine Segeltuchtüte. Ja, und schickst es trotzdem raus, damit das funktioniert. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen. Und das, wenn du als CE-Käufer, ich glaube, die haben wahrscheinlich abgewogen, gesagt, wir halten die CEs jetzt noch, was ich, 8 Wochen zurück und dann kriegen die es ins Spiel. Ich glaube, da wäre der Shitstorm einiges größer gewesen. Würde jetzt so meine Vermutung sein. Ich weiß es nicht, ich will jetzt auch gar nicht für Bethesda sprechen. Aber das wäre, und da hätte auch jeder gesagt, das ist doch Betrug, warum haben die anderen Penner schon vorher? Ich muss hier warten. Und von daher ist wahrscheinlich, wir hatten Mist und wir hatten Scheiße zu aus, weil wir haben uns für Mist entschieden. Würde ich jetzt vermuten, ja. Wäre jetzt mal rein hypothetisch, also nicht, dass es irgendeine Insight hätte. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber ja, in dem Fall hast du vielleicht so recht, dann ist es eben nicht, das ist ganz klar nachvollziehbar vor Gericht, auch dass es ein Betrug dann wahrscheinlich wäre, weil es halt eben. Es ist nicht drin, was drauf stand. Ja, bei einem Computerspiel wiederum ist es sehr, sehr schwierig. Wenn du sagst, steht drauf, gute Story, ich finde die Story scheiße, ist Betrug. Ja, weißt du, was ich meine? Nee. Also sowas sage ich nicht. Nee. Also nochmal, es wurde offensichtlich öffentlich angepriesen, dass dort ein Sack drin ist. Blöder Sack. Aus Segel scheißt die Wand an und du kriegst Plaste. Du kriegst einfach eine beschissene Aldi-Tüte, wo ein Motorradhelm drin ist. So. Und das ist Betrug. Punkt. Und das. Ja. Ganz einfach. Ich kann dir. Pass auf, Florian. Brauchst du ganz zufällig ein Audi? Ich stell dir morgen einen VW vor die Tür. Es ist ja nicht. Sondern der hat dann eine VW-Fußmatte drin. Ja, genau. Du hast trotzdem eine Audi A8. Genau. Alles geil, es ist dein Audi, aber hat eine Fußmatte von VW. Ja. Und sagst dann, weil es eine Fußmatte ist, gehe ich jetzt vor Gericht und es ist Betrug? Weiß ich nicht. Ich habe gerade gesagt, ich biete dir ein Audi an und bring dir aber ein VW. Wo vorne. Das wäre Betrug. Siehst du? Ja. Aha. Das ja, aber sie haben dir ja nicht eine Tüte verkauft. du hast ja nicht gesagt, oh, ich bestelle mir jetzt die Fallout 76 Segeltuchtüte. Ich bestelle mir die Collector's Edition mit dem Helm, dem Figürchen, dem Artbook, dem Spiel, dem Karton und der Segeltuchtüte. Ja. Ist, glaube ich, die Segeltuchtüte ist, glaube ich, eher im Verhältnis auf dem Niveau der Fußmatte beim Audi. Ja, weißt doch, du nicht? Nee, für mich nicht, nein. Okay. Wie viel Geld hat die gekostet? Richtig, ja. Wie viel hat die gekostet? 150 Euro, 200, sowas. Ey, wenn ich nicht 200... Die Collector's Edition. So, die Tüte, keine Ahnung. 50 Cent, wenn überhaupt, so nicht mal. Wahrscheinlich. Das macht für mich eine Menge aus, wenn ich 200 Euro ausgebe, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ach, sogar, ich wusste es nicht. Ich habe das Ding ausgemacht. So, ach, cool, da ist ja sogar ein blöder Sack bei. Den habe ich in den Helm unten gestopft. Der ist auf dem Schrank. Ich habe den seitdem nicht mehr angefasst. Das war es. Ich wusste noch nicht mal, dass ich eine Segeltuchtasche bekommen hätte sollen. Ich lese sehr gerne Kleingedrucktes. Ja. Seitdem ich gerne Verträge kündige, wenn mich jemand übers Ohr haut. Und deswegen, ich bin da sehr allergisch bei. Und ja, wir diskutieren da sehr gerne 10 Minuten drüber übrigens, weil ja, das sehr wichtig ist. Ist ja auch dein gutes Recht. Ich nicht. Super, ne? Ja, du nicht, ich weiß. Boah, worüber möchtest du denn diskutieren? Wie wir auch immer da hingekommen sind, über die Gespräche. Markus, sprich dich mal diesbezüglich bitte aus. Was? Weil zu deinem Punkt mit den Reviews. Du hast ja vorhin gerade gesagt, du warst bei Darksiders, dass Leuten das nicht Spaß gemacht hat oder dass sie das nicht gut fanden und so schon in den Stream gekommen sind. Da bist du stehen geblieben. Weil ich finde deinen Punkt dazu sehr interessant. Genau, aber ohne, dass die halt größtenteils das Spiel halt spielen. Das finde ich jetzt das Schwierige. Also das heißt, ich weiß nicht, ob sie dann in den Stream kommen, um ihre Meinung, die sie sich gebildet haben, nochmal verstärken wollen und dann überrascht sind, dass jemand eine andere Meinung hat. Oder ob sie einfach nur halt polarisieren wollen. Keine Ahnung. Also prinzipiell,
man kann nicht jedes Spiel gut finden. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber dann muss ich halt nicht zu den Punkten gehen, wo das Spiel halt eben noch gespielt wird, nach den ersten Tests, wo halt klar ist, demjenigen macht das Spaß, er will es weiterspielen. Und da dann halt jedes Mal sagen, ja, aber ich finde scheiße, es ist ja scheiße, die anderen haben es ja auch scheiße bewertet. Spiel ist scheiße, 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 scheiße. Und du willst halt einen Stream machen mit einem coolen Game, wo du halt Bock drauf hast und die Leute wollen es dir halt malig reden. Finde ich übrigens auch schwierig und da bin ich ganz bei dir. Das ist, ja. Das ist generell, und da, Entschuldigung, da gebe ich dir auch recht, es ist schwierig, da es doch sehr negativ geworden ist mittlerweile und das sehr, sehr, nicht kontrovers. Es geht aber, glaube ich, gar nicht mehr um Spaß bei der Sache, sondern ich glaube, dass es, so wie du schon gesagt hast, sehr im Sinne des Polarisierens heute generell einfach alles sehr negativ gesehen wird und alles kritisiert wird. Ich möchte kurz anmerken, ich polarisiere damit übrigens nicht und ich verliere dadurch sehr viele Zuschauer, dass ich das mache, mal so nebenbei. Und auch gewisse Anhängerschaft. Aber du hast recht, währenddessen man das spielt, glaube ich, hat das mittlerweile einen sehr großen Stellenwert angenommen oder Stellenwert bekommen, dass sehr viele Sachen sehr negativ gesprochen werden. Ich versuche immer noch die Ursachen zu finden. Das will ich jetzt aber gar nicht aufmachen, das Fass. Was ich halt eben nicht verstehe, dass halt vieles, wenn du dann irgendwann halt einfach sagst, ich habe jetzt keinen Bock auf deine eigene Meinung, dann wird dir gesagt, ja, du erlaubst mir meine eigene Meinung halt nicht. Hier in deinem Chat darf ich doch sagen, was ich möchte. Nee, darf er nicht, hast Hausrecht, schmeiß ihn raus. Das heißt, ich gehe doch jetzt auch nicht als Schalke-Fan auf die Bayern München oder Dortmund Hauptversammlung und sag, Dortmund ist scheiße, ist meine Meinung. Warum gehe ich denn überhaupt dahin? Oh, das würde ich übrigens witzig finden. Ja, nimm eine Kamera mit. Wollen wir das mal machen? Falls ich dann eben nochmal rauskomme. Und Eis. Man kann sagen. Ja, und natürlich kann man eine eigene Meinung haben und eigene Meinung bilden ist super wichtig. Das sage ich auch immer meinen Zuschauern, die reinkommen und fragen, wie findest du das Spiel? Ich sage ja, ich mag das Spiel wegen XY nicht, aber ob du das magst, das musst du doch selber entscheiden. Und wenn du dich dann entschieden hast, ja, dann bleib und guck weiter, wenn du das gut findest. Und wenn nicht, ja gut, dann geh und komm beim nächsten Spiel wieder. Aber mir dann permanent die eigene Meinung wieder aufs Brot zu schmieren, wenn du es gerade schlecht findest, du musst mich nicht überzeugen, weil ich finde es bereits gut. Vielleicht solltest du konsequenter werden und Leute einfach rausschmeißen. Ja, irgendwann, wenn die mir auf den Sack gehen, dann werden sie auch getimeoutet. Aber weil das zieht dann irgendwann nur die Stimmung halt runter. Weil dann fängt der Chat dann halt zu diskutieren. Dann hast du die Leute, die es nicht gut finden, die diskutieren mit den Leuten, die es gut finden. Und das ist dann irgendwann nervig. Hast du selber, Florian, in deiner ganzen Zeit des PRs schon mal so richtig einen Shitstorm abgekriegt? Also für ein Spiel. Nicht du selber, ja, sondern deine Firma oder der Publisher, wo du arbeitest. So richtig eigentlich nicht, nee. Der Jagged Alliance war schon ein ganz gutes Beispiel. Und zwar bevor es rauskam, vor allem. Da war wirklich, es ist kein Jagged Alliance 3, es ist scheiße. War der Tenor bei der Ankündigung. Ja, hat sich größtenteils so gehalten. Es ist per se scheiße, ohne es gesehen zu haben, ohne eine Gameplay-Szene gesehen zu haben. Kacke, weil es ist nur ein Spin-Off und es kostet nicht 60 Euro, sondern 20 und bla bla bla. Dann muss das Spiel automatisch scheiße sein. Was dann viele auch gesagt haben, es ist auch Mist. Ja, okay. Aber es haben dann eben auch Leute gemerkt, gesagt, naja gut, also als Taktikspiel ist es ganz cool und ich habe auch oft die Reviews gelesen und sagen, hätten sie es doch nicht Jagged Alliance genannt, dann wäre es ein schönes Spiel gewesen, ja, weil die Leute mit durch das Jagged Alliance halt eine Erwartungshaltung gehabt haben und die wurde nicht erfüllt. Sagen viele, wurde nicht erfüllt. Und da gab es dann schon im Vorfeld vor allem eben einen Shitstorm, klar. Was man möchte. Aber jetzt auch nicht in dem Drama, dass wir da hunderttausende Downvotes hatten oder sowas. Ich glaube, da sind unsere Themen auch, sag ich mal, jetzt zum Glück nicht so ganz im absoluten Fokus der Gaming-Landschaft per se, zumindest bei Jagged Alliance jetzt nicht. Das ist ja auch eher so ein nischigeres Thema, ne? Rundenstrategie ist ja jetzt nicht das Ding überhaupt. Also wenn das nächste GTA halt ein Problem hätte, dann sieht es, glaube ich, ganz anders aus mit Shitstorm. Da erleben wir mal, was da der Superlativ von ist. und von daher geht es eigentlich. Aber ja, das ist schon Kritik, wo man sagt, im Vorfeld, naja, wollt ihr nicht erstmal gucken, wenigstens, ob es doch ganz nett ist? Entschuldigung. Und das fühlt man sich dann selber erstmal ein bisschen unfair behandelt von Anfang an, wenn man sagt, naja, entschuldige mal, es ist nicht das, was du jetzt haben möchtest, aber wir sagen ja auch nicht genau, deshalb hieß es ja auch nicht 3, sondern hat eben Subtitle gehabt und hat 20 Euro gekostet, schon Vollpreis zu sein, ne? Und klar, da kann man immer noch sagen, ja, dann nennt es gefälligst nicht Jagged Alliance
Und dann sind wir halt wieder da, wo ich eben schon war, sagte, naja, bekannte Marke, kannst du aber mehr Leute mit für interessieren, als wenn es jetzt klar ist, das Spiel heißt jetzt Umpa Lumpa Tactics. Dann kommt halt keiner. Ja. Ja. Oder, das ist eben das Risiko, dass man dann Bird gleichzeitig... in the Jungle, was weiß ich, ja. Ich glaube, mach du, Stabby? Das ist halt das Risiko, dass man dann halt auch mit einnehmen muss, dass wenn du einen Namen nimmst von einem anderen Spiel, darunter aber eigentlich ein komplett anderes Spiel oder ein halbwegs anderes Spiel rausbringst, hast du natürlich den Namen da stehen und erreichst viel mehr Leute. Gleichzeitig wirst du aber auch viele Leute prellen eben, sehr viele vokale Leute, die halt dann wiederum sagen, ja, aber warum dann Jagged Alliance? Warum nicht eben Umpa Lumpa? So, und ich glaube, das ist so eine zweischneidige Klinge, mit der man dann einfach rechnen muss, glaube ich. Also ich kann mal ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich habe morgen meinen Job noch, aber als erstes Mal von den Dingen gehört habe, du kriegst ja intern auch erstmal gezeigt, wenn es schon in der Entwicklung ist. Ne? Und dann habe ich halt die ersten Bilder gesehen und dann die Feature-Liste und was mir fehlt und so weiter dann gesehen und dachte so, warum man das? Will doch keiner. Ja, und dann habe ich es halt auch mal gespielt und fand das, was ich dann gespielt habe, davon unabhängig, ob es jetzt ein Jagged Alliance ist oder nicht, ja, fand ich ganz in Ordnung. Es war ein solides Taktikspiel, ist es immer noch, ja, und es ist dass das kein Jagged Alliance 1 und 2, darüber müssen wir auch einen großen Unterschied machen, kein Jagged Alliance 1 und 2 ist. Darüber braucht man, glaube ich, nicht zu reden, ja. Weil es einfach diesen großen Content nicht hat, weil es diesen super geilen Strategiemodus nicht hat, den ich mir auch total wünschen würde, ja. Was willst du machen? Also, sag ich mal, in dem Fall, dann haben wir noch ein bisschen herumgeschraubt, ja, das ist halt, dass der Taktikteil ein bisschen solider geworden ist und haben es halt so rausgebracht, ja, weil dann sagst du auch nicht zu einem gewissen Zeitpunkt, okay, wir stampfen alles jetzt ein, machen wir mal neu, das machen die wenigsten Firmen, sag ich mal, das kannst du dir erlauben, wenn du Blizzard bist und das Konto voll hast ungefähr, aber wenn du halt nicht das bist und auch ein bisschen auf finanzielle Aspekte achten musst, dass du zumindest solides Business machst, einfach nur, ja, dann wirfst du so ein Produkt nicht weg, was ja einfach ein solides Spiel war. Wenn man sich die Wertung mal anguckt im Schnitt, die sind ja auch durchwachsen, das ist ein schönes Wort dafür, das ist ja nicht 0% auf Metacritic oder irgendwie absolut negativ auf Steam und so weiter. Das heißt, wir haben also durchaus auch Leute gefunden, die mit dem Spiel Spaß haben und es gerne gespielt haben. Und damit ist es ja für uns als Firma erstmal wieder auch ein vernünftiges Geschäft. Und das dann 3 Tage vor Release quasi das Spiel zu löschen, weil die Leute bei der Ankündigung sagen, wir wollen aber Jagged Alliance 3, wäre aus Firmensicht totaler Blödsinn. Ja. Da hast du halt relativ viel Geld verbraten für nichts. Weil kriegst du ja keinen Cent wieder, ja. Und deshalb macht man halt so eine Entscheidung und trifft die. Und wir wollten halt mal gucken, ob die Marke überhaupt noch irgendjemand interessiert. Und das auf jeden Fall haben wir rausgefunden, sehr viele Leute, ja. Das weißt du ja auch nicht. Wir sind ja immer so ein bisschen auch der Leichenflatterer, wenn du fast schon willst, ja. Dass wir halt alte Dinger rauskramen, die halt seit Jahren niemand mehr gespielt hat, weil sie einfach lange keine Nachfolger mehr hatten. Und dass man ein bisschen schaut, klappt das heute überhaupt noch? Interessiert das überhaupt noch? Und kennt das noch jemand? Wenn ich irgendwo auf einen beliebigen Schulhof oder wegen mir auch schon auf einen Universitätscampus gehe und rumfrage, Jagged Alliance, dann guckst du in fragende Gesichter. Ja, wenn du nicht mindestens 30 Jahre alt bist, sag ich mal fast, dann hast du von dem Spiel noch nie was gehört. Ja, und deshalb, ja, schauen wir, was aus der Marke wird. Hm. Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, die Überleitung ist ein bisschen holperig, aber Eurojank, sagt dir das was? Tatsächlich habe ich das Wort noch nicht gehört. Okay, dann erklärt dir Slappy kurz mal, was Eurojank ist. Ich? Ja. Darf jetzt erklären, was Eurojank ist? Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon 3-mal gemacht hier. Deswegen ja. Eurojank sind Spiele, die nicht unbedingt AAA sind, obwohl sie sehr häufig für einen AAA-Preis rauskommen. Das ist aber nur eine Randnotiz. Die vielleicht von einem Entwickler gemacht sind, der entweder noch nicht so viel Erfahrung hat oder eher ein kleineres Studio ist. Und was man dem Spiel dann eben auch anmerkt. Also es ist ein Studio in Entwicklung quasi. Und das Spiel, da steckt zwar viel Liebe drin, aber auch sehr viele Features, muss man so auszudrücken. Und da diese Spiele... Ja, genau. Da dieses Spiel... Oder diese Spiele sehr häufig aus Europa kommen, auch aus Deutschland sehr stark, haben sie irgendwann diesen Beinamen Eurojank bekommen. Es gibt aber auch definitiv Janky-Spiele, die aus, weiß ich nicht, aus den USA kommen und so. Das ist jetzt nicht unbedingt nur auf Europa bezogen. Aber ja, zum Beispiel Elex war das letzte große Beispiel, das da eben reinfiel, weil das sehr janky war. Aber trotzdem natürlich eine sehr, sehr große
Lokalpatrioten-Anhängerschaft hatte, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, so wie heißen die Entwickler nochmal? Piranha Bytes. Piranha Bytes haben auf jeden Fall sehr, sehr viel von dieser großen Erwartungshaltung von früher noch, trotz Gothic 3, kann man ja schon fast sagen. Ja, das Schöne beim Piranha Bytes Spiel, finde ich, ist, du weißt, was du kriegst. Ja, wenn du den Entwickler kennst, wenn du die Spiele verfolgt hast, weißt du, die werden jetzt nicht auf einmal was ganz anderes machen mit dauernd Cutscenes und hast du nicht gesehen und geh links, geh rechts und das wirkt sich auf die Story aus, bla und so weiter. Sondern du kriegst halt eben ihr Open-World-Rollenspiel mit riesig viel Content, ja, mit gewöhnungsbedürftiger Steuerung, mit kernigen Charakteren, mit dem typischen Ruhrgebietscharme, der wahrscheinlich außerhalb von Deutschland nur bedingt ankommt, wobei, wenn ich mir angucke, dass die eigentlich in Osteuropa fast gefeierter sind als bei uns, kommt der also auch in anderen Teilen der Welt gut an. Und von daher, man weiß, was man bekommt, ganz simpel, ja. Und es gibt unglaublich viele Leute, mich eingeschlossen, die mit sowas sehr viel Spaß haben, weil ich eben auch seit dem ersten Gothic da dran hing. Und ich muss sagen, persönlich hat für mich das mit am meisten bedeutet, mit den Jungs mal zusammenzuarbeiten zu können, ja. Da war ich so happy, als ich davon gehört, dass wir mit denen was machen, ja. Weil mir das einfach, das ist was, das kann ich meinen Schulfreunden noch erzählen und das kennen die. Machen heute alle was ganz anderes, die zocken teilweise überhaupt nichts mehr, ja. Und ich sage, ich habe mit denen von Gothic, nee, das ist ja lustig, ne. Klasse, das wissen die halt noch. Das ist für mich dann persönlich so ein bisschen Fame auch. Ja, wo ich mich dann selber sage, geil, ich darf das machen, das ehrt mich dann. Und für mich ist das Spiel, ich fand's klasse, meine Frau hat das vom Bett durchgezockt, ja, die sonst immer sehr, sehr ausgewählt und dann, wenn, sehr intensiv zockt, aber die zockt auch echt wenig. Und ich selber hab's durchgezockt, mir hat das Spaß gemacht. Ja. Ich fand dort Elex war jetzt echt auch solide und wir haben dafür das sehr schöne Bandbreite an Kritiken auch bekommen. Ich weiß noch, wie mein Chef irgendwann morgens reinkam und der lachte Tränen. Ein erwachsener Mann, Geschäftsführer, relativ sozusagen chefiges Auftreten kann er auch, sag ich mal, rüberkommt wie eine Autoritätsperson. Der lachte und war sich scheckig am Lachen, hatte Tränen in den Augen aufgrund eines englischen Reviews, hat das dann vor sich hingestottert, weil er kaum vor Lachen lesen konnte, von einem Typen, der beschreibt, wie er von einem Raptor die ganze Zeit durch die Lande gejagt wird und immer wieder von diesem Raptor getötet wird und immer der Raptor erwischt ihn jedes Mal und hat das halt eindeutig als Bug deklariert, weil überall taucht dieser Raptor auf und hat ihn total fertig gemacht. Er ist in die Lager gerannt, wollte, dass der Raptor kaputt gehauen wird. Es hat nicht funktioniert. Der war total verzweifelt und schrieb eine 3 von 10 drunter. Und das Ding hängt ausgedruckt bei uns an der Wand. Weil der Chef das so schön fand, ja. Weil das ist genau das, das muss ich, sowas will ich lesen, ja. Und das fand er halt großartig. Ne? Und das ist, was soll ich sagen? Ne? Das, für mich funktioniert das Ding, das hat super geklappt, das ist auch gut bei den Leuten angekommen. Muss mal gucken, wir haben beim Computerspielpreis den Publikumspreis gewonnen, wo gevotet wird, der einzige Preis, wo halt nicht die Fachjury da hinten im Kämmerchen hockt, sagt, ja, ist das beste deutsche Spiel, sondern eben, wo die ganzen Leute abstimmen müssen, da haben wir halt gegen Mario und Battlefield gewonnen. Ja, mit Elex, ETF mit Elex, muss ich ja vorstellen, ja, und dann saßen wahrscheinlich die Herrschaften von EA im Publikum, oh, blöd, sonst kriegen wir den immer. Und das fand ich halt schon ganz schön. Und auch wie die Piranha Bytes auf den Messen rumkommen und so weiter und so. Und wie die sich ergeben. Die sagen den Leuten klipp und klar, das kriegst du. Ja, das hat ein paar Ecken und Kanten vielleicht noch, wobei sie da mittlerweile sehr viel dran schleifen. Seit Gothic haben sie es ja auch mitgekriegt. Die haben seitdem auch 3 andere Spiele vorher gemacht, ja. Und es ist ja auch, Gothic 3 ist jetzt was, wie lange her? 12 Jahre, 10 Jahre mindestens. Das ist ja schon in der Computerspielezeit ist es ja schon Dekaden an uns vorbeigezogen. Das ist ja eine ganz andere Ära des Gamings noch quasi. Und wie gesagt, das Ding findet seine Leute. Guck mal in die Verkaufsstatistik, wenn ihr zufällig diese Gameswirtschaft folgt, ja. Einzige deutsche Spiel in den Charts von den physischen Verkäufen des Elex. Das heißt ja was. Alles andere ist nur FIFA und Battlefield und Call of Duty und Mario und hast du nicht gehört, die ganzen Dinger. Und das Einzige, was in Deutschland entwickelt wurde, was in diesen Charts vertreten ist, ist Elex. Ganz falsch kann es nicht sein. Und wenn du halt ein Spiel für eine gewisse Zielgruppe nur machst und die groß genug ist, passt. Also wir sind mit dem Spiel hochzufrieden und ja, was soll ich sagen? Piranha Bytes ist nicht arbeitslos. Ne? Ich sag mal so, Witcher 1 und 2 würde ich auch noch in Eurojank einkategorieren. Also Witcher 1 definitiv. 1 schon, ja. 2 ja. Wird es schon langsam eng, glaube ich. Ne? Aber da, ich finde den Begriff auch gar nicht jetzt schlimm. Ja, also ganz ehrlich, Eurojank, wenn man jetzt Europa als Ganzes sieht, ist die Spieleindustrie, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Hits, die wir spielen, kommen mittlerweile aus Schweden.
Muss man auch mal so sehen, ja, ganz oft kommen geile Spiele aus Schweden. Du hast eben das Mutant Year Zero angesprochen zum Beispiel. Aber ein Battlefield wird auch nicht in den USA entwickelt. Ja, in Call of Duty gibt es auch aus Europa ganz viel. Und wie sie alle heißen. Natürlich gibt es auch geile amerikanische Studios, keine Frage. Und dass Deutschland noch so ein bisschen hinterherhinkt, das kann er auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben wirklich in Deutschland Probleme damit. Warum, wieso, weshalb, kann ich gar nicht so genau sagen. Das bräuchte, glaube ich, eine Studienarbeit, warum das alles Probleme gemacht hat. Wir hatten ja mit Crytek, sage ich mal, durchaus mal so einen Global Player am Start, der halt dann ins Schlingern geraten ist und jetzt halt nur ganz gut, sage ich mal, noch irgendwie durch sich boxt. Und im Endeffekt, dann war es das ja auch schon fast. Wenn man jetzt THQ nicht als deutsche Firma, respektive österreichisch-deutsche Firma sehen möchte, dann sieht es in Deutschland echt mau aus. Und ich weiß halt, dass die meisten deutschen Entwickler wirklich von Spiel zu Spiel zu Spiel arbeiten und immer mit einem Bein in der Insolvenz stehen, ja. Und das ist ja echt schwierig, ja. Und die können halt eben nicht wie ein, sag ich mal, keine Ahnung, Rockstar jetzt auf, was weiß ich, wie viele 100 Millionen verkaufte Einheiten GTA zurückgreifen und sagen, Geld spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Also Geld haben wir genug. Das sagt dir kein deutsches Studio, ja. Wohingegen du sowas schon auf Messen mal triffst. Ich habe also eine Zeit lang auch dieses BizDev gemacht, wo du halt neue Spiele dann scoutest. Und da hast du halt teilweise Schweden gehabt. Dann sagst du, okay, cool, das Spiel finden wir super. Wie viel Geld brauchst du? Dann guckt der Jan, Geld habe ich von der Regierung gekriegt, danke. Also, oh, schön. Ja, dann super. Ne? Das gibt's bei Belgiern, das gibt's bei Norwegern und so weiter, dass die halt eine Förderung bekommen, ihnen wirklich hilft, dass sie das Ding quasi alleine durchfinanzieren können. Ja, mit einem kleinen Studio natürlich. Du kannst mit auch der Förderung aus den anderen europäischen Ländern kannst du kein AAA machen, keine Chance. Ja, oder sehr geringe Chance. Weil es halt eben sehr teuer ist, so ein Game zu entwickeln mittlerweile. Im Endeffekt brauchst du einfach je höher die Qualität werden soll, gerade im grafischen Bereich, im Präsentationsbereich, desto mehr Leute brauchst du. Leute kosten Geld, das ist im Endeffekt die einzige Ressource, die ein Spiel wirklich verschlingt an Kosten. Ja, und wenn halt sich 300 Leute 2 Jahre ein Spiel entwickeln, dann kann da jeder rechnen. Ja, die kriegen halt auch ein ganz normales Monatsgehalt, die Jungs und Mädels, die das Ding machen. Und das ist halt dann direkt mehrere Millionen, wenn da 300 Leute dran sitzen. Sehr viele Millionen. Und die muss halt auch mal wieder einspielen, ne? Und wenn du das Risiko halt gehen kannst, dann solltest du halt möglichst ein sehr großes Konto mit sehr viel Geld drauf haben. Dann kannst du das Risiko machen. Das hat in Deutschland niemand. Ja, no one. Ergo, ja, die Gründe vielleicht jetzt. In Amerika hört man oft, dass es mehr so Risikokapital gibt. Dass du also wirklich einen Geldgeber findest, der sagt, ja, ich glaube, du machst das ganz cool, hier sind 50 Millionen, hab Spaß. Und ich glaube, das gibt es, glaube ich, in Deutschland quasi null. Ja, in unserer Branche zumindest. Und mal gucken, ob sich das demnächst vielleicht mit der Bundesförderung oder sowas ändert, werden es erleben. Da habe ich jetzt eine Überleitung zu quasi zur nächsten Frage, genau, die sich halt um dieses Thema halt beschäftigt. Und zwar, ich nenne es mal, ist die Gaming-Industrie im Wandel, um genau diesen Effekt, den wir jetzt mit der Finanzierung, dem Vorschuss und der Nachfinanzierung, um das halt eben zu umgehen. Und zwar Stichwort Game as a Service. Dass halt Spiele nicht mehr quasi als Einzelspieler Singleplayer-Erfahrung rauskommen, fertig, sondern quasi Mikrotransaktionen drin sind, wo halt noch Geld immer nachgeschossen wird. Das heißt, sie haben halt nicht nur die Verkäufe von dem Produkt, sondern über Monate oder gar Jahre hinaus, bis vielleicht, also jetzt nehmen wir mal vielleicht FIFA Ultimate Team als Beispiel, wo halt eben eine ganze Saison halt eben noch Geld fließt, bis das nächste Produkt verkauft wird. Das heißt, sie haben stetiges Income. Was sagst du als Spieler, was sagst du als PR-Mensch und was sagst du von THQ? Weil zumindest Darksiders hatte sowas nicht, Elex hatte sowas nicht. Würdet ihr Game-as-Service prinzipiell auch präferieren, weil stetiger Income oder eher so, geh mal weg mit dem Zeug? Aktuell ist es bei uns eher so, geh mal weg mit dem Zeug. Das mag jetzt gar nicht unbedingt dem rein wirtschaftlichen Interesse geschuldet sein, weil es wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich vernünftiger wäre. Da setze ich aber schon direkt ein kleines Sternchen. Aber wir wollen das nicht. Der Chef findet das blöd. Ganz simpel erstmal gesagt. Ja. Und du musst auch erstmal als Firma das leisten können. Das sagt man immer so einfach. Wir bieten jetzt die Games as a Service an. Dann musst du den Leuten aber auch ständig irgendeinen neuen Foot-Spieler, irgendeine neue Map, irgendein DLC, irgendein Ding präsentieren. Das muss dauernd was kommen. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, Games as a Service, yay. Und in 1,5 Jahren kriegt ihr ein großes Add-on. Da hast du halt keinen Service mehr, das macht auch keiner. Diese ganze Ingame-Microtransactions-Kram braucht auch Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Du musst da halt Teams haben, die das machen, die es produzieren und die es auch verwalten. Du musst ja im Spiel die Möglichkeit haben, was zu kaufen. Du musst jemanden haben, der, wenn die Kreditkarten abbrochen, ich glaube, der wird dir anrufen und sagt, Alter,
Das ist nichts. Hat nicht geklappt. Oder du rufst da an, ey, das ist falsch von meiner Kreditkarte abgebucht worden. Oder. Da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, den ich dir mal auch dann nebenbei noch als Service liefern muss als Firma. Und dass du dann damit sehr leicht sehr viel Geld verdienen kannst. Das steht auf einem anderen Blatt, wenn du halt die Kapazitäten hast. Ja. Und ich glaube, also wir alle wissen, man kann sich ja die Jahresberichte von Electronic Arts und sowas angucken, das sind ja große börsennotierte Unternehmen, dass die halt mit Games as a Service und Co. halt am meisten mittlerweile verdienen, fast schon. Klassischen Verkauf hier schon fast hinausgeht, wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber es entweder hat sich die Waage gehalten oder es ging darüber jetzt sogar hinaus im letzten Bericht. Und das ist für die halt ein veritables Mittel, Geld zu machen. Klar. Aber dass das jetzt, dass das notwendig ist, dass, wie das immer behauptet wird, dass Spiele immer teurer werden und man deshalb diese Services dringend braucht, das ist Bullshit. Tut mir leid. Ja, Ubisoft setzt ja auch vermehrt drauf, wo es Tendenz Richtung halt zumindest Waage, wenn ich es, also Waaghaltung zwischen Gameverkäufe und Ingame-Service-Transaktionen. Activision ist halt vorne halt mit dabei, EA ist vorne halt mit dabei. Bei EA finde ich ganz spannend, das neue Battlefield, was ich übrigens auch Weihnachten gezockt habe, viel, die haben ja gar nichts mehr zum Kaufen, außer irgendwelchen kosmetischen Quatsch. Ja, also die gehen ja jetzt wieder davon weg. Da gibt es ja keine Lootboxen, da gibt es ja keine Add-ons mehr in dem Sinne. Wie es sie noch bei Battlefield 1 gab, da musstest du, Rise of the Tsar, das heißt es da, guck mal zusammen spielen. Na, ich musste aber für 15 Euro den DLC kaufen, bla 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 bla. In Battlefield 5 gibt es ja gar nicht mehr. Da kannst du ja nur irgendwelche blöden Skins für dein Maschinengewehr kaufen, die ich eh nicht erkennen kann, geschweige denn ich sehe das Maschinengewehr vorher, bevor ich von jemand erschossen werde. Also, die gehen ja so ein bisschen, zumindest bei dem Spiel, so ein bisschen davon wieder weg. Ne? Ja, dafür haben sie jetzt einen anderen tollen Service eingeführt. So ganz verkappt unter diesem ganzen Ding. Was ist das? Ja, du kannst jetzt deine Abonnements abschließen und dann darfst du alle EA-Spiele spielen. Das kam so, jetzt schön damit raus. Ja, klar. Aber das habe ich mir zum Beispiel gekauft, ja. Weil ich sagte, ich habe mir überlegt, ich spiele FIFA, ich spiele Battlefield, ich spiele Anthem. Dieser komische Pass kostet 100 Euro. Da weiß ich, okay, da spare ich mir Geld. Eben. Ja, diese drei Spiele will ich haben. Die finde ich cool. Ja. Werde ich definitiv spielen, respektive kaufen. Ergo, also für mich hat sich das gelohnt. Und deshalb finde ich, also das ist ja für mich eine ganz andere Geschichte als Games as a Service. Weil Games as a Service ist ja, was der Markus schon sagte, dieses ständige Befeuern mit neuem Content, den ich gefälligst zu bezahlen habe, so ungefähr. Damit ich ja, eben das war ja das Perverse so ein bisschen, dass du halt mit deinem Kumpel zusammen dasselbe Spiel spielen kannst, der hat aber schon Erweiterungs XY, du nicht, dann musst du sie ja kaufen, um das mit ihm zu spielen. Das fand ich, das war schon ein bisschen nervig. Von daher, ich weiß es nicht, also notwendig, das kann mir kein Mensch erzählen. Ja, wer auch immer sagt, das wäre notwendig, dass es diese Service-Dinger gibt, stimmt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein sehr teures, ein risikobehaftetes Produkt im Nachhinein weiter abzusichern finanziell, dass du halt mehr Geld damit verdienst. Und wäre nur das der einzige Weg, würde es ja, ich glaube, Steam hat gerade die 30.000 Spiele auf Steam-Marke durchbrochen vor ein paar Wochen. Ich möchte wage zu behaupten, dass weit über 90, wenn nicht 95, wenn nicht gar 99% dieser Spiele keinen Games as a Service anbieten. Was jetzt über vielleicht ein DLC oder sowas hinausgeht. Von daher geht's auch ganz sicher ohne. Ja, ich bin da kein Fan von. Also ich kaufe mir das Spiel, beziehungsweise spiele das Spiel und meistens scheitert es dann schon, dass ich den Season Pass Inhalt irgendwann nochmal spiele, weil der kommt ja meistens erst Monate nachher raus, da bin ich dann halt aus dem Spiel halt schon raus und spiele das nächste Spiel und gehe nicht nochmal zurück. Ja, im neuen Assassin's Creed zum Beispiel habe ich jetzt gesagt, ich wollte es eigentlich gar nicht kaufen, ja, weil ich dachte, wartest du, bis der ganze Kladderadatsch hinten dran erschienen letztendlich, dann kannst du das ganze Ding mal durchspielen. Habe mich aber doch zu meinem Glück, muss ich sagen, weil ich sehr viel Spaß damit hatte, hinreißen lassen. Aber den ganzen Season Pass gedöhnt und so spiele ich erst, wenn das fertig ist. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, weil es für mich bei diesen Story-Spielen, da sage ich mal, naja, da möchte ich aber auch ein paar Stunden darin eintauchen und nicht jetzt da mal zwei Stunden Häppchen, nee. Habe ich bei Zelda auch gemacht. Ist ja auch gelohnt. Ja. Da gibt es ja auch mal die GOTY Edition. Sie sind ja dafür auch ganz dankbar eigentlich, ne? Das stimmt. Was denn? Was nimmst du so? Naja, das Ding ist halt, dass diese Dienste ziemlich cool sind. Also für den Preis für 100 Euro, wie Flo schon gesagt hat, ist das sehr, sehr cool. Eigentlich. Aber irgendwo muss da ein Haken dran sein. Ich versuche immer noch den Haken zu finden. Abo-Falle. Ja. Ist es ja. Ist es. Genau, du kannst ein Jahr spielen, danach hast du Pech gehabt. Dann sind die Spiele weg. Ja. Wenn du zahlst halt nochmal 100 Euro, dann kannst du ja weiterspielen. Ne? Was jetzt, sag ich mal, bei einem storybasierten Spiel, in meinem Fall, da ich so viel zocke, weiß ich halt, ich würde jetzt kein FIFA 18 mehr anpacken. Ja.
Also, ich spiele kein Battlefield 1 mehr. Ja, weil das ist für mich durch, ich spiele ein paar Monate. Jedes Spiel im Endeffekt, ja, außer bei zwei, drei Dauer-Highlights, eben, was ich eben gesagt habe, World of Warships und Heroes of the Storm von Blizzard sind meinen Kumpels, das sind die Dinger, die ich mit denen rauf und runter spiele. Ja, weil die halt einfach, die spielen kaum was anderes noch. Teilweise zumindest, die spielen wirklich nur dieses eine Spiel, wenn überhaupt. Und es ist auch mehr ein animierter Chat, sag ich mal fast, der ja, für uns. Wir wollen ja ein bisschen quatschen abends und dabei spielen wir halt irgendwas und schreien uns ein bisschen an und trinken Bier und das war's. Und es ist halt relativ egal, was wir spielen schon fast. Und das sind halt eben die, wo wir hängen geblieben sind, ja. Und, aber ansonsten sind die Spiele für mich nach einem gewissen Zeitpunkt einfach durch. Ja, ich würde halt nie auf die Idee kommen, drei, vier Jahre das gleiche Spiel immer wieder zu spielen, wenn es halt schon Nachfolger gibt und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch bloß keine Werbung für den EA Pass machen, das soll EA bitte schön selber machen. Ach, den kaufen genug Leute. Ja, ich glaube auch. Er wird auf der PS. Also ich hatte ihn damals auf der Xbox, aber wie gesagt, auf der Sony-Konsole gibt es den ja leider nicht. Würdest du ihn dann geben, weil ich mag prinzipiell auch die NHL, NFL-Klamotten, das heißt für umsonst, dafür, dass ich sage, ja, ich würde sowieso Anthem und FIFA spielen, würde ich noch viele Spiele umsonst mitspielen können. Ja. Gibt's aber eben auf der Sony-Konsole halt nicht. Nee, gibt's nur PC und Xbox. Xbox, da hat er angefangen und für PC gibt's ihn halt mittlerweile auch. Ne? Genau. Dann gibt's halt den von Microsoft, der Game Pass heißt er, glaube ich. Der gilt für beides sogar. Wenn du den für die Xbox kaufst, hast du ihn für PC direkt mit. Echt? Hm? Klar. Hm. Wir haben ja aber da kannst du bei dem Game Pass. Warte ganz kurz, nicht, dass ich Scheiße erzähle, weil mich da eigentlich nur die Microsoft-Spiele interessieren. Die sind ja jetzt, die haben dieses Play Anywhere. Das ist ja ein ganz cooles Feature von der Xbox. Du kaufst dir digital. Nur digital, Achtung, ein Spiel für die Xbox, hast es auf dem PC automatisch mit. Also wenn ich Sea of Thieves sage, spiele ich auf der Konsole im Wohnzimmer und sagt die Frau, ey, ich will jetzt How I Met Your Mother gucken, verpiss dich. Dann muss ich halt auf den PC ausweichen und kann dann sofort da weiterspielen. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ja. Aber nicht für alle Spiele, tatsächlich. Nee. Nee. Also die Halo-Reihe zum Beispiel gibt es jetzt nur für die Xbox. Okay. Ich hatte den auch auf der Xbox, weil ich NHL gespielt habe. Ich meine, wie gesagt, das Ding ist ja, die sind ja gar nicht schlecht, die Dinge. Aber ich suche immer noch den Haken darin. Ich suche ihn und ich werde ihn noch finden. Den gab es auf jeden Fall, weil da, bis zum aktuellen Battlefield zumindest, hast du ja die DLC-Inhalte nicht bekommen. Da kam genau dieses Problem, was ich sagte, du kriegst zwar das Spiel gratis, aber wenn du jetzt noch die Add-ons haben willst, ja, dann zahlst du bitte extra. Was aber mit dem neuen Battlefield ja ad acta gelegt wurde, eben weil sie da sagen, ja, weil es immer im Game Pass ist und bla und so weiter. Also die genaue Strategie hat sich auch für mich noch nicht erschlossen. Aber im alten Battlefield war das zum Beispiel eins der Probleme. Das hätte ein Haken sein können. Bei FIFA hast du halt im Endeffekt immer noch für jedes Foot-Kartenpaket sollst du halt Kohle nochmal hinlegen, glaube ich, ne? Oder? Ja. Du musst mal extra kaufen, keine Ahnung. Kauf die Dinger nicht, ich spiele FIFA nur für mich selber, Kumpel vielleicht, aber für die sollst du halt extra Geld hinlegen. Also das ist dann der Haken wahrscheinlich, dass du das noch machen sollst. Warum das jetzt schlechter wäre, als das im Laden zu kaufen und dann die Food-Pakete zu kaufen, sehe ich jetzt eigentlich nicht, aber... Keine Ahnung, mal gucken. Ich habe es mir nicht geholt. Ich habe Battlefield zurückgegeben. Wieso? Im Laden? Finde ich doof? Oder? Nee, weil ich das Spiel vorbestellt habe für 70 Euro und jemand, der ein Monatsabo abgeschlossen hat, durfte das schon 4 Wochen vor mir spielen. Ja, das war auch komisch. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann EA, weißt du was, dann fick dich doch. Wenn dir mein Geld nichts wert ist, dann verpiss dich. Und dass das Spiel nicht komplett rausgekommen ist, also dass Leute 4 Wochen vorher spielen durften und da noch nicht alles drinne war und lauter solche Sachen. Aber ich will damit jetzt nicht anfangen, sonst heißt es ja wieder, oh, Disney mag Computerspiele nicht. Aber es hat halt einige Sachen haben nicht so funktioniert. Und ich bin auch, ich habe dann gesagt, wisst ihr was, ja, dann gib mir meine 70 Euro zurück. Ich spiele dein Kackspiel nicht, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ich schließe das Abo bei dir nicht ab. Also tschüss. Und da war das halt für mich gegessen so. Und dann wollte ich das halt nicht spielen. Ganz einfach. Und deswegen versuche ich immer noch zu hinterfragen, was daran der Haken ist. Und wenn es nur die Abo-Falle ist. Weil ich bin da immer, ich bin halt an dem Punkt angekommen, wo es für uns als Streamer einfach nur noch so ein Circle-Jerk ist. Und das heißt einfach, wir kaufen alle mögliche Scheiße, egal was das kostet.
Also es ist wirklich völlig Bums und es ist auch völlig egal, was es kostet, weil es ist ja Arbeitsmaterial und du kannst es ja von den Steuern absetzen. Und ich bin halt so jetzt gerade, wo ich sage, wisst ihr Leute, ich kann das zwar machen und mir tut das nicht weh und ich verdiene damit mein Geld, aber was lebe ich denn den Menschen vor? Ich lebe ja dann den Menschen genau das vor, was ich eigentlich so ein bisschen verachte. Und genau deswegen entscheide ich mich häufiger heutzutage einfach zu sagen, nein, dann behalte ich mein Geld. Dann spiele ich halt in der Woche ein Rimworld und kaufe das lieber auf drei verschiedenen Plattformen, dass ich mehr Rimworld kriege, hab dann zwar dasselbe Geld nochmal irgendwo ausgegeben, aber hab's dann sinnvoller bezahlt. Und genau deswegen bin ich da so kritisch bei dem Dienst oder Game as Service, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und wir haben halt auch gemerkt, sag ich mal so ein bisschen, dass das bei vielen Leuten so geht wie dir. Da machen wir halt im Endeffekt diese Premium-Produkte, ist einfach der Begriff dafür jetzt, nicht, dass die alle super sind, wollte ich jetzt gar nicht sagen. Mhm. Darf ich natürlich schon sagen, aber was ich meine, Premium halt, also du kaufst es einmal und da hast du es halt. Und das machen wir jetzt auch von Nintendo Games auf Mobile zum Beispiel, da steigen wir jetzt auch komplett drauf um, was eigentlich auch gegen den Trend ist. Weil mittlerweile machen die ja alle nur so Free-to-Play, mega casual irgendwas, ja, und wir machen halt, alles kostet halt ein Preisding dran, kostet dann 5, 6, 7 Euro. Und das ist es. Du kannst da nichts anderes kaufen, da kommt vielleicht eines Tages ein Nachfolger, mal möglicherweise ein Add-on oder sowas, ja, wenn überhaupt. Aber das war es, ja. Und weil das einfach auch das ehrlichste und normalste Geschäftsmodell vorkommt, ich habe ein Spiel, zahle dafür, ich kann es spielen, solange ich will, Punkt. Ja, immer rauf und runter und ich kriege auch alles. Nicht, dass da eben die Hälfte fehlt und so weiter und so fort, wie es ja viele in der Kritik haben. Das könnten gerne andere anders sehen, das ist halt eben unsere Strategie, ist eben die. Bisher funktioniert die für uns auch ganz gut. Ob uns dann vielleicht möglich Gewinne flöten gehen, wer weiß. Ich glaube, ja, dass dieses... Entschuldigung, mach weiter. Nö, im Endeffekt war ich fertig. Ne? Also viel zu der Aussage kann ich da nicht mehr erweitern. Das ist halt, wir wollen das so, wir machen das so und es funktioniert auch. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, ganz normal so dieses Business zu machen, wie es halt seit im Endeffekt 30 Jahren in der Computerspielbranche halt gang und gäbe ist, seit dem ersten Sid Meier-Spiel oder so gefühlt wird das Ding halt verkauft und da hat man es, Ende. Ich glaube, dass das mittlerweile durch die großen Jungs, also ich sage jetzt mal Blizzard, Ubisoft, EA, dass die einfach so ein lautes Rauschen verursachen, dass du gar nicht mehr richtig zuhören kannst. Und so Sachen, auch wenn mir jetzt zum Beispiel Elex nicht gefällt oder auch andere Brettspiele oder jetzt Darksiders, die kommen raus und du hast es. Und davon gibt es super viele. Und immer noch die größte Anzahl an Computerspielen, die du, glaube ich, heute noch, sage ich mal, gut zocken kannst, kommen so raus. Nur, dass wir, also darüber habe ich auch mal ein bisschen nachgedacht, oder ich jetzt, an der Stelle, die laute Scheiße einfach viel zu dominant ist. Gerade letztes Jahr, zum Beispiel, regt man sich heute noch, und da zähle ich mich selber dazu, immer noch über Fallout auf. Obwohl es unendlich viele geile Spiele gab. Viel mehr als beschissene eigentlich. Und das ist eine ganz komische Sache. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Das geht jetzt mal in die Runde als Frage. Ob euch das auch so geht, dass irgendwie die negativen Sachen gefühlt als Erinnerung dominieren, obwohl eigentlich genug positive Sachen draußen sind. Ja klar, ich meine, wir reden nicht hier in Plankenschnack über das Game of the Year God of War, sondern über Fallout Taschen. Sollten wir tun. Ja. Aber tut's im Geld für uns. Fallout Taschen ist aber auch scheiße wichtig, dass Leute das... Okay, ja, du hast recht. Du hast recht. Aber ja, vielleicht sollten wir so Rubriken einführen wie Fallout Taschen und God of Wars. God of War war großartig, oder? Boy. Übrigens, guck mal in den Chat, ja, da steht ganz klar, Elex ist nicht gut, ist eine Fake News. Es ist, wie du ja, schon gesagt hast, ich glaube, das Spektrum ist sehr, sehr groß. Und ich für meine Person kann sagen, ich habe Elex gespielt, mir hat Spaß gemacht, ich habe es durchgespielt. Ich habe Red Dead Redemption nicht durchgespielt. Jetzt könnte man sagen, Elex war besser als Red Dead Redemption. Das kann man sagen, ja.
Das ist, also zumindest für mich. Ja, dürfen wir das so zitieren, auf die Packung schreiben, oder? Aber schreib da bitte nicht Plankenschnack drauf, so. Weil, alter Verwalter, mein Name mit diesem Satz verbinden, ja, ist nicht cool. Meine Reputation, danke. Mitgefangen, mitgehangen. Nee. Ich fand beide nicht so gut, okay? Du schreibst ja auch in der Regel drauf, das Spiel ist das Beste aller Zeiten, pcgames.de. Du schreibst ja auch nicht hin, sagt nur der von den Zitat Ende. Und mitten im Satz 3 Punkte. Passt ja auch nicht hin sonst. Ja, genau. Das wäre die Herausforderung bei sowas. Das ist natürlich schön, denn es gibt ja viele ältere, viele Kollegen im journalistischen Bereich, die schreiben, bla bla bla, hätte ein super Spiel werden können, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, oder ist ein super Spiel, wenn das und das und das erfüllt wird. Das, Dankeschön, ist ein super Spiel. Punkt, 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 genau. Dankeschön, darf es natürlich leider nicht, aber das würde mein Leben sehr viel einfacher machen, beim guten Zitate suchen. Oh Mann. Wollen wir eine Pipi-Pause einlegen, oder? Die Frage ist, wie lange machen wir heute eigentlich noch? Es ist halt schon 10:45, ne? Ja. Ich meine, es kommen ja noch so übliche Fragen wie, hey, sag mal, Florian, wie findet ihr eigentlich Keyseller? Na lass uns doch mal 3 Stunden über ein Thema sprechen, was sowieso eigentlich grundprinzipiell der totale Scheiß ist. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir noch ganz viel darüber reden. Was kommt denn demnächst so raus? Sehr gerne. Also die Keyseller, blöd. Alles oh, wie er ablenkt! Wie er ablenkt! Demnächst, Wollen wir Pause machen, kurz Pipi-Pause, Leute? Ja, ne? Echt? Ja. Pause? Pipi, ja. Was gibt's? Echt? Ich meine, wenn wir jetzt Pause machen und wir sind danach nur noch eine halbe Stunde online, ne? So lange kann auf jeden Fall sein Pipi halten. Ihr könnt euch gerne jetzt noch weiter unterhalten und ich gehe kurz zur Toilette. Ich muss auch. Ich muss halt auch auf Toilette. Ja, denn, pass auf, geh jetzt, Slappy. Ich will das nämlich wissen, ich möchte reden. Ich finde das heute sehr interessant. Geh einfach auf Toilette jetzt. Warum machst du... Nein! Ich Slappy ist halt so ein richtiger... Pause-Banner. Nein! Wie nein? Können wir immer einen schicken. Ja, denn, geht auch. Wie in der Schule. Ja, dann rede ich jetzt mit... Einer darf raus und darf der andere währenddessen nicht raus. Ich rede jetzt mit dir weiter. Okay. Keystores. Gib's mir hart und dreckig. Einfach überspringen, ja. Das ist... Aus Kundensicht verstehe ich es gut. Ja, ist das Spiel da billiger? Alles cool. Wie in ihre Keys kommen, ist teils dubios. Ja, man muss ja gucken, also ganz oft kriegen sie die aus, was du machst, du verkaufst ein Spiel natürlich billiger an Läden, als es im Laden steht. Ja, ich sag mal, du musst immer jeden Preis, den du im Laden siehst, den du bei Steam siehst und so weiter, kannst du die Hälfte abziehen, das landet beim Publisher. Hälfte ist weg. Hälfte ist immer Steuern und Ladengebühr. Also 30% Steam oder eben die ganzen Läden draußen. Und deshalb können diese Läden natürlich preiswerter verkaufen. Je nachdem, in welchem Land die gerade sind, ist es noch ein bisschen weniger. Oder in der Landeswährung halt eben dann die Hälfte weg und damit hast du noch einen niedrigeren Preis. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die machen sich die Mühe und reißen diese Packungen auf irgendwo. Was ich auch gehört habe von den Kollegen, wenn du so gerade für etwas ältere Spiele, die da auf Zeitschriften sind, ja, dass da dann sich die Keystores eindecken und so weiter und so fort. Und man kann ja mal gerne gucken bei dem Keystore, wo man kauft, wo der seinen Firmensitz hat. Wage zu behaupten, dass viele davon in Hongkong sitzen. Oh ja, sehr viele. Ja. Und ich habe das düstere Gefühl, dass da ganz wenige von Steuern in Europa bezahlen. Ja, wo ja eigentlich ihr Geschäft stattfindet. Ergo, ohne Steuern kann man immer was machen. So ein bisschen wie der Handwerker, der sagt, brauchen Sie eigentlich eine Rechnung? Ne? Kann man jetzt sagen, nee, brauche ich nicht. Spare ich mir 20%, finde ich geil. Ist natürlich klar. Ja, dem Handwerk in Deutschland nützt es nichts. Dass das aber der Person, die da am Bildschirm sitzt und das Spiel billiger kriegt, eine ganze Menge nützt, darüber braucht man, glaube ich, auch nichts zu sagen. Ich kaufe auch gern Sachen billiger, so ist es nicht. Bei den Keystores bin ich jetzt halt berufsbedingt allergisch, ja. Aber verstehen tue ich das auch. Was hast du denn da für ein schönes Biest? Katze. Ich auch, aber was für eine? British Kurzhaar. Haben wir auch 2. Die sind großartig, ne? Ja, wir haben auch 2. Herrlich. Wir haben auch einen so einen grauen, der Gandalf, der ist komplett grau und dann einen so eine, Gott, meine Frau wüsste jetzt, wie das genau heißt, Golden Shaded Debbie Point, hast du nicht gehört, aber... Ja, wir haben auch so einen grauen. Großartige Viecher. Das war, ich fand die Antwort übrigens sehr, sehr schön, dass du sagst, wir können das Thema gerne überspringen. Weil wir haben das wirklich schon sehr oft durch.
Aber jetzt mal kurz, weil der Chat das gefragt hat und die anderen beiden ja unbedingt aufs Klo mussten, kann ich ja die wichtige Frage stellen. Was ist denn mit Kings of Amola? Kingdom of Amalur? Amalur meine ich ja, Entschuldigung. Amalur, ich habe damals bei der BAF sogar noch getestet. Ich fand es ein großartiges Spiel damals. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hat sich leider nicht so gut verkauft, dass sich das für das Studio gelohnt hätte, dass im Zuge dessen die Pleite ging. Und dann gab es eine ganz, ganz lange Geschichte mit, wo diese Marke jetzt letztendlich liegt. Kauft und vertrieben wird Kingdom of Amalur nach wie vor von Electronic Arts. Das alte. Die Rechte an der Marke gehören jetzt uns. Die Rechte am Vertrieb erstmal vom alten Electronic Arts. So. Mehr kann ich dazu, darf ich dazu auch leider gar nicht sagen. Ich darf also nichts ankündigen oder irgendwie erwähnen. Da kommt dann doch wieder leider die Börsennotierung dazu, weil das müsste halt erst an der Börse gemeldet werden und sowas. Aber ja, die Rechte an dem Ding haben jetzt komplett wir. Das heißt, wir dürften theoretisch einen Nachfolger entwickeln, wir dürften wahrscheinlich sogar ein Add-on entwickeln und so weiter. Wie das dann im Vertrieb klappt, müsste man dann gucken. Ja, weil aktuell kriegst du das ja bei und von Electronic Arts. Das Kingdom of Amalur. Und ja, dann müsste man vielleicht auch mit Electronic Arts mal reden, was die sich so vorstellen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Wollen wir gleich weitermachen? Da gibt es bestimmt noch so weitere Fragen diesbezüglich. Da gibt es ja so einige Sachen, die ihr ja schon gekauft habt. Ja. Wie sieht es denn mit Outlast aus? Outlast, das gucken wir uns jetzt erstmal an, was da machbar ist. Ne? Das ist immer, wir kaufen ja erstmal Marken. Outcast oder Outlast? Outcast, haben wir gerade gekauft. Das ist, wenn du es von früher noch kennst, wo du damals warst, glaube ich, dafür berühmt, weil es eines der ersten Spiele war, was die Synchronstimme von Bruce Willis hatte in Deutschland. Das hat, glaube ich, den ersten Ruhm gemacht. Und du rennst halt als so eine Art Agent auf so einem Planeten rum. Ja, ziemlich, hatte auch mich damals ein bisschen so an Fifth Element immer erinnert, das fünfte Element, so vom Style halt her. Cooles Teil, gab es jetzt ein Remake von, was ich ehrlich gesagt nicht gespielt habe bisher. Und jetzt, nach diesem Remake haben wir jetzt die Rechte in der Marke gekauft, ja. Und wer uns kennt, weiß, dass wir halt die Sachen nicht ratzfatz kaufen und dann hauen wir das nächste raus. Ja, und sondern es dauert immer ein bisschen, bis wir da vernünftig geguckt haben, was kann man machen. Und dann hast du ja auch den Punkt, ein Computerspiel zu entwickeln, dauert leider ein bisschen. Ergo wird das dann 1, 2, 3 Jahre in Entwicklung geschickt, bevor es dann rauskommt. Wir machen was mal. Was hattet ihr jetzt, wo ihr nicht da wart? Ich habe jetzt gerade noch Amalur gehört. Kingdoms. Ja, kann ich gar nicht so sagen, wie gesagt. Habe ich nur erklärt, wie es ist. Ne? Wir haben die Marke gekauft und Vertrieb ist halt noch bei EA und boah. Ja gut, man kann jetzt natürlich böshaft sagen, ihr werdet ja nichts kaufen, um nichts damit zu machen. Nur damit es kein anderer machen kann. Wäre ja nicht böse. Hä? Das wäre ja nicht böse gesagt, wäre ja freundlich gesagt. Ja, also von daher. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir damit was machen, ja. Also wir haben nicht so die große Schublade, wo wir einfach alle IPs der Welt reinlegen und sagen, ja, die bleiben jetzt alle da. Machen wir nicht. Ich stelle mir das so geil vor, dein Chef kommt rein. Hey Jungs, wie sieht denn die Sammlung von den IPs aus mittlerweile? Kann mal einer reingucken, was uns so fehlt hier? Wo sind denn hier die Sammelkarten? Und dann geht so ein richtiges, fettes Buch auf. Oh ja. Oh. Du wirst lachen. Ja, das ist doch EA. Dead Space, Dante's Inferno. Die haben ganz viel beerdigt. Wir graben es dann wieder aus. Nicht die von EA jetzt, aber ne, wir graben alte Marken wieder aus. EA sind die sie erst beerdigen, wenn sie nicht mehr laufen. Ja. Es gibt jetzt witzigerweise, wenn man auf Reddit ein bisschen rumsucht, gibt es eine Liste, ich habe leider den Link jetzt auch gerade nicht parat, wo man die IPs, die Studios so haben, im Vergleich sieht. Also jetzt einfach von der reinen Anzahl haben wir EA bald. Das dauert nicht mehr lang. Echt? Ja, das ist, sag mal jetzt, ich aus der Lameng wieder rein in der sagen würde, also aus dem Stegreif, sind wir, glaube ich, so 190 zu 200 oder sowas, Pi mal Daumen, was Marken angeht. Und das heißt, gib uns noch ein paar Wochen, dann haben wir die. Abgefahren. Dann gehen wir jetzt auch in Kauflaune. Uff. Und auf Reddit habe ich das irgendwo gefunden, da gab es eine Liste, so ein Word-Doc, ein offenes, wo ich da reingucken kann und da stand halt schön aufgelistet, welche Firma welche Marken besitzt gerade und das war recht akkurat. Jetzt nicht hundertprozentig Richtigkeit pochen, aber das war ziemlich akkurat, von daher. Euer Chef muss Computerspiele lieben, was? Ja. Ja. Also. THQ Nordic hat ja jetzt auch Coffee Stain gekauft. Genau. Oder übernommen, genau. Oder was auch immer.
Wenn ihr das kaputt also, macht, dann komme ich bei dir persönlich vorbei. Musst du gar nicht zu mir kommen. Ich muss mal ganz kurz, die Struktur von THQ Nordic ist ganz spannend. Es gibt die THQ Nordic AB, die Aktiengesellschaft, also ja, einfach auf Schwedisch, in Stockholm, in Karlstadt, in Schweden sitzen die. Der gehört alles. Ja. Darunter gibt es, das ist quasi der Kaiser, gibt es drei Könige mittlerweile. Ja, du hast den König in Wien sitzen, die THQ Nordic GmbH, für die ich arbeite. Und die mit Abstand die coolste ist natürlich. Dann gibt es die Koch Media, die in München sitzt. Und dann gibt es jetzt eben Coffee Stain. Die sind alle drei Publisher. Ja. Und unter der THQ GmbH wäre jetzt noch zum Beispiel Handy Games und Back Forest Games und die kleineren Sachen, die halt dahin gemacht werden. Ja. Das Tagesgeschäft von THQ macht im Endeffekt auch Wien komplett. Ja, alles, was da so ansteht und so weiter mit Neuentwicklung, bla 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 und so weiter und so fort. Aber Koch und Coffee Stain agieren komplett selbstständig. Das heißt, wenn Coffee Stain, wenn da irgendwas kaputt geht, dann sind die es schuld, nicht mehr. Okay, dann also fahre ich zum Herrn Winger vor. Die Unterfirmen wie Deep Silver sind quasi ein eigener Brei von Koch Media, genau, die tatsächlich Media, nach oben zwar die Berichte abgeben, aber sonst mit nichts zu tun haben. Ja, mit Koch haben wir von THQ so ein gewisses, da haben wir schon eine Partnerschaft in Anführungszeichen, weil die halt eben diesen Vertrieb machen. Das sind dann die, die für uns zum Mediamarkt fahren, um den Bogen zum Anfang wieder zu machen. Aber mit Coffee Stain hat man bisher noch gar nichts zu tun. Das nee, aber halt wurde auch gut gehandelt, muss ich persönlich sagen. Also die Videos, die Coffee Stain dann rausgebracht hat, genau, als Antwort cool, auf die ne? ganze Kritik, fand ich sehr witzig. Der Typ, der dann da in den Videos kurz auftritt, dieser Lars. Ja, Arsch, ja, genau. Das ist der quasi Oberboss, der THQ-Oberboss. Ne? Genau. Was hat Coffee Stain denn gemacht? Die machen gerade Satisfactory. Ah, Satisfactory, ja. Und sie machen, sind Publisher von dem Deep Rock Galactic, was du eben angesprochen hast. Ah! Zum Beispiel. Das war großartig, das Spiel. Genau. Ey, das ist halt. Das ist halt so. Und also, Alter, der Goat Simulator. Der ist wobei, von. Dann kann man ja tatsächlich, wenn man jetzt gerade über Satisfactorio wegen Epic Store, was sagst du dazu? Was jetzt Epic Store oder Discord probiert, halt Steam so ein bisschen mit Marge den Rang abzulaufen, um es interessanter zu machen für andere. Vorsicht, also Andy Dev ist da. Für die Publisher bzw. Entwickler. Ja. Du, warum nicht? Ne? Wir sind mit Dark Souls immer schon bei Epic. Ja, Coffee Stain mit Satisfactory wird da, glaube ich, exklusiv sogar auf den Epic Store gehen. Wir sind nicht exklusiv bei Epic mit Darksiders. Ich finde es okay. Ja, wenn die es machen, ist natürlich schön, wenn wir mehr Geld kriegen. Ne? Das ist gut. mittelfristig müssten die ja dann die Preise noch mit Steam untergraben, weil sie verdienen ja, ne? Könnten dann theoretisch den Preis runterziehen, aber für den User finde ich, ob der jetzt 60 Euro im Epic Store bezahlt oder 60 Euro bei Steam oder bei GOG oder im Humble Bundle oder bei Green Man Gaming oder bei, keine Ahnung, ich glaube, wir arbeiten, ich muss den Sales Manager nochmal fragen, aktuell mit so 60 oder 70 offiziellen digitalen Vertriebskanälen. Ja, das ist eben Green Man Gaming plus X, sag ich mal. Green Man Gaming kennen wahrscheinlich schon viele gar nicht mehr hier im Chat. Doch, doch. Ja, und dann geht es halt noch viel weiter. Das sind, also alles, was danach kommt, kenne ich auch schon nicht mehr. Da muss man jedes Mal googeln, die sind dann teilweise nur regional oder sowas, ja, dass die halt sagen wir, nur in Südamerika agieren, etc. pipapo und solche Geschichten, was weiß ich. Ja. Und von daher, wobei, noch lass im mich Store, kurz einhaken. Bring it on, wir werden da sein, ja. Du sagst selbst, du weißt es schon zum Teil nicht mehr. Nehmen wir mal jetzt an, du hattest ja ganz kurz in einem Satz gesagt, die Seller sind dumm oder doof. Habt ihr eine Liste, was für euch denn okay wäre und was nicht okay wäre? Weil nehmen wir jetzt an, ich bin einfach ein User und ich habe davon keine Ahnung und ich sehe halt, Key aus Hongkong kostet ja, halt super ja, wenig, aber ich denke mir nichts dabei. Ja, nee. Wir haben die natürlich intern mit Sicherheit, klar. Einfach mit denen wir arbeiten, sind halt meistens die, wo wir ein bisschen Reichweite haben und so was, ne? Dass die halt Leute erreichen. Aber dass man jetzt per se als User, sehe ich es auch schwierig, natürlich. Deshalb würde ich das ein bisschen den Konsum von Keyseller-Keys würde ich auch nie im Leben verurteilen. Ja, also ich habe ja erst schon gesagt, wenn man irgendwo billiger ein Spiel kriegt, das würde ich ja auch machen, mein Gott. Aber wenn ich es halt nicht wüsste, sage ich mal, das. Warum nicht? Ja, es ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kauf in irgendeiner Weise verboten sein könnte. Da hat man, glaube ich, diese eine einzige Aktion, wo Ubisoft dann ein paar Keys gesperrt hat. Sonst ist mir nichts bekannt und wir machen das halt auch nicht, weil wir sagen, okay, wir sperren jetzt diesen Key. Was passiert? Der User ist angepisst, weil er das Spiel nicht hat, für das er ordentlich und legal bezahlt hat. Ja, ist ja nicht, dass er irgendwie unter dem Ladentisch eine Hehlerware gekauft hat oder sowas, ja. Das heißt, was haben wir davon? Der Keyseller sagt, kann ich nichts für, waren die blöden Publisher. Ja, und der User ist halt sauer. Wem bringt das was? Niemand im Endeffekt, weil der Keyseller lernt daraus ja nichts. Ne? Sagt ja nicht, aha, ich hab mein Geld, ja, hat er ja auch verdient. Und vielleicht weiß ich nicht, ob man das da zurückklagen kann, keine Ahnung. Aber mit Firmen sitzen in Hongkong dann auch wieder viel Glück. Ne? Also, vor allem hast du es ja eine Zeit lang benutzt, also schwierig. Bin ich der Rechtsexperte, habe ich keine Ahnung von.
Naja, für den User kann ich da gar nichts raten im Endeffekt. Man kennt, sag ich mal, ja, die bekannten Stores. Wer sagt, ich warte auf den nächsten Steam Sale, das kann man, finden wir natürlich schöner. Aber andererseits, wer es im Key Store kaufen möchte, kann ich doch nicht aufhalten. Ja, aber zumindest appellieren und aufklären, dass es halt eben tatsächlich eher kontraproduktiv dann vielleicht ist. Ja, es hilft halt nicht, ne? Weil so einfach dann und im Endeffekt der Publisher hat trotzdem für den Key schon mal irgendwo Geld gesehen. Und wenn der halt sonst woher kommt, hat er halt deutlich weniger dafür gesehen, als er eigentlich möchte. Und wenn die Keystores überhand nehmen würden, ist irgendwann kein Businessmodell mehr draus. Schafft es einfach nicht, Kosten vernünftig wieder reinzuspielen. Dann müsste tatsächlich das stimmen, was immer alle sagen, dass Games immer teurer werden und die Preise angehoben werden müssten. Irgendwann eines Tages. Ja. Aber andererseits machen sich viele Publisher auch ganz offiziell die Preise jetzt schon kaputt. Und die ganzen Sales, die da, unsere Spiele sind gefühlt jede Woche irgendwo im Sale. Ja, wenn Steam durch ist, dann steht GOG auf der Matte, dann ist der Humble Store dran und dann kommt als nächstes jetzt Epic noch dazu und Discord und Twitch. Twitch hatte ja auch einen Store. Das hat ja fast keiner mitbekommen, wie sie das geschafft haben, dass es fast keiner mitbekommen hat. Und den machen sie jetzt wieder dicht. Also der Twitch-Store ist, glaube ich, schon abgeschaltet. Du konntest bei Twitch Spiele kaufen. Digital. Ja, wo sind die jetzt überhaupt? Ich glaube, die Spiele kannst du immer noch kaufen. Ich glaube, kaufen kannst du sie nicht mehr. Deine Library behältst du, aber sie werden diesen Twitch-Store wird abgeschaltet. Der ist das ist zum Beispiel eine Info, die ich noch so nicht hatte. Lief aber durch Twitch-News. Das lief schon rum. Die ziehen sich. Ja gut, aber das ist so eine Krankheit von Twitch. Die holen Produkte raus, bringen sie auf den Markt, machen für eine Woche Werbung dafür und wundern sich, warum ein Jahr später es keiner nutzt, weil die halt nie keine Updates mehr rausbringen und sonst nichts daran arbeiten. Ich finde auch gerade, ich habe jetzt mal auf Store geklickt, Spiele finde ich gar nicht. Ich finde jetzt ganz viele Pullis und so ein Kram. Aber jetzt ein Spiel? Also das Einzige, wo ich es immer gesehen habe, ist, wenn jemand ein Spiel spielt, was es halt unten im Store gab, dann konntest du unten quasi draufklicken, jetzt das Spiel auch kaufen. Das ist das Einzige, wo es mir aufgefallen ist. Genau. Aber ob es das noch gibt, keine Ahnung. Also ich habe das einmal einziges Mal ein Spiel gekauft bei Twitch, als Elex rauskam, weil es da durch einen kleinen Fehler irgendwie für 9 Euro zu haben war. Da gab es das für 9 Euro. Ja, musste ich aber ausprobieren, ob das wirklich klappt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Und oh, dann gab es natürlich irgendeinen Fehler und dann war es dann gut. Hast du es denn bekommen für 9 Euro? Ja. Da gab es irgendeine Aktion, das war irgendein Fehler gewesen mit einer externen Webseite, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Irgendwie so eine Rabattseite oder sowas und da hatten die irgendwie viel zu viel Rabatt gegeben. Dann konntest du es tatsächlich im Twitch-Store, hast du es dann für 9 oder 10 Euro gekriegt am Release-Tag. Hm. Dann hast du natürlich sofort, ich hatte mit Füllmann drüber gesprochen, der wollte sich das Spiel angucken, wollte aber irgendwie auf den Sale warten und dann habe ich ihm halt eben den Screenshot geschickt vom Twitch-Ding, dass das Ding für 9 Euro drin ist und er wollte es trotzdem halt nicht kaufen, okay. Der Füllmann. Nee, das war ein paar Stunden auch nur, weil es halt ein Fehler einfach gewesen ist, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er gemacht wurde, aber es war halt weg. So passiert's. Wir wollten doch eigentlich schon zum neuen Thema gehuscht sein, bevor die Klopause war, oder? War das doch, oder nicht? Nö, das waren die IPs quasi. Das, was viele Leute wissen wollten. Ja, wobei, und ich was persönlich so, hätte da noch eine Frage, aber ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt dazu sagen kannst. Irgendwann von Nordic kam mal Alan Wake raus. Habt ihr da auch noch irgendwie die Rechte dran an Alan Wake 2 theoretisch? Ja, oder ist das rechte Chaos? Bin mir ehrlich gesagt bei sowas auch gar nicht sicher. Das ist, sage ich jetzt ganz ehrlich, mein Lieblingssatz ist über meiner Gehaltsklasse. da bin ich nicht involviert in solche Vertragsverhandlungen und so weiter. Alan Wake war auch, bevor ich bei THQ war, ist das ja gewesen. Und was damit jetzt ist, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, es gab ja zwischendurch das Quantum Break, haben die ja gemacht, ne? Erstmal. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran die jetzt sitzen. Ich glaube im Moment das nächste, was sie angekündigt haben, als zumindest Remedy mit 505, ist Control. Soll dieses Jahr, glaube ich, noch rauskommen. Richtig, das war's, ja. Aber da haben wir, glaube ich, überhaupt nichts damit zu tun. Naja, wir hatten halt, was wir haben, ist mit Microsoft ab und zu eine Kooperation für diverse Titel, dass wir die halt in den Handel bringen für sie, in PC-Version auch nur. Dass wir halt dann eine Box-Version bauen und die halt in die Läden stellen. Ja, Ende letzten Jahres, Sunset Overdrive zum Beispiel. Genau. Das kam jetzt ja dann doch nochmal raus, abgesehen von Windows 10 eben auf Steam und die Boxed-Version ist dann von euch. Genau, richtig. So, deshalb kann ich zu Alan Wake leider nichts sagen, sorry. Schade. Ja, nee, ich würde mir halt eine Fortsetzung
prinzipiell wünschen, egal wer sie mir mal halt macht, genau wie Kingdoms of Amalur. Ich habe es halt eben beides sehr gerne gespielt und schade, dass die halt mehr oder minder irgendwann dann jetzt vom Tisch waren, Insolvenz und rechte Chaos erstmal irgendwas verhindert haben, dass halt nochmal was damit passiert. Ich glaube, jeder, der Alan Wake 1 gespielt hat, würde sich Alan Wake 2 gerne wünschen, aber müsste das nicht dann bei Remedy auch irgendwo liegen? Also ja, sowas kann immer relativ kompliziert sein. Ich sage, ja. Amalur habe ich ja eben gesagt, da EA darf es verkaufen und wir dürfen jetzt Nachfolger machen. Den wiederum dürfen dann wir verkaufen. Aber das aktuelle ist Alan Wake, Amalur, das darf halt EA noch verkaufen. Ja, wobei Remedy ist ja in dem Fall der Entwickler. Das kann man ja vergleichen mit From Software, Demon's Souls Sony, Dark Souls Bandai Namco. Ja, ja, genau. Klar, die haben halt eben auch nicht die Rechte daran. Entwickler war zwar From Software, aber ja, wie gesagt, Nordic war halt der Publisher. Also muss man immer gucken, wer die Rechte haben. Weiß man nicht. Das ist nicht gesetzt. Das kann, es ist einfach Gegenstand der Vertragsverhandlung, ja. Da hast du gesagt, wir kriegen die IP oder wir kriegen sie nicht. Ja. Gut, dann lass mich das reinschreiben. Lass mich das umformulieren. Ob sie jetzt ein Alan Wake 2 rausbringen oder es wie FromSoft machen und es Alan Sleep nennen und ein neues Spiel zusammen mit Sony rausbringen, das ist mehr Wumpe, Hauptsache sie. Das ist auch viel. Ja. Von den, wie hieß es letztens, war es Outer Worlds? Von den Original. Genau. Das war auch sehr nett als PR. Das muss man lassen. Die das war gute PR, ja. Ja. Nicht, wenn du am falschen Ende sitzt, ne? Und bei 476. Aber ja, gut, ja, dann mache ich jetzt nochmal die Überleitung zu was anderem. Wir haben 2019. Und wir haben jetzt über mögliche Dinge gesprochen, die erstmal, wie du dich selbst bezeichnet hast, als Leichenflatterer aufgenommen hat. Ich meine es positiv, nicht negativ, weil ich würde mich hier immer auf viele Sachen freuen, die ihr bis jetzt gekauft habt. Was steht denn 2019 Konkretes bei euch noch an? Aufpassen, was haben wir schon angekündigt und was noch nicht, ne? Ist ja immer. Aber du darfst dich gerne versprechen. Nee, da passe ich auf. Also, Darkseid ist Nachwuchs. Das werden wir aktuell gar nicht so oft gefragt. Der Witz war, als ich bei THQ anfing, hieß es, egal was du für eine News gemacht hast, ja, voll cool, was ist mit Darkseid? Jetzt hatten wir letztes Jahr diesen Nickelodeon-Deal, wieder Nickelodeon-Spiele machen dürfen. Seitdem ist unter jeder News, die wir bringen, ja, toll, danke, Dark Souls 3, das interessiert mich nicht, was ist mit Nickelodeon? Was ist mit Battle for Bikini Bottom? Also, mich würde Dark Souls 4 interessieren. Ja. Hier. Von daher, ja, Desperados 3 haben wir auf der Gamescom schon vorgestellt, das kommt auf jeden Fall. Biomutant wird unser größtes Thema, glaube ich, dieses Jahr werden, oder eins der sehr großen zumindest, was ja auch viele Menschen schon spannend finden, wo wir auch das Entwicklerstudio gekauft haben, wo wir die Idee selber so geil finden und die einfach dann noch eine Schippe drauflegen sollten, sage ich mal, zu ihrem Initialplan, ja, weil mit unserem Geld ging das dann auch ganz gut. Und die werkeln halt fleißig vor sich hin und sollen im Sommer, sollen die hoffentlich soweit sein, weil Sommer ist ja auch immer so ein dehnbarer Begriff, also würde ich nicht mit dem Ernst jetzt rechnen, 21. Juni, weil immer Sommeranfang ist. Und ja, das sind immer die Hauptthemen. Rackfest kauft die Konsole endlich. Haben wir auch jetzt die Backbären aus Finnland gekauft. Also Backbier heißt das Studio. Und die haben Rackfest halt entwickelt. Und die werden jetzt sind eine Konsolenversion, die dann auch gut werden soll. Und deshalb haben wir es auch ein bisschen verzögert, weil wir da mit der Performance im Multiplayer-Modus nicht ganz zufrieden waren. Ist das auf dem PC schon fertig? Fertig ist nur immer so eine Sache, aber es ist auf jeden Fall released und raus, ja. Okay. Und kriegt jetzt halt noch Updates und Patches, klar. Aber ja, also, das ist eigentlich fertig noch. Das heißt, wenn ich das damals als New Car Game oder wie das hieß, gekauft habe, dann kann ich das Car jetzt Game, ja, tatsächlich spielen? Oh, gut. Ja, gut, klar, also mir das ist sehr gut, hat auch so echt gut angenommen worden von den Leuten. Also da gibt es, glaube ich, relativ wenig aktuelle schlechte Kritik. Das ist so ein klassisches Beispiel, was wir, wo wir ein Spiel genommen haben, was negative Steam-Reviews hat. Eben, weil auch sehr lange nichts passiert ist im Early Access. Mhm. Ja, und dann haben wir es halt geschafft mit dem Entwickler zusammen, also der Entwickler hat es natürlich geschafft, aber wir haben halt ein bisschen Schützenhilfe geleistet, das wieder zu drehen, dass die Leute das jetzt das Spiel halt gut finden und ja, im Endeffekt auch zufrieden sind mit dem, was sie damals gekauft hatten. Oh, ja, dann installiere ich das mal. Ja, super. Das wird halt ein Thema, was man noch ankündigt. Mal überlegen. Ein Add-on für Spellforce 3 haben wir gerade angekündigt, wer Strategiespiele mag. Spellforce 3 hatte ja auch das Pech gehabt, dass es zum Release mit schweren Bugs zu kämpfen hatte. Das ist eine ganz blöde Geschichte. Du hattest kurz vor Release, nachdem schon die ersten Vortests draußen waren, teilweise bei Zeitungen sogar, die es super fanden, kam ein Bug rein, der es quasi verhindert hat, dass du mit dem Questgeber nach getaner Quest redest. Das war automatisch ein Plotstopper in jeder Mission.
Das war halt blöd. Da haben die dann, es kam am 7. Dezember raus, das weiß ich noch, die haben, glaube ich, vor Weihnachten haben die irgendwie 23 Patches rausgehauen, dass es halt dann zumindest komplett spielbar war und dann seitdem, was weiß ich, wie viele Bugfixes gemacht haben. Also das ist ein Ding, was mich persönlich mich geärgert hat, ja, weil es einfach ein gutes Spiel war, was aber durch einen verpatzten Release in dem Punkt dann halt eben gelitten hat und sich davon auch nicht ganz erholt hat. Ne? Und sowas geht halt auch gar nicht, die Session unten, wie der Kollege sich bereit macht, glaube ich. Ich? Ja? Nee. Nee? Nein. Ja. Okay, das ist von daher. Ich bin bloß gerade in mich gegangen, um zu verarbeiten, was du erzählst. Also, nö. Und dafür kommt jetzt halt ein Add-on raus, ein Standalone auch, was man also einfach auch ohne das Originalspiel zu besitzen spielen kann. Dann kann man halt dann mit den Zwergen und den Dunkelelfen losziehen. Zwerge war für mich auch das, was am meisten gefehlt hat in Spellforce 3. Ja, und dann, das wird uns ein bisschen begleiten. Und bei Handygames haben wir auch ein paar spannende Spiele, finde ich. Also, was mich richtig als Historiker so richtig mitnimmt, ist dieses Through the Darkest of Times. Habt ihr das schon mal gehört? Mhm. Nee, sagt mir doch nichts. Das ist, wenn man da googelt, kriegst du wahrscheinlich den Artikel, das erste Spiel mit Hakenkreuz. Das ist nämlich ein Spiel, wo du in Deutschland zwischen 33 und 45 den Widerstand gegen Hitler aufbaust, so ein bisschen. Also wirklich eine ganz normale Gruppe von Leuten, ja. Jetzt gar nicht so, nicht die prominente Weiße Rose oder sowas zum Beispiel, sondern du bist eine kleine Gruppierung, die einfach eine Widerstandsgruppe in einem Strategiespiel anführt, ja, und du musst halt gucken, dass du deine Leute irgendwie am Leben hältst. Dass du halt irgendwie da durchkommst und so kleine Aktionen gegen die Nazis machst, vielleicht mal eine Parole an die Wand schmierst, du Hitler ist Krieg oder sowas, ja, oder Flugblätter verteilst, wo halt drinsteht, was die Nazis vorhaben und so weiter und so fort. Und da musst du halt so ein bisschen im Style vom Gameplay her, vielleicht wie Papers, Please, This is the Police wieder, ja, und da musst du halt so eine Widerstandszelle organisieren. Das ist also das Spiel, was mich jetzt wohl das ganze Jahr bei Handygames begleiten wird und was ich als Historiker auch ganz geil finde. Das Studio hat jetzt schon einen Preis bekommen für bestes Studio, bevor das Spiel kommt, weil sie halt sowas angehen und die haben halt eben gesagt, hör mal, wir machen ein Spiel gegen die Nazis, ja, du bist im Widerstand gegen Hitler. Warum zur Hölle dürfen wir kein Hakenkreuz zeigen, wie es Filme und Bücher und alle anderen dürfen. Da kam man, ich glaube, da mit unter anderem das Spiel hat das angeschlossen, dass die USK jetzt eben diese Sozialadäquanzklausel nutzen darf und sagen kann, bestimmte Spiele können wir jetzt zulassen, dass auch der Feind beim Namen genannt werden darf, sage ich mal. Ja, dass man da halt sagen kann, ja, das waren die Nazis und nicht das Regime oder wie auch immer. Oder da heißt er halt auch Herr Hitler und nicht Herr, wie hieß er bei Wolfenstein? Heiler. Heiler, danke, ja. Ohne Schnurrbart. Eindeutig nicht der. Boah, der doch, er hat den Schnurrbart, oder? Nein, ich glaube, nee, hat er nicht. Nee, ja, ja. Im Uncut, ja, dann ist der Schnurrbart okay. Und in der entschärften deutschen Fassung, Schnurrbart weg, kein Nazi. Schnurrbart war gecuttet. Ja, genau. Ist schon lustig eigentlich, ne? Finde ich also auch, ja. Und von daher, das finde ich ganz spannend. Das wird uns dann, ja, mal gespannt. Das ist auch, muss man mal gucken, ein sehr, sehr schwieriges Thema natürlich auch für PR. Was kannst du machen? Dass man nicht irgendwie das nicht ausnutzt, das Thema zum Beispiel, sag ich mal, sondern halt eben auch wirklich der Presse vernünftig arbeitest, dass die auch ein bisschen begreifen. Also mich bedrückt das Spiel tatsächlich sogar ein bisschen. Ja, wenn du es halt spielst, weil was auch ein Gefühl ist, was im Spiel eigentlich nicht erzeugt werden soll, soll eigentlich Fun machen, Spaß machen, aber das ist eigentlich ein Spiel, was ich mir schlecht vorstelle, wo im Hintergrund noch Rockmusik läuft und du eine Tüte Chips auf dem Ding hast und ein Bier reinziehst, ja, während halt dann deine 5-6 Hansel da irgendwie versuchen müssen, nicht von der Gestapo ermordet zu werden. Ja, das ist ein schwieriges Thema natürlich, aber als Historiker, der mit Schwerpunkt auf Nationalsozialismus damals in der Uni war, kann ich da, glaube ich, sogar ganz gut, hoffentlich ganz gut mit umgehen. Ja, sonst, das wären so die größeren. Und ich darf leider nichts hier ankündigen, ist, glaube ich, verständlich. Aber wir werden das ja noch einiges bringen. Ich sag mal, so zur Jahresmitte gibt es dann noch ein paar neue, spannende Sachen, die wir announcen. Ein Titel hattest du nicht genannt, macht mir gerade ein bisschen Angst. Gab's oder gibt es neue News zu Aquanox? Neue News zu Aquanox? Ja, es sollte ja, glaube ich, eigentlich letztes Jahr rauskommen. Irgendwann, Kai Rosenkranz macht dafür ja unter anderem den Soundtrack, den hatten wir ja auch schon hier in der Sendung. Und ist so ein bisschen vom Radar verschwunden. Letztes Jahr ist es nicht rausgekommen. Ja, ja. Das habe ich auch mitbekommen, ja. Nee, es ist auch ein schwieriges Thema, das merkt man halt, ne? Deshalb kündigen viele Größere, glaube ich, ihre Spiele auch eher im kürzeren Zeitraum an. Ja, das ist halt, was ich mal jetzt Fallout und EA und Co., die sagen ja auf der E3, tada, neues Spiel kommt im November. Ja, ist halt. Wir haben es halt in dem Fall jetzt sehr lang gemacht mit Aquanox, hat dann zwischendurch die Engine mal gewechselt und so weiter. Und ich kann dir jetzt auch sagen, dass es selbstverständlich für 2019 eingeplant ist, was auch richtig ist. Naja,
Das hatten wir aber auch schon 2017 und 2018 gesagt. Also von daher, ich kann es einfach aktuell gar nicht abschätzen. Es gibt eine spielbare Version natürlich, es gibt die Kampagne, kann man spielen, der Multiplayer-Modus kann man spielen und so weiter. Wir haben ja schon oft Demos und Betas gehabt und so weiter und so fort. Von daher, es ist auf einem guten Weg, aber das Polishing-Gespenst, sag ich mal, das hängt da halt drüber. Ne? Und es ist ja jetzt auch nicht ein Studio, was schon 50 solche Spiele gemacht hat. Ja, von daher haben die sehr, sehr viel Zeit erstmal in das eigentliche Handling investiert am Anfang, deutlich mehr als geplant war. Dann haben sie die Engine ja auch gewechselt zwischendurch mal, da musste auch wieder von dem Handlings-Sache wieder noch was reingesteckt werden, also wie sich das Schiff unter Wasser anfühlt. Damals, sag ich mal, einfach gewesen, als das Ding noch Schleichfahrt hieß, sag ich mal, heutzutage brauchst du ein bisschen mehr Arbeiten und Gehirnschmalz und jetzt muss man halt auch schauen, dass die Kampagne rundläuft, dass alles gut ist und so weiter. Das ist ja auch ein schönes Thema, dieses Iterieren. Kennt ihr das? Mhm. Was die Amerikaner dir 50 Mal erzählen, wenn sie ein Spiel präsentieren. Das ist dann einfach, du guckst dir an, ich habe jetzt hier 2 Monate lang was erschaffen. Ja, meine, das sind das die Missionen. Das sind geil. Und dann lässt irgendjemand das testen. Der sagt, war nicht gut. Da musst du halt vielleicht nochmal ran. Es kann so durchaus sein in der Spielentwicklung, dass du Teile von dem, was du gemacht hast, wegschmeißt. Und es halt mal von vorne in Anführungszeichen anfängst. Das ganze Spiel natürlich nicht, aber halt einfach einzelne Teile. Und dann musst du halt gucken, ob das dann einfach so reinquetschen kannst oder ob du dann vielleicht andere Teile wieder anpacken musst, ja. Und von daher möchte ich zu Aquanox gar keinen fixes Release-Termin sagen, bis wir einen haben. Also wir haben jetzt auch uns dazu hinreißen lassen, in den vergangenen Jahren öfter gesagt, ja, kommt ganz sicher bald. Bald ist zwar der August oder sowas und dann ist dann 2-3 Mal verschiebst, dann sagst du immer, jetzt kommt schon noch irgendwann. Weil da sind wir, da muss ich mal aus meinem alten Wissen nochmal kramen, in guter Gesellschaft. Ich erinnere mich noch wunderbar, eine Anzeigenkampagne in der PC Games, das muss 96, 97 was gewesen sein, da hat es immer eine Hand, gab es da, auf dem Bildschirm, dann Diablo im September auf deinem PC. Im nächsten Monat Diablo im Oktober auf deinem PC. Diablo im November auf deinem PC. In der November-Ausgabe Diablo demnächst auf deinem PC. Alles klar, da weißt du Bescheid, ne? Und von daher Aquanox demnächst auf deinem PC. It's done when it's done, heißt es so schön. Ja. Ja, wobei das hatte Biomutant ja direkt von euch als Werbeslogan, als es auch angekündigt wurde, coming when it's ready. Das fand ich halt sehr charmant, dass halt nicht irgendwie schon mit Zahlen und Zeitfenstern geworben wurde, sondern tatsächlich, ja, kommt wenn fertig. Das ist immer schwierig. Leute wollen ja was hören, die wollen was wissen. Ne? Und vor allem, sag ich mal, wenn du so ein Ding ankündigst, dass ja, es kommt vielleicht in 4 Jahren, geht wieder Hype, den du erzeugt hast, auch direkt wieder weg. Sam, du hast halt schon eine große Fanbase und sowas, ja. Ich warte zum Beispiel sehnsüchtig nach wie vor auf Mount & Blade 2, was auch jedes Jahr aufs nächste Jahr verschoben wird. Da wird wahrscheinlich auch keiner verstehen, dass ich das gut finde. Oder kennt ihr das? Spielt ihr das? Ich kenne es vom Titel, aber nein, nicht gespielt. Okay. Nope. Ich verwechsel Mount & Blade immer mit diesem Tierspiel. Ist das das? Nee. Wie hieß denn das, wo man früher so ein richtig großes Tier hatte und dann konnte man das streicheln und so ein Scheiß? Black and White. Ah, Black and White. Damit verwechsel ich das immer. Ja, ja. Das haben wir aber wieder Black and White, gutes Stichwort. Wir haben bei Handy gibt es unser erstes VR-Spiel, das Townsman VR. Das ist, haben so ein paar Leute geschrieben, das erinnert sich an Black and White. Und halt da ist es eines der ersten, glaube ich, das ist das erste Aufbaustrategiespiel im VR, wo du halt dann wirklich mit der Hand dein Häuschen hinsetzt, dann nimmst du deinen Bauern, schmeißt den auf das Haus drauf, los, arbeite, bist jetzt auf einmal Holzfäller, nimmst den weg und schmeißt ihn in die Fischerhütte, dann ist er ein Fischer und solche Sachen halt. Ja. Und das entwickelt Handy Games dann eben auch noch. Auch schon im Early Access, aber leider nur auf PC. Also von daher, wenn du nur PlayStation VR hast, dann... Ja, sonst, wie gesagt, Mitte des Jahres, noch was. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viel besitzt. Wir besitzen tatsächlich viel, wir entwickeln auch viel. Also es gibt immer so Jahresberichte oder Quartalsberichte, wo dann der Chef in Schweden jedes Mal raushaut, wie viele Spiele gerade in Entwicklung sind. Ich weiß jetzt nicht, was die letzte Zahl war, habe ich leider meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber das dürfte sich 40 oder 50 plus bewegen. Das sind dann auch größere und kleinere Projekte, ja, aber Projekte halt genannt. Das kann so eine komplette Neuentwicklung sein, kann auch die Portierung von XY auf XY sein. Also stimmt dann meine Aussage, wenn ich die so treffe, dass auch 3/4 von dem, was in Entwicklung ist, noch gar nicht angekündigt ist? Ja, locker. Also sprich, das sind noch unannounced behind closed door Klamotten, wo wir dann irgendwann auf irgendwelchen Messen irgendwann dann wieder was zu hören bekommen. Genau, das kann größer sein, das kann aber auch was kleineres sein. Das einfach sagen, okay, ihr kennt Spiel XY, yay, kennen wir. Das kommt jetzt übrigens auch für, keine Ahnung, Mobile oder für Switch oder für PC oder was auch immer.
Ja, genau, da hatte ich ja zum Beispiel noch aufgeschrieben, Pillars of Eternity 2 macht ja wieder die Distribution, glaube ich, dann für die Konsolen. Ja. Das kommt das eben schon auch noch raus. Das soll kommen, das ist, kann ich dir ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht sagen. Du weißt ja, Obsidian, die das machen, wurden ja von Microsoft gekauft jetzt. Hm? Ja. Richtig im Kopf? Ich wechsle richtig. Nicht. Ist richtig, ja. Genau. Also von daher weiß ich gar nicht, was da jetzt die Situation aktuell ist. Ja, da haben wir auch jetzt länger von denen nichts mehr gehört. Die machen jetzt zwar erstmal ihr Ding, aber durch diese Aufkauferei, dann ich habe nichts gehört. Ja, das ist auch mal. Ich dachte, da geht es um die Gehaltsklassen wieder, ja. Von daher, aber auf der Liste, dass es kommen soll, dieses Jahr steht es noch. Das. Hattest du eigentlich was zu Desperados 3 gesagt? Ja, kommt. Ah, okay. Kommt. Ja, nee, gut. Ist dran, die machen eifrig und sollten jetzt erstmal ein bisschen Gas geben in der Entwicklung. Ja, dass die mal auf den Stand kommen, dass man auch schon viel zeigen kann und viel herzeigen kann, dass Leute sich das angucken können. Wir hatten ja bisher nur diesen einen Level immer gezeigt bei der Ankündigung und kurz danach. Und seitdem, die müssen jetzt mal Content jetzt reinhauen. Ne? Und dann ich felsenfest von 2019 aus. Dann greift man ja auch, man kennt die Studios ja auch so ein bisschen, mit denen man zusammenarbeitet. Und Mimimi ist ja, sagen wir mal, recht zuverlässig, was Daten angeht. Mal noch vergessen, Gilde 3 wird Early Access verlassen. Wie? Das jemand, wie heißt das? Die Gilde 3. The Guild Ach, die 3. Gilde 3. Ja. Ah, ja. Oh, das war aber nicht so ein guter Early Access damals. Mm-mm. Das weiß ich noch. Damals nicht. Aber mittlerweile kriegt es langsam die Kurve. Also das ist, okay. Ist tatsächlich sehr lehrreich auch für uns gewesen, sage ich mal. Und haben jetzt ein neues Entwicklerstudio mit der Aufgabe betreut, die das Spiel fertig machen. Das ist jetzt Purple Lamp heißen die mittlerweile, ehemals Sproing, also ein Wiener Studio jetzt. Und die machen das jetzt fertig und machen das auch ordentlich. Naja, sieht ja auch bei den Steam-Reviews, dass die auch wieder nach oben laufen. Von daher machen die Jungs wohl einiges richtig. Das ist ein Spiel, wo ich mich sehr gefreut habe drauf auch. Und ich freue mich immer noch drauf, wenn es dann endlich fertig ist, weil das ist so ein klassisches Ding, was ich mit meiner Frau mal spielen kann. Ja, wenn es dann Multiplayer dann funktioniert gescheit, nur so mit Handel und so hat sie eh ein Faible für und dann geht's los. Großartige Serie auch, von Fugger und so weiter. Das sind so wirklich diese Spiele, wo ich selber ins Schwärmen gerate, ja. Und deshalb bin ich auch so froh, für diese Firma im Endeffekt zu arbeiten, weil die ja halt viele von den Sachen machen, die ich damals gespannt mit den Seriendingern, wo ich groß geworden bin und die ich halt heute noch geil finde, ja. Das würde ich mal wieder auch töten, das gehört jetzt leider nicht uns, aber für ein neues, geiles Patrizia zum Beispiel. Da hätte ich da Spaß dran. Aber mal gucken. Ich wink mal in Richtung Calypso. Ihr wisst Bescheid. Mach das. Wobei, eine Frage hatte ich gerade nicht gestellt, wobei wir hatten es ja mehr oder minder mehrfach schon jetzt im Gespräch, aber war für euch jetzt Darksiders 3 nach der Wiederauferlebung, dem Aufkaufen der Insolvenz, also nicht eurer, sondern dem vom vorherigen Rechteinhaber, war es jetzt ein Erfolg oder war es im Endeffekt below expectation? Also es läuft drin so nicht. Ich darf jetzt natürlich keine Geschäftszahlen rausplaudern. Ne? Klar. Von daher kann ich sagen, wir sind aber zufrieden damit, auf jeden Fall. Das hat gerade USA, der erwartet große und starke Markt, hat das sehr gut funktioniert. Ne? Das ist immer ein recht amerikanisches Thema auch schon gewesen, wurde ja auch in Amerika entwickelt. Und das läuft gut. Ne? Und natürlich haben wir dann die Kritik zum Start auch gehört mit dem Kampfsystem, ja. Was vorher aber intern schon mal drüber gesprochen wurde natürlich, wo es da hieß, naja, komm, das ist den Leuten nicht so wichtig, scheinbar dann schon. Und dann wurde es halt einfach nochmal integriert. Das ging ja auch dann. Du warst ja dann relativ zügig, ja. Und Darksiders wird uns das ja jetzt auch noch ein bisschen begleiten, auf jeden Fall. Also wir haben ja eben mal Games as a Service angesprochen, das wird es nicht geben, aber neue Inhalte für Darksiders haben wir eh schon genannt, dass daraus kommen wird. Und die werden natürlich in dem Jahr dann kommen. Ich muss das unbedingt. Da es da eben kein Flop oder kein Ausfall war. Nein, ja. Darksiders ist 4 prinzipiell noch möglich. Sicher, möglich ist so viel, du. Hey. Bei den ganzen IPs. Der Chat hatte gerade gefragt, so aus dem Stegreif, 2018, was war dein Game of the Year? Boah. Alter. Das ist schwer. Und das ist echt schwer. Also ich habe unglaublich viel Zeit mit Best of Eternity 2 verbracht tatsächlich, wo wir auch nur die Distribution machen, das ist ja nicht unser Spiel. Deshalb kann ich das mal ruhig einfach nennen, glaube ich. Muss echt überlegen, was im Jahresanfang weiß ich schon gleich mal, was ich da gespielt habe, muss ich gestehen. Boah, war ich denn so richtig Bock drauf? Schwierig, ich würde fast Pillars sagen tatsächlich.
Dürfte meins sein, weil ich diese klassischen Rollenspiele halt einfach super finde. Die machen mir richtig Spaß, mich da reinzufuchsen und so weiter. Ich fand Pillars nicht ganz so geil wie Divinity 2, muss ich sagen. Aber fast so geil. Und das hat mir schon fast gereicht, weil es ja dieses Jahr kein Divinity 2 gab. Also jetzt die Remaster-Ding, wie sie es da genannt haben, die Definitive Edition oder was, die habe ich halt nicht nochmal gespielt. Du hast von PC und Switch gesprochen. Hast du auch Xbox oder PlayStation? Ich habe eine Xbox, ja. Ich bin einer von den wenigen, die so. Ja, gut, haben. God of War fällt dann ja quasi weg. Richtig, richtig. Und Spider-Man. Das ist ja, weil mich die PlayStation-Exclusives nie interessiert haben. Ja, ich finde das aktuelle Forza, finde ich, wieder ein großartiges Rennspiel. Das ist schon ziemlich geil. Boah, Spiel des Jahres, das ist echt schwer. War ich jetzt auch voll nicht darauf vorbereitet, auf die Frage, muss ich gestehen. So viele gute. Und es war wieder ein gutes PC-Spiel, ja. Oder generell ein gutes Spiel, ja. Wir hatten so mehr oder minder den Tenor, dass quasi gerade die Konsolen und die Konsolen-Exclusives halt dieses Jahr halt stark waren. Wir hatten mit letztes Jahr mit Red Dead Redemption war ja im Moment noch Konsolen-Exclusive. God of War, Spider-Man, Detroit war ja alles mehr oder minder Konsolentitel und der PC so ein bisschen, ja, so ein bisschen traurig geguckt hat. Och. Kannst du? Mist, ne? Also Red Dead Redemption habe ich bis heute nicht gespielt. Ja, ist auch nicht verpasst. So ein bisschen Zeitmangel, sage ich mal, einfach auch nur, weil ich dachte, okay, so ein Klotz, da brauchst du halt echt viel Zeit für. Steht auf jeden Fall auch auf der Liste, wenn es billiger wird. Switch-Spiele habe ich längst nicht alle mitgenommen, die da rauskamen. Also von daher ist noch Nachholbedarf bei mir da. Wow. Aber PC, wie gesagt, Pillars war schon sehr stark, dann Battlefield etc. Genug Spiele, die ich gut fand. Assassin's Creed fand ich großartig dieses Jahr, muss ich also wirklich mal die Konkurrenz, die direkte Konkurrenz da auch mal loben. Das hat mir richtig Bock gemacht, auch wenn viele sagen, es war kein richtiges Assassin's Creed. Ich hätte mir genau das am besten gefallen, ja. Das ist einfach ganz, ganz wenig mit dieser Templar-Geschichte und sowas da im Hintergrund war, die mich einfach so in der Regel überhaupt nicht interessiert. Das fand ich immer das Schlimmste bei Assassin's Creed, wenn sie mich aus der Immersion rausholen und ich dann diese blöden Aktuellzeit-Missionen machen muss, wenn ich dann doch gerne bitte weiter durch Jerusalem oder wo auch immer gerade rennen möchte. Das macht das Neue ja quasi gar nicht. Genau, so klar. Es gibt halt viele, die mögen halt die Story-Twists oder die Neuzeit-Story, aber ich stimme ja zu, für mich war es ein tolles Open-World-Spiel und gerade weil es halt eben nicht mehr so viel mit den Assassinen-Kram zu tun halt hatte und wie hat Ubisoft, fand ich persönlich, die Messlatte nochmal mit Odyssey halt richtig hochgelegt, was halt Open-World-Spiele halt an Content und Kram halt eben bieten können. Jo, sonst noch Fragen? Nee, also ich nicht. Ich finde jetzt auch keine mehr. Ich fand das auch sehr informativ, muss ich sagen. Ja. Und inhaltsreich. Jo. Dankeschön. Das war wirklich sehr, sehr gut. Kann man ja fast erwarten, dass PR-München quatschen können. Hätte ich nicht gedacht. Wow. Kommt doch einer, Calypso ist im Haus über meiner Versicherung. Soll ich mal für dich vorbeigucken? Ja, bitte. Das soll Patricia machen. Topico ist auch, glaube ich, ziemlich geil. Das kommt jetzt ja auch bald. Gerade verschoben, weil mein Januar schon im Arsch. Versaut, Entschuldigung. Aber ja. Das heißt. Eine letzte, so zum Ausklang. Auf welchen deutschen Messen bist du anzutreffen? Außer Gamescom? Es gab ja mal die wunderbare Roleplay-Convention in Köln. Die haben ja zugemacht. Da war ich eigentlich jedes Jahr, seit vielen Jahren war ich da als BAFT-Aussteller, als normaler PC-Aussteller. Und die ist jetzt ja leider irgendwie in so einem etwas größeren Comic-Con-Konzept aufgegangen. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie parallel oder kurz nach der E3, also für uns dann total uninteressant leider. Dann war ich letztes Jahr in Berlin kurz auf dieser neuen, der EGX. Der EGX. Die fand ich ganz nett. Durchaus ausbaufähig, sage ich mal noch, aber die fand ich schon ganz spannend. Da hoffe ich mal, dass wir vielleicht dieses Jahr sogar als Aussteller hin können. Die Kollegin war auf der MAG, MAG in Erfurt, fand die auch sehr schön. War ich selber leider nicht. Von daher, das wären so, tatsächlich wird es dann wohl die Gamescom, die auch durchaus stressig genug ist. Und ja, dann halt in Europa einige Messen, respektive Amerika. Da sind schon teilweise Flüge, die EGX in London, die REST ist im April. Anfang April, da fliege ich auf jeden Fall hin. Zum Beispiel, und ja. Aber Deutschland ist ja, wenn du Gamescom hast du alles gesehen, ne? Ja, quasi. Und da bist du dann auch wieder für THQ auf der Bühne. Richtig, richtig, richtig.
Dann da die Bühnenshows, wo es ja schon teilweise Leute gibt, die mir ab und zu verraten, dass sie nur wegen der Bühnenshows hinkommen, was mich sehr gefreut hat. Die dann auch wirklich sich jede Show sogar teilweise mehrfach angucken. Ich dann sage, das wäre sogar fast mir zu langweilig, aber die sind da und die freuen sich über jedes T-Shirt, was wir ihnen geben und so weiter. Und das macht Spaß, auf der Bühne rumzuhampeln, auch wenn ich danach gar keine Stimme mehr habe. Ja, ja, deswegen ja quasi wie im Trailer. Gelo Revoice, genau. Die Stimme, genau. Er klingt dann echt wie ein Reibeisen, er kriegt keinen Ton mehr raus, der tut mir immer wahnsinnig leid. Dank dem Zeug geht es halt. Das erste Jahr, wo ich das gemacht habe, hatte ich die nicht. Und da war ich dann wirklich, das muss man sich mal vorstellen, was das für ein spannendes Gefühl ist. Du gehst halt hin und machst den Mund auf und sagst was und es kommt kein Ton. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Und weil ich so eine Quasselstrippe bin, war ich wahrscheinlich vorher noch nie richtig heiser. Und in dem Fall war einfach, da kam nichts. Bitte, bitte, was kaufen? Also, herrlich. Ein Schüsschen hochhalten oder sowas. Gib mir was zu essen. Keine Ahnung. Ja. Nun, Twitch News. Feuer. Twitch News. Haben wir einen Einspieler? Mm-mm. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Twitch News. Da haben wir auch einiges heute. Im Gegensatz zu den letzten Monaten. Also ich habe zumindest ein paar Sachen aufgeschrieben. Unter anderem sind die Kanaleinstellungen umgezogen. Ihr findet diese nicht mehr in den Einstellungen eures Profils, sondern im Dashboard. Wenn ihr jetzt noch in einem alten Ort guckt, falls ihr da mal schaut in den Profileinstellungen, werdet ihr nur noch ganz viele verschiedene Links finden, die euch wieder zurück zum Dashboard schicken. Also das, was man vorher schon beobachten konnte bei Twitch, alles wechselt hin zum Dashboard langsam, aber sicher können wir auch in 2019 so beobachten. Dann gibt es jetzt eine neue Rubrik auf der Startseite, und zwar kleine Streamer, Small Streamers auf Englisch genannt, werden dort jetzt nach Algorithmen berechnet dargestellt. Also auch was, wonach viele Leute sich gesehnt haben, dass eben diese kleinen Streamer auch mal ein bisschen unterstützt werden von Twitch. Finde ich schön. Und egal, ob der Wortwahl oder nicht, braucht man sich, glaube ich, nicht drüber aufzuregen. Dann wurde der Follow-Button überarbeitet. Da findet man jetzt sein schönes, da könnt ihr auch gleich mal drauf klicken, findet man jetzt nicht nur den Follow-Button, also das Herz, sondern auch noch eine Glocke. Und dann wird man benachrichtigt, wenn der Stream live geht. Das ist der größte Rotz. Wer hat sich das bitte ausgedacht? Das ist richtig geil. Ich will ja YouTube haben. Ich klicke doch schon drauf, folgen. Ja, deswegen klicke ich doch folgen. Warum muss ich jetzt zweimal drauf drücken? Damit du eine Benachrichtigung kriegst. Ey, komm, ey. In der Follow-Übersicht landest du so oder so. Aber so kriegst du jetzt auch auf die Twitch-App auf dem Handy direkt eine Nachricht, wenn der Streamer, dessen Knopf du gedrückt hast. Vielleicht denkt sich ja noch fünf mehr Knöpfe aus, die man dann drücken muss. Das versteht doch keiner mehr. Nicht? Nee. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, eigene Werbung aufzunehmen. Die bleibt im Ohr und die bleibt hängen. Das heißt, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wollte gerade sagen. Ja. Du, meine Werbung gefällt mir besser. dann kann man jetzt auf Emotes klicken und die Emotes zeigen einem direkt, also wo die herkommen. Konnte man vorher auch, wenn man Better Twitch TV installiert hatte oder FrankerFaceC oder was auch immer. Jetzt geht's direkt von Twitch und da kommt man auch direkt zum, also falls man irgendwie ein Emote sieht ständig und man liebt dieses Emote und man will es selbst haben, klickt man drauf und dann wird man direkt zum Streamer geschickt und kann direkt selbst abonnieren. OBS bekommt Ende Januar voraussichtlich ein neues Update für ATX-Unterstützung. Der NVENC-Encoder wird komplett überarbeitet wohl, auch in Partnerschaften zusammen mit Nvidia, die OBS eben eingegangen ist. Und laut Statistiken, die OBS jetzt schon rausgehauen hat, wird das wohl 66% schneller als vorher sein. Das heißt, der NVENC-Encoder wird immer mehr zur Alternative zu H264. Also da sollte man auch mal gucken.
Wenn, ja, wobei, da bin ich gespannt, was sie damit genau meinen. Ob sie mit FPS wirklich die Frames per Second meinen oder tatsächlich die Artefaktierung, weil ja die Artefaktierung das Problem bei der Bitrate ist. Nee, die Einbußen. Also die FPS-Einbußen, wenn du auf dem auf der gleichen Grafik oder auf dem gleichen PC spielst und dann encodest mit Grafikkarte. Ja, wobei ich glaube, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, das ist eigentlich nicht das Problem. Also weil NVENC an sich schon nicht so performance-hungrig ist wie H264. Ich glaube, das Problem, warum wir es im Moment nicht benutzen, ist, dass es bei der Bitrate, die wir benutzen können... Ich benutze es. Echt? Und viele benutzen es. Es ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Alternative, vor allen Dingen, wenn du eben auch ein nicht auf dem PC spielst, sondern halt über Konsole streamst. Und also ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade, oder wenn du gerade Spiele spielst, die mehr auf die CPU gehen, wie Minecraft oder was weiß ich. Das ist klar, dass du da die CPU natürlich entlasten kannst. Klar, das hatte ich zum Beispiel bei No Man's Sky. Ja. Verständlich, aber zumindest was ich halt eben hatte, müsste ich nochmal testen, kann man ja mal machen. So ab 10 Mbit war NVENC tatsächlich dann optisch auch besser. Davor war halt die CPU halt eben noch besser. Deswegen deine CPU Argument, war definitiv besser. Auf die FPS eingehen, ein bisschen merkwürdig. Deine CPU war definitiv besser, weil du hast einen Threadripper. Aber jemand, der vielleicht nicht unbedingt einen 16-Kerner in seinem PC stecken hat, sondern halt nur einen 4- oder einen 8-Kerner, was, denke ich mal, eher die meisten sein werden und auch Leute, die gerade anfangen, die werden mit Grafikkarten-Encoding wahrscheinlich besser fahren mittlerweile. Früher war das nicht so. Früher hat niemand auf NVENC zurückgegriffen, weil NVENC einfach... Doch, Franz Ratte. Nein, tatsächlich ist besser, wenn du unendlich Bitrate hast. Also für mein lokales Aufnehmen, was ich dann zum Beispiel noch weiter verarbeite, nehme ich mit NVENC auf, weil da ist mir die Bitrate, wie groß die Dateien werden, völlig Wumms. Ja. Und da ist dann NVENC super. Genau. Von daher, ja. Also gerade Ende Januar, ich weiß nicht, die Zahlen gelten natürlich nur für ATX 2080 Karten. Heißt, die Zahlen für wirklich eine 89 Ti, die ich jetzt habe, oder eine 1070 oder so, gibt's noch nicht. Da muss man mal beobachten. Aber das finde ich spannend, dass eben OBS mit Nvidia zusammenarbeitet, da natürlich ein bisschen Marketing mitmacht. Aber eben OBS ist ein kostenloses Produkt. Das heißt, man kann es dann ausprobieren. Wenn es einem nicht gefällt, dann schaltet man eben wieder zurück zu H264. Also mal gucken. Abwarten. Finde ich auf jeden Fall interessant. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Und ich, wie gesagt, streame mittlerweile seit Forza Horizon jetzt 4. Wann kam das raus? Oktober ungefähr? Ja. Seitdem, genau, seitdem also streame ich mit NVENC. Zwei Streams. Bitte? Was? Nix. Markus muss das noch gegenchecken. Ob er das jetzt auch macht auf seinem Threadripper. Ja gut, hätte ich einen Threadripper, würde ich auch mit CPU encoden. So. Alles ist schwachsinnig, wenn du nicht auf einer Möhre spielst. So. Auf einer Möhre ist X264. Bam. Alles, was über Fast ist, ist völlig Bums. Da nimmst du deine CPU und zwar volle Lotte und kein NVENC. Macht man nicht. Außer es sieht wirklich sehr viel besser aus. Und das tut es nicht. Für Single-PC, so wie du gesagt hast, ist das cool. Aber nicht für eigenständige. Nicht für Profis. PC. Profis haben aber sowieso andere. Nein, das stimmt nicht. Das ist absolut nicht richtig. Also, wenn du jetzt, weiß ich, keine Ahnung, Summit zum Beispiel streamt auch auf einem PC beispielsweise. Und für den kann NVENC gut sein. So, wenn der 2080 Ti's drin hat, so ist das alles super so. Ja. Und dann kannst du Fast machen und dann ist alles cool. Aber sobald du, sag ich mal, einen Ripper drin hast und du streamst Medium, Slow. Ja. Ist das egal? Ist das ja, natürlich. Ja. Klar. Eben. Aber das ist halt gerade, glaube ich, interessant für die meisten Streamer. Also für, ja, klar. Ne? Viele. Die Basis. Ja, na logisch. Klar, der große Teil. Dann die AGDQ. Kurz, weil wir die hier auch beworben haben letztes Mal, hat 2,4 Millionen mal wieder für die Krebsforschung eingenommen. Mal wieder, vor allen Dingen. Mal wieder, ja. Ich glaube, die haben ihren Rekord gebrochen, oder? Zweimal im Jahr, ich weiß es nicht mehr, wie viel es letztes. Ich glaube, die letzte war knapp an die 2 Millionen ran. Ja. Aber ich meine, es kam auch schon mal über 2,5 rein, aber ich bin mir nicht sicher. Da kommt ja wahrscheinlich sowieso noch viel mehr durch Merchandise und so, das sagen sie ja auch immer.
Das ist ja nie die finale Zahl. Mhm. Das ist nur das, was dann unten am Ende stand. Ja. Dann gab es einen Dev-Stream. Da wurde eine neue API angekündigt, also die neue Version der Twitch API. Das heißt, Tags sind jetzt ab sofort, soweit ich das gelesen habe, programmierbar. Heißt Chatty. Also für mich heißt das, Chatty wird demnächst, wenn eine neue Beta-Version rauskommt, endlich auch die Tags unterstützen. Das konnte er momentan noch nicht implementieren, weil ihm Twitch die Möglichkeit nicht gegeben hat. Aber das kommt jetzt. Das heißt, demnächst werden wir Tags über Chatty auch eingeben können. Seit 2 Tagen haut Twitch mittlerweile Stream-Zusammenfassung per E-Mail raus. Das habe ich jetzt vorgestern bekommen, unter anderem. Die machen das so wellenmäßig, dass wieder manche Leute die bekommen, manche nicht. Es gab ja schon vorher diese Übersichtsseite, wo man sich jeden Stream zusammenfassen kann. Jetzt mittlerweile hauen sie auch tatsächlich an den einzelnen Streamer eine E-Mail raus, wo dann nochmal die wichtigsten Statistiken des letzten Streams und sowas drinstehen. Auch Achievements und so. Also wenn man gerade Affiliate ist und auf dem Weg zur Partnerschaft ist, dann schreiben die da auch noch mal rein, wie weit man näher gekommen ist an die Geschichte. Genau. Und ansonsten ist am 1.1., glaube ich, der neue MuBot in den Hauptbetrieb gegangen. Also falls irgendjemand von euch MuBot nutzt und sich wundert, warum verschiedene Einstellungen nicht mehr funktionieren, habt ihr es wahrscheinlich verpasst, im Dezember euch mal kurz einzuloggen auf der MuBot-Seite. Genau. Deswegen, die sieht jetzt auch komplett anders aus. Da sind super viele neue Funktionen mit reingekommen. Manche, die man schon von anderen Bots kennt. Allerdings ist der MuBot eben kostenlos und da kann man mittlerweile echt viel neues Zeug machen. Also falls ihr mit eurem aktuellen Bot nicht zufrieden seid, könnt ihr es da mal auschecken. Da gibt es nämlich echt viele Spielereien, aber auch viele interessante neue Sachen. Guckt da mal rein vielleicht. Ansonsten, falls ihr MuBot nutzt und euch wundert, warum Dinge nicht funktionieren, einfach nur kurz einloggen, alle Einstellungen nochmal neu einstellen und dann müsste es alles wieder gehen. Jo. Ansonsten, auf der Twitch-App kann man keine Spiele offensichtlich mehr kaufen. Eigentlich habe ich da recht. Ich habe geguckt und man kann keine Spiele mehr kaufen. Es ist nur noch die Bibliothek da. Ja. Und ja, weitere Spulen, der ist noch da, aber dann kommt nur so eine Infoseite, wie ich bei Ubisoft was einlöse und so, ne? Genau. War offensichtlich still und leise oder ich habe es in den News letztes Mal irgendwie verpasst, weil worüber wir ja gequatscht haben, war, dass die Server abgeschaltet werden. Und die Wikis und so abgegeben worden sind an ein anderes Unternehmen von Curse Media. Ja, wobei das auch immer interessant, weil eigentlich, wenn jemand doch ein Spiel gekauft hat, sollte der Streamer, wenn er das Spiel doch auch einen Cut kriegen, oder war das nicht so? Irgendwie ein Prozentsatz X. Ja, ja. Ja, das scheint ja dann auch weg zu sein. Ja, genau. Okay. Aber gut, das habe ich heute erst erfahren. Von daher da nur eine Randnotiz. Okay, ansonsten waren das die Twitch-News. Nice. Danke. Dann. Wen möchtet ihr empfehlen als Content-Creator der Woche? Oh, jetzt geht's wieder los. Florian, wir empfehlen immer noch einen Content-Creator, den wir persönlich sehr cool finden. Du kannst aus dem Stegreif... Hast du schon? Ja, sicher. Hat dir Slash das gegeben? Den Strategie-Herrn Writing Bull habe ich doch eben schon genannt. Kannst du mir den Link geben, dass ich es in den Chat posten kann, dass die Leute sich das angucken können, bitte? Ja, ich glaube, der macht hauptsächlich YouTube. Oder das geht auch, ist auch völlig okay. Alles klar. Der schreibende Bulle quasi, Writing Bull, ich werde dir den Link gleich geben, ja. Mhm. Das schon, läuft das schon, ist das schon ein Running Gag bei mir im Büro tatsächlich, weil ich den Herrn mal anstatt eines Trailers, wo hast du den hingeschickt? Pressemitteilung rausging, habe ich den verlinkt. Das heißt, ich kenne diese blöde Autoplay-Funktion bei YouTube, dass er dann einfach aufs nächste Video springt. Ja. Ich habe also Kopfhörer beiseite gelegt und was getippt noch, den Link kopiert vom Video, wo ich dachte, hier, das ist unser Spiel.
der Trailer. Hm? Und da war halt dann, warum auch immer, der Writing Wheel reingerutscht. Oder ist der halt international als Pressemitteilung mit dem Link zu einem deutschen YouTuber, der ein Video für, ich glaube, Civilization oder sowas macht. Da ging dann rum. Konnte ich halt nochmal E-Mail hinterher schreiben an die ganzen Menschen draußen. Hm, nice. Seitdem ist eh der Running Gag, dass ich Werbung für den mache die ganze Zeit und ich nicht dafür bezahlt werde, leider. Und deshalb jetzt heute habe ich ihn dann gerne mal wieder erwähnt. Okay. Ich hab das jetzt auch mal in. Postet dann. Ja. Ja. Hm. Ah, ich weiß gar nicht, wen ich nehmen soll diese Woche, ey. Schwierig. Ich auch nicht. Ich suche auch schon verzweifelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich gerne selber nehmen. Aber das geht nicht. Ja, dann nimmst du mich und ich nehme dich, Jesse. Ach du, Markus, ich habe deinen Stream noch nicht eine Minute geguckt, du. Ich deinen auch nicht. Naja, nee. Ja, passt ja dann. Wen habe ich denn geguckt? Nee, Filmmann will ich nicht nehmen. Filmmann nehme ich nicht. Mit dem habe ich genug. Oh doch, nein. Oh, ich wollte die ganze Zeit sagen, ich habe doch einen die ganze Zeit gehabt und habe es vergessen. Einen YouTube-Kanal habe ich. Nämlich. Na dann. So, endlich. Sehr, sehr gut. Ist relativ neu. Also hat glaube ich, erst letztes Jahr irgendwann, Mitte des Jahres, glaube ich, angefangen zu posten. Macht Gaming-Content, Reviews, aber mit einem kleinen Dreh. Die heißen Girlfriend-Reviews. Und die sie reviewt die Spiele immer mit dem Thema, sollte dein Freund dieses Spiel spielen? Und das machen die so witzig. Also da war zum Beispiel, should your boyfriend play Zelda, should your boyfriend play God of War und sowas. Und das machen die so unfassbar witzig und so gut, dass die einfach innerhalb dieser wenigen Monate schon fast 300.000 Subs auf YouTube gesammelt haben. Und das kann ich nur empfehlen. Also ich habe mir die Videos angeguckt, die hauen auch momentan fast wöchentlich Videos raus, deswegen lohnt sich das. Das kann ich auch selber verlinken. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen. Hier ist zum Beispiel das Video für Zelda unter anderem. Also ist ein ganz, ganz neuer, frischer Wind im Review-Bereich quasi und im Gaming-Comedy-Bereich mehr oder weniger. Haben sehr guten Humor, kann ich wirklich nur empfehlen. Macht Spaß, Videos anzugucken. Dankeschön. So, damit bin ich zum Glück fein raus. Puh. Übrigens, Ginger, das nur mal, weil ich das gerade gelesen habe, das ist auch genau bewusst nicht mehr vorbereitet, der Content Creator der Woche, dass wir überlegen und ihr die Gedankengänge eventuell verfolgen könnt. Ich habe einen. Und Dankeschön an den Obstlerbruder, der mich daran erinnert hat, denn ich habe letztens aus Versehen, I don't know why, aber es stand, ich habe 7 Gans gefunden. Und ich so, hä? Gangmitglied? Und ich habe jetzt jemanden gefunden, der ausschließlich in Seen, Flüssen, weiß der Geier, taucht und Dinge sucht. Und daraus besteht sein YouTube-Content. Das heißt, dieser Mensch hat 6,8 Millionen Abonnenten, die ihm dabei zugucken, wie er taucht und aus dem Wasser super absurde Dinge fischt. Also wirklich von Maschinengewehren bis zu Pistolen, bis zu ganzen Pickups, bis hin zu funktionierenden Apple Watches, Sonnenbrillen. Da war ein Video, da hat er Sonnenbrillen aus dem Dings geholt, wo immer so Spring Break Sachen sind, die da feiern, also Amerika, wo die feiern. Und der hat da Sonnenbrillen im Wert von 5.000 Dollar in einer Session aus dem Dings rausgeholt. Und das Coole ist an dem Dude, wenn der Sachen findet und den Besitzer ausfindig machen kann, schickt er die Sachen auch zurück an den Besitzer. Und er gibt auch, und das wird auch immer gezeigt, und das finde ich sehr, sehr schön, wenn er zum Beispiel Waffen findet, ruft er die ortsansässige Polizei an und die holen die Waffen ab und solche Sachen. Und er lebt das trotz seiner Größe sehr vorbildlich aus und das finde ich sehr löblich und den Content finde ich auch sehr schön.
Und er macht auch mit seinen Kumpels zusammen ganz viele coole Dinge, die da mittlerweile auch schon unterwegs sind. Also ich glaube, das ist schon eine sehr große Nummer. Das ist, ich glaube, Dalmit heißt er. Oder Dalmit, irgendwie sowas. Den habe ich letztens gesehen, fand ich super interessant. Habe ich mir ungelogen 4 Stunden am Stück Videos reingezogen. Mhm. Und er findet sehr, sehr viele sehr interessante Sachen. Das Witzigste war ein kaputter 40-Zoll-Fernseher, den er über die Straße gezogen hat und er die Polizei gefragt hat, was er damit denn machen soll. Fand ich sehr interessant. Ja, kann ich nur empfehlen. Ist auch seichte Nebenbei-Unterhaltung, falls ich mal nicht streame. So. Ja, ich bin nicht sicher, ob ich das, was ich jetzt nenne, schon genannt habe, weil das habe ich zum Jahreswechsel entdeckt und seitdem gucke ich immer noch nach, quasi den Content, der halt schon da ist. Und das Ganze heißt Writing on Games, ist ein YouTube-Kanal, ist eigentlich Game-Kritik, gepaart mit halt Revisit von Games nach mehreren Jahren, um sie nochmal neu zu bewerten. Zum Jahreswechsel Toplisten, wo ich ihn letztendlich dann auch gefunden habe. Und ja, er macht das Ganze irgendwie, finde ich, charmant aufbereitet und halt Game Critic, wie es viele andere machen. Aber ich mag halt so die Art und den Stil. Und das ganze Ding heißt Writing on Games. Wert ist ein YouTube-Kanal und da schaue ich im Moment den Content noch so ein bisschen nach. Eben zu aktuellen Titeln und zu den alten. Das ist witzig, wir haben heute nicht einen Streamer. Aber ich glaube, wir haben... Du bist tot. Was? Ja, oder ihr wollt die Konkurrenz nicht stärken. Nee. Aber also, ist das bei euch auch so, dass, also, ich meine, ich gucke immer noch Streams, aber ich müsste halt immer wieder dieselben empfehlen. Ja, ja, ich müsste halt jedes Mal hier sitzen und von Sequisha schwärmen, so, oh geil, dieser Mustache, der macht mich so an, dieser Typ ist eine pure Erotikbombe, so. Das geht ja auch nicht. Oder? Ich habe in letzter Zeit viele Streams geguckt, aber von Esmond Gold. Und ich muss Esmond Gold hier nicht empfehlen, so, weil ich gucke den eher. Was macht er denn? Mehr so ein dreibeiniger Hund. So. Man will eigentlich gar nicht hingucken, aber man guckt halt trotzdem hin, so, weißt du? Aber Man vs. Game ist zum Beispiel auch wieder da. Hätte man auch. Das stimmt. Ja. Man vs. Game. Fuck my life. War der nervös bei seinem ersten Stream, als er bei Etze gesessen hat? Habt ihr den gesehen? Ohne Scheiß, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich bin nicht der Mensch, der das verurteilt, dass er unter Drogenkonsum so ein Jahr durchgeballert hat, aber ich habe eine Träne vergossen, als ich gesehen habe, dass es ihm gut geht und dass er wieder da ist und die beiden einfach so eine unglaublich schöne Show gemacht haben, die super witzig war und so richtig wie zwei kleine Kinder, so richtige Rowdies, die sich da gegenseitig zerfetzt haben und er wieder da ist. Und ich hoffe, dass es ihm gut geht. Frag mal nach. Und dass er es nicht wieder übertreibt, ja. Weil ich gucke ihn halt auch sehr gerne nach meinen Streams. Ihr guckt zu viele große Streams. Es gibt keinen großen oder kleinen. Es gibt nur Streams. Aber und wisst ihr, kleine Streamer auf der Startseite. Wisst ihr, ihr könnt gerne @hcdizzy, könnt ihr mir jetzt gerade, wenn ihr Bock habt, eure ganzen Streams empfehlen. Ich gucke mir die gerne an. Schickt mir die rüber. Schickt mir die rüber. Wir sind aber mit denen, also ich persönlich, ich bin mit denen aufgewachsen. So. Ich konsumiere Man vs. Game, seitdem ich auf Twitch bin. Ich gucke Dance Gaming, seitdem ich auf Twitch bin. Ja. Na gut, Stay gucke ich nicht mehr, aber naja, ihr wisst, man ist mit denen halt groß geworden und man bleibt da halt. Man ist den Leuten halt treu. So. Das sind halt Charaktere, die man lieben gelernt hat. Wisst ihr? Aber hey, mir könnt ihr die gerne schicken. @hcdizzy bei Twitter, Feuer frei. Gib her das Ding. Let's go. Können wir eigentlich auch machen, ne? Alle 2 Wochen Community-Abstimmung. Streamer der letzten 2 Wochen oder sowas. Dann immer Streamer des Jahres nur. Ja, das ist ja sowieso, also Streamer des Jahres ist ja grundlegend, da müssen wir auf jeden Fall nochmal am Votum arbeiten. Oder vielleicht ins Discord reinhauen, so ein extra Kanal, wo Leute Streamer empfehlen können, die man gucken soll. Zum Beispiel, geht auch, ja. Newcomer. Ach Gott. Nee. Ich finde gar nicht, dass wir das so großartig, wenn, sollte das nicht kategorisiert werden, weil Content Creator ist Content Creator, so bin ich der Meinung. Ja, aber Newcomer kann ja auch, für mich ist Esmond Gold zum Beispiel ein Newcomer, weil ich ihn zum ersten Mal gucke.
die WoW-Sachen vorher haben mich überhaupt nicht interessiert. Aber dann, weißt du, Newcomer, dann könnte ich mich ja auch reinposten, weil ich bin ja für manche Leute auch noch ein Newcomer. Verstehst du, wie ich meine? Ich finde einfach, ey, Streamer, Punkt. Empfehle deine Streamer, Punkt. Fertig. Egal, ob groß, keine Wertung. Wir müssen die ja nicht schon werten. Wie lange noch bis Alternate 2 eigentlich? Bitte? Wie lange noch bis Alternate 2? Oh, das wird mein Durchbruch, Mann. Fuck mal live, 2019. Das wird mein Newcoming. Das, ich sag dir ganz hart, Prognose verdoppeln. Alles. Bam. Easy. Stay aufrauchen. Das wird Alternate 2. Pass auf. Sag's dir. Hollywood Roleplay. Bam. Es kommt zurück. Es kommt zurück. Ich schwöre es dir. Gibt's die Spotify-Werbung immer noch? Audio Jungle. Nee, ist rausgehört. Das ist raus, nachdem das. Oh, das war sehr peinlich. Das war sehr peinlich. Möchte ich ganz kurz mal anmerken. Aber weißt du, was ich noch viel. Na gut, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Entschuldigung. Schöne Grüße an Lost Aiming. @HCDizzy übrigens. Mein Twitter-Handle kennst du sehr gut. Okay. Den sind wir jetzt durch, glaube ich, oder? Finden wir ein Ende. Übrigens, Flo. Unser Gast hat immer die abschließenden Worte. Wir sagen jetzt alle Tschüss und du darfst den ganzen Kreis hier schließen. Ich fange an. Du machst den Sack zu. Du machst den Sack zu quasi. Den Plastikbeutel. Achso, ich darf schon, ja? Nee, wir machen jetzt so. Freunde der Sonne, schön, dass ihr zugeguckt habt, aber ein ganz, ganz großes Dankeschön an Florian. Ich denke auch, dass einige Leute das wahrscheinlich auch immer an meiner Reaktion merken. Ich bin sehr ruhig, wenn wir gute Gäste, aber wenn wir sehr, 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 sehr interessante Gäste haben, die sehr, 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 sehr viel interessante Dinge erzählen. Mhm. Florian, Dankeschön, ich fand das sehr bereichernd heute. Ich habe auch an einigen Stellen wieder was lernen können und vielen Dank für deine Offenheit, soweit du offen sein konntest. Und ich finde es sehr schön, dass PR-Menschen aus allen Richtung und Himmelsrichtung auf alles schießen, was sich nicht bewegt. Also, da waren heute schon sehr, sehr schöne Anspielungen dabei, über die ich sehr schmunzeln musste. Das hat mir sehr gut gefallen. Und vielen Dank auch an Sleth, dass du heute für Sali da warst und deinen sozusagen freien Sonntag geopfert hast, ja. Für uns. Und Slabby, dankeschön, dass du auch da warst. Und vielen Dank fürs Zuschauen, ihr bezaubernden Menschen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Danke übrigens auch an die Regie. Sehr gut, Entschuldigung. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Montag. Lasst krachen, Leute. Und wir sehen uns dann hier in 2 Wochen wieder. Drückt doch übrigens oben die Glocke, damit ihr eine Notification bekommt, wenn dieser Stream wieder live geht. Ja, Flo, schön. Danke, dass du da warst, dass du zugesagt hast. Hat mich sehr gefreut. War ein cooles Gespräch. Danke, schön Chat, fürs dabei sein. Danke an die anderen beiden fürs dabei sein. Wir sehen uns ja dann irgendwann relativ zügig wahrscheinlich wieder. Startet gut in die nächste Woche. Wir sehen uns. Von mir auch, Flo. Danke, dass du da warst. Wie wir ja geschrieben haben, wir hatten schon viele Entwickler da. Noch niemanden aus der Publisher-Ecke. Deswegen war das sehr, sehr interessant. Das ist eine Lüge. Einen Blick zu haben. Ah ja, stimmt. Ja, das war tatsächlich eine Lüge. Ja, gut, aber... Ja, du bist aber noch weiter in der Publishing-Ecke als die wir vorher hatten, würde ich jetzt mal sagen. Du bist der coolere Onkel. Nein, du bist der publisherere Publisher. Du denkst an Michael gerade, oder was? Ja. Ja, Michael, ja, aber der saß ja auch bei dem Entwickler direkt mit dabei. Also die haben ja... Es ist okay, Slappy. Beides gleichzeitig gemacht. Es ist okay. Michael, es tut mir leid, aber Florian ist der coolere Onkel. Wenn du gerne wieder der coole Onkel sein möchtest, schick doch mal ein paar Keys rüber. Die E-Mail-Adressen hast du ja, okay? Und dann könnt ihr euch ja gerne ein bisschen in die Haare kriegen. Ich meine, ihr wisst ja, wie das ist mit Scheidungskindern. Das ist sehr, sehr schwierig, nicht wahr? Aber die Geschenke nehmen wir natürlich sehr gerne an. Der Michael... Der Michael. Ah ja, alles klar. Der hasst mich sowieso schon, weil er mir ständig Keys gibt, die ich nie spiele. Aber zu Recht. Zu Recht. Zu Recht. Ja. Ja, nun. Los, oder? Nee. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen.
der Regie fürs Regie führen. Ey, kein Ding. Ansonsten denkt daran, drückt den, die Glocke, haut auf den Subscribe-Button, den wow. Like-Button natürlich nicht vergessen und ja. Über jedes Däumchen freuen wir uns. Genau. Ist das Däumchen oben, wird man euch loben. Ist die Glocke gedrückt, dann sind wir sehr entzückt. Ha! Okay, willkommen auf YouTube, auf Twitch. So, jetzt darfst du. Juhu, ja, ich sage natürlich auch danke, dass ich überhaupt hier sein durfte. Vielen Dank, war sehr spannend, auch mal so herausgefordert zu werden. Das macht auch Spaß, wenn man mal die Kritik quasi live um die Ohren gehauen bekommt. Danke auch dem Chat für die ganzen Fragen und dass ihr mich so nett aufgenommen habt und mich nicht so arg kritisiert habt. Das ist auch lieb. Und ja, kauft unsere Spiele. Alles Gute, ciao. Oh, Mann, ey. Okay, tschüss. Sehr gut.